zitternd vor Kälte, die Luft nass und durch die Fischabfälle so stechend, dass ich mich fast erbreche, sitze ich in dem dunklen Schuppen der McConnellys. Mein Herz zerspringt mir fast in der Brust. Bin ich hier sicher? Aus der Ferne dringen Musik und immer wieder ausgelassene Rufe aus dem Pub in den Schuppen. Es ist die Nacht nach der Wiederkehr der Walfänger. Sie feiern. Sie haben flüssiges Gold mitgebracht und den Tod. Das Mondlicht scheint durch die Bretter. So friedlich, so kalt. Da, ein Schatten fällt durch das Fenster. Er sucht mich. Todesangst fährt mir durch die Glieder. Ich zittere unkontrolliert. Meine Zähne schlagen hart aufeinander. Es gibt nur eine Tür, nur einen Ausgang. Ich rutsche tiefer in die Dunkelheit. Ein Eimer mit Fischabfällen stößt viel zu laut gegen den Tisch. Erschrocken halte ich inne. Der Schatten rührt sich nicht. Er steht still. Blickt mich an. Er hat mich gefunden. Kalter Schweiß läuft meinen Rücken runter. Ich springe auf und renne, stoße die Tür auf, ducke mich unter seinen Händen weg. Ich schreie, renne und schreie. Ich stolpere und falle. Er kommt näher, er ist über mir. Kalte Augen blicken mich an. Er lacht. Ein unmenschlicher Laut. Er knurrt. Ich wimmere. Sie haben uns den Tod mitgebracht. Ein wunderschönen guten Abend. Perfektes Timing. Ja, perfektes Timing. Wir haben noch was zu trinken. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Runde So tief die schwere See auf unserem Kanal. Auch diesmal habe ich wieder ein paar wundervolle Leute dabei. Aber bevor wir in die Vorstellungsrunde gehen, möchte ich einmal noch mal ganz kurz zeigen. Also wir spielen heute das zweite Mal oder quasi die zweite Runde So tief die schwere See. Das ist ein Spiel, das basiert auf PBTA, also Powered by the Apocalypse. Wir brauchen nur 2W6. Wir werden aber anders als bei der ersten Runde, bei der wir nämlich auch die Spielzüge immer eingeblendet haben, das heute nicht tun. Allerdings verlinken wir, also die das jetzt hier auf YouTube gucken, wir verlinken auch unsere erste Runde. Da erzähle und erkläre ich auch noch ein bisschen mehr zu dem Spiel an sich. Für heute spare ich mir diese lange Einführung, weil wir sie ja schon mal gemacht haben. Und würde nämlich auch direkt dann zur Vorstellungsrunde starten. Denn das Besondere bei So tief die schwere See ist, dass wir eine Schiffsmannschaft spielen. Und auch die einzelnen Charaktere Rollen eben auf diesem Schiff übernehmen. Auch dieses Mal wieder haben wir eine Schiffscrew eines Walfangschiffs. Und wir starten dann heute mit Mannys Charakter. Erzähl mal, wen spielst du heute? Wie ist deine Rolle auf dem Schiff? Ja, genau. Ja, hi. Ich spiele heute Davy Smiles. Ich bin der 3 Minuten ältere Zwillingsbruder von Shay Smiles. Da oben drüber, ne, auf der anderen Seite von Cassandra. Wir sind eigentlich Kinder einer Großgrundbesitzerfamilie auf Docher Isle. Allerdings ist unser Familiensitz abgebrannt, als wir noch keine 10 waren. Und da man sich unter den gottesfürchtigen Fischern der Orkneys hilft, hat unser Pastor, Pastor Knox, dafür gesorgt, dass wir bei der Familie Mackenzie unterkommen. Und deren einzige Tochter war die liebe Gailis. Das heißt, wir haben dann sozusagen immer zu dritt die Insel unsicher gemacht. Irgendwann hat sich unser Weg dann getrennt. Und ich habe mich freiwillig bei der Royal Army gemeldet und bin jetzt deswegen, mehr als 15 Jahre später, ein Veteran des ersten Anglo-Afghanischen Krieges. Ich wurde unehrenhaft entlassen und bin nach
quasi nach einer langen, gefahrvollen Reise nach Doha zurückgekehrt. Zusammen mit meinem Bruder Shay baue ich jetzt das, oder wir beide bauen zusammen unser altes Elternhaus wieder auf und fahren gemeinsam auf Walfang. Und das ist für mich die zweite Rutsche unter Captain Galis. Vielleicht zuletzt noch, die Smiles-Brüder haben ohnehin einen miesen Ruf auf der Insel. Aber ich gelte besonders als Sonderling, da ich persische Tätowierungen habe. Gelegentlich laufe ich tatsächlich sogar verschleiert mit mit einem Tuch und Turban durch die Gegend, wenn der Wind besonders schneidend ist. Ich trage also halb Wüstenuniform. Die afghanischen Nächte sind kalt, deswegen habe ich so meinen Militärpelzmantel tatsächlich teilweise an. Und ich habe diesen typischen Militärbackenbart, der so richtig buschig ist an den Seiten und das Kinn frei. Okay, dann kommen wir zum nächsten Bruder, nämlich zu Shay Smiles. Und willkommen, Torben. Dann erzähl doch mal, wen du heute spielst. Moin, ja. Ja, ich spiele Shay Smiles, den vielleicht Sekunden jüngeren Zwillingsbruder des Duos. Ich bin ein hagerer Typ, so leicht einfältig der Blick. Trage einen dünnen Bart, der so, also wie Koteletten, die sich dann ums Kinn verlängern, aber sonst die gesamte Mund, Gesichtspartie frei. Also ein eingerahmter Kratz quasi nur. Und bin also derjenige, der zu Hause geblieben ist, obwohl er sich eigentlich darauf verlassen hat, dass sein Bruder immer auf ihn aufpasst. Der dann, ja, leider hat es dann nicht getan und ich bin allein zurückgeblieben, musste mich selbst durchschlagen und habe dann das Wildern angefangen. Und weil ich eben dafür bekannt bin, wild zu schießen auf dieser Insel, und es dann zu einem Unfall kam, dass jemand tatsächlich erschossen wurde während einer, also während ja, während der Jagdzeit sozusagen, ist das sofort mir angelastet worden. Ist nie bewiesen worden, aber alle glauben, dass ich es war. Oder gewesen bin. Aber da es mir nicht bewiesen werden konnte, hat man mich dann zumindest nicht gleich irgendwie gelünscht oder sowas. Aber ich bin einfach nicht besonders gerne gesehen bei den meisten auf der Insel. Ich ziehe meinen rechten Fuß nach. Das kommt von einer alten Verletzung, von einem Unfall. Die Schulter ran gebe ich zumindest meinem Bruder und lasse ihn das auch mal wieder spüren. Ich bin halt der, also obwohl wir Zwillinge sind, benehme ich mich wie der kleine Hilfsbedürftige. Oder von den beiden. Ja, ich glaube, das ist so das. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zu Alex. Auch schön, dass du wieder dabei bist. Und wen spielst du denn heute? Das ist mir eine große Freude und Ehre. Hey, hallo. Ich nenne mich Dean. Das ist meine Frau Mary, meine Töchter Sarah und Beth, 10 und 8 Jahre. Und das ist Ian Junior, gerade 2 Jahre. Ich bin der Smoothie auf dem Schiff. Und keiner kocht besser als ich, da bin ich, das ist bewiesen, auf der ganzen Insel. Und der Pastor John Knox, da bin ich der beste Helfer. Und Kaya, ich helfe ihm rund um die Uhr, ich helfe eigentlich allen. Und eins muss gesagt sein, Shay ist mein bester Freund. Gut, vielen Dank, Ian. Dann zum Schluss möchte ich noch ein neues Gesicht auf unserem Kanal begrüßen. Und zwar, Tine, schön, dass du dabei bist. Wen spielst du denn heute? Dankeschön und einen wunderschönen guten Abend. Ich spiele Galis McKenzie. Und zwar ist sie die Kapitänin des Walfangschiffs. Ja, ich bin ein Findelkind einer Fischerfamilie, in der eben auch die Smiles-Brüder aufgewachsen sind, beziehungsweise aufgenommen wurden. Und ja, was ist zu mir zu sagen? Also ihr könnt ja auch mein Bild sehen an der Seite. Ich habe braune Augen, braune, lange Haare, die so leicht gewellt sind und die mir so über das Schulterblatt reichen. Ich bin ziemlich groß, mit fast 1,80 und aber auch hager. Ich trage eine Kapitänsjacke und aus ziemlich feinem Stoff, und was auch auffällt,
sind die goldenen Knöpfe, die da dran sind, ebenso wie die Stiefelhose und die hohen Stiefel, die ich dazu trage. Und auch, ja, ich zeige gerne, dass wir ganz gut Geld mit unserem Walfang machen. Ich trage auch goldene Ringe an fast jedem Finger. Ja, und wenn ich den Raum betrete, dann weiß man erstmal nicht, findet man mich faszinierend oder abstoßend tatsächlich, weil diese Andersartigkeit, wo kommt die eigentlich her? Liegt das daran, dass sie oder dass ich direkt in Männerkleidung auftrete und doch ein recht kaltes Auftreten habe? Oder ja, man weiß es nicht genau. Man kann es nicht so richtig sehen. Na gut. Also, genau, ihr habt ja schon erzählt, ihr seid, also wir haben einmal die Kapitänin des Walfangschiffes Trial, dann den Smoothie, der während der Fahrt die ganze Zeit kocht für die Mannschaft, aber auch ja, einen Blick behält, wie ist es mit den Vorräten. Und dann haben wir nämlich noch die Smiles-Brüder, die auf dem Schiff die Rolle der Harpuniere erledigen. Ist doch richtig so, ne? Also ihr beide seid quasi neben den üblichen Arbeiten, die noch als Matrose anfallen, seid ihr dann, wenn es um die Walfangjagd geht, diejenigen, welchen die Wale auch wirklich erlegen mit den Harpunen. Das Walfangschiff Trial gehört einer Schiffsgesellschaft, die quasi euch das Schiff zur Verfügung stellt. Die Kapitänin ist angestellt mit euch allen zusammen. Ihr werdet sehr, sehr gut bezahlt. Es ist aber nicht euer Schiff. Das heißt also, dass immer, wenn es zurück ins quasi Trockendock, was es so in dem Sinne ja nicht gibt, aber wenn es zurück in den Heimathafen geordert wird, weil ihr die Ladung voll gemacht habt, dann werdet ihr abgesetzt in eurem Heimatdorf. Und was wir vorhin ja auch erwähnt hatten, ihr seid alle dort zusammen aufgewachsen. Das heißt, es ist auch euer Heimatdorf. Und interessanterweise habt ihr auf dem Schiff selbst natürlich eine sehr strikte und strenge Hierarchie, die da auch die anderthalb bis zwei Jahre, die ihr meistens unterwegs seid, um die Wale zu jagen, auch sehr, sehr strikt eingehalten wird. Das heißt auch, Gaelis hat da das totale Kommando. Aber auch dieses Mal wieder, wir haben Frühjahr 1850, seid ihr nach langen anderthalb Jahren, die ihr quer durch die Südsee auch gekreuzt seid, wieder zurück an den britischen Inseln. Ihr seht in der Ferne schon Dorcher Island, Dorcher Isle, das ist nämlich eure Heimatinsel, auftauchen, als die Trial vor Anker geht. Und Gaelis, das ist auch dann der letzte Befehl, den du dann immer gibst, denn ihr habt vorher in einem größeren Hafen, nämlich einen Kapitän der Walfangkompanie, der das Schiff gehört, eingesammelt. Und der übernimmt jetzt quasi das Kommando. Du bist dann diejenige, die jetzt hier zuletzt vor Dorcher Isle den Befehl gibt, zu ankern. Und ein Beiboot wird ins Wasser gelassen und der Bootsmann Steven, der bringt euch quasi noch mit ein paar Männern rüber zur Insel. Und ihr seht, während ihr auf die kleine Insel zugerudert werdet, seht ihr das Übliche, was ihr quasi regelmäßig dann nach den paar Jahren wieder erblickt, nämlich eine sehr, sehr kleine Insel mit schwarzen Steilklippen. Auf diesen schwarzen Steilklippen seht ihr eine Burgruine. Die Burg wird Black Rock Castle genannt. Wer da früher gehaust hat oder wer sie überhaupt gebaut hat, weiß man nicht. Ihr seid ja auch alle keine Historikerinnen oder Historiker. Es interessiert euch so auch gar nicht, denn auf den britischen Inseln finden sich ja überall diese Überbleibsel aus den letzten Jahrhunderten. Vor Black Rock Castle, das wisst ihr, das seht ihr jetzt zwar so nicht, aber nochmal so zur Info, befindet sich auch ein sehr alter keltischer Steinkreis. Und diese Burg, die thront quasi so über allem. Das ist das, was ihr seht, während ihr darauf zugerudert werdet. Und was ihr auch noch seht, ist, dass es jetzt dadurch, dass Frühjahr ist, diese eigentlich ansonsten verhältnismäßig karge Insel so einen rosa-weißen Blütenteppich aus Leimkraut und Grasnelken hat. Also der Duft kommt euch quasi schon entgegen, während ihr dann noch auf dem Meer seid und einmal um die Insel noch geschippert werdet.
dann passiert ihr eine große Höhle, die unten an der Steilklippe ist. Und so eine ganz schmale, steile Steintreppe führt einmal an der Klippe lang nach oben. Und das ist auch der einzige Weg, um darunter in diese Höhle zu kommen. Und dieser Weg ist auch sehr gefährlich. Das ist aber ein Weg quasi, den ihr aus eurer Jugend und Kindheit kennt. Viele Mutproben haben dort stattgefunden, viele geheime Treffen. Es ranken sich unzählige, gruselige Geschichten über diese Höhle. Denn dort reinzugehen, ist halt auch ein ziemlich lebensgefährliches Unterfangen. Denn je nachdem, wie das Wasser und die Flut da reindrückt, ertrinkt man in dieser Höhle. Und wer abstürzt auf dieser Steintreppe, die ja auch sehr rutschig ist von der Gischt und von den Wellen, die darüber schlagen, der stürzt ziemlich tief ab und zerschellt auch an den sehr spitzen Klippen, die da lang ragen. Dort ist nur so ein ganz kleiner, feiner Sandstrand, der aber kaum zu begehen ist, bis auch für Gaelis, die sich öfter mal auf diesen Sandstrand zurückzieht. Da werdet ihr dran vorbei gerudert. Ihr seht schon oben auf der Klippe, denn dass die Trial gekommen ist, das wurde natürlich gesehen. Also alle haben das Walfangschiff, diesen Dreimaster mit diesen gigantischen Segeln natürlich schon aus weiter Ferne gesehen. Und ihr seht die ersten Leute aus eurem Fischerdorf oben auf der Klippe stehen und mit den Taschentüchern winken und schon rufen, also sie versuchen zu rufen, was ihr natürlich noch nicht hört, aber ihr seht, dass sie kommen und sie laufen quasi mit dem Anblick eures Bootes weiter um die Insel herum. Ja, Ian? Ich möchte nur kurz erwähnen, dass ich ab dem Moment, wo ich denke, man könnte uns sehen, vorne auf dem Boot stehe und mit beiden Händen winke und an meinen Kindern rufe. Ja, das müssen die anderen ertragen. Das hier, tut mir leid. Ich stoß Shane mit dem Ellbogen an und sag er nur wieder. Ich mach nur so. Mir geht's nicht gut. Das ist jedes Mal, wenn wir wieder nach Hause kommen. Ich weiß nicht. Es ist nicht so, dass ich die Seefahrt liebe, aber es ist einfach so, dass es mir immer sauer aufsteht, wenn wir wieder zurückkommen muss. Nachvollziehbaren Gründen. Ja, meine Laune wird auch nicht unbedingt besser. Je näher wir kommen. Ja, dann ist Ian quasi der Einzige, der vorne dann am Bug steht. Und ja, die Männer, die rudern, die dich erkennen als Smoothie, die verkneifen sich irgendwie jegliches Kommentar, aber die wissen ja, dass du auch die meiste Zeit halt von deinen Kindern und von deiner Frau redest. Ja, und aber du hast das Gefühl, die beeilen sich noch ein bisschen mehr, dich endlich dahin zu bringen. Ihr rudert dann um diese Insel herum und jetzt kommt auch langsam das Fischerdorf in Sicht. Es sind auch wirklich, es ist nur ein Dutzend Häuser in unterschiedlicher Größe, unterschiedlichen Zuständen. Das Ganze wird so ein bisschen noch, also dieser Anblick noch überschattet, nein, nicht überschattet, überthront von so einer kleinen Kapelle, die ein bisschen weiter oben ist bei dem Dorf. Da führt auch so ein Weg hoch. Das ist so eine, die gibt es noch nicht besonders lange, diese Kapelle hier auf der Insel. Dementsprechend ist das ein gut gepflegtes Gebäude. Es ist weiß angestrichen, aber Ian, du siehst schon, du bist jetzt quasi wieder dran, den Anstrich zu erneuern, wenn du wiederkommst nach Hause. Und wie gesagt, es sind höchstens ein Dutzend Fischerhäuser. Und unten gibt es quasi an, also hier läuft nämlich die Insel so ein bisschen flacher ab Richtung Wasser. Deswegen könnt ihr so das ganze Dorf überblicken, wenn ihr da ankommt. Und jetzt seht ihr auch die drei Fischerboote, die vereinzelt jetzt hier euren Weg quasi kreuzen. Ja, die Männer, die dort auf diesen Booten sind, die stehen auch auf. Die machen auch den hier, grüßen. Gaelis, ihr rudert auch an deinem Vater vorbei und die Smiles kennen ihn natürlich auch, weil das euer mehr oder minder Ziehvater ist, wenn man so will. Er, als ihr aber ankommt und an ihm vorbei rudert, wendet er den Blick auch ziemlich demonstrativ ab. Und ihr seht aber schon die restlichen Dorfbewohner dann auf den kleinen Hafen, in Anführungsstrichen, der eigentlich nur aus so einem Steg besteht und aus einem Geröllstrand auf euch zugelaufen kommen.
Wie fühlt ihr euch? Also jetzt so generell, ihr habt es ja schon angesprochen, aber die Sache ist ja die, ihr seid normalerweise unter strikter Hierarchie und es ist auch so, dass das Leben auf dem Walfangschiff oder wenn man Wale jagt, nach einem ziemlichen Protokoll funktioniert. Jeder hat immer was zu tun. Und ihr habt auch immer mal wieder Phasen großer Langeweile, wenn ihr halt keine Wale fangt. Allerdings ist es so, dass Gailis nicht umsonst als Frau so erfolgreich in dieser Kompanie angestellt ist und immer wieder angestellt wird. Ihr findet ziemlich viele Wale. Deswegen seid ihr auch nur anderthalb, mal ein Jahr, mal anderthalb, mal zwei Jahre unterwegs und nicht so wie manche andere, die 4 Jahre kreuzen müssen, um überhaupt ihren Laderaum voll zu kriegen. Und der Erfolg spricht halt auch für euch. Das heißt aber, ihr habt auch immer sehr, sehr viel zu tun. Ja, und deswegen, wie verändert sich das denn zwischen euch? Weil wenn ihr auf der Trial seid, ist es ja so, dass Gailis nur einmal mit den Fingern schnippen muss oder der Bootsmann das für sie erledigt und ihr dann sofort tut, was sie sagt. Wie ist es, wenn ihr jetzt quasi auf Dorcha Isle seid? Ich könnte mir vorstellen, dass, weil wir uns schon so lange kennen, dass das Miteinander ein bisschen informeller wird. Also, dass wir auch irgendwie uns ohne große, also Befehle brauchen wir nicht mehr, nehme ich an. Aber ich glaube, diese Hierarchie, die ist immer noch da. Sie ist nur informell. Ne? Also man macht das halt ohne, dass man rumkommandiert wird irgendwie. Aber dass man halt, ich meine, wir sind ja irgendwie auch schon lange bekannt. Wie befreundet wir jetzt noch sind, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht mehr ganz so wie mit 15 oder so. Aber ich für meinen Teil freue mich über die Einfachheit des Lebens auf See. Jetzt nicht unbedingt körperlich einfach, aber einfach, was die Konventionen angeht. Man weiß, was man zu tun hat, man kommuniziert auf klare Art und Weise und in dem Moment, wo man vom Schiff runtergeht, ist immer alles so schwierig. So, deswegen, Davy freut sich auf der einen Seite, dass er mit Shay wieder bonden kann und dass sie mit dem Haus ein gemeinsames Projekt haben. So, aber alles andere ist eher anstrengend. Vor allem diese unverheirateten Fischersfrauen, die da echt anstrengend sind. Weil ich kann mich nicht mit einem Haufen schreiender Belger irgendwie vorstellen und Shay schon gar nicht. Deswegen ist das eher anstrengend. Wir wollen einfach unsere Ruhe haben. Also ich, für meinen Teil jedenfalls. Also ich versuche dieses Hierarchiegefüge nicht aufrecht zu erhalten, aber es dauert eine Weile, denke ich, bis ich mich da auch wieder dran gewöhnt habe, dass das in anderen Strukturen läuft. Und mich macht das auch tatsächlich wirklich fertig, dass wir wieder mit anderen Menschen konfrontiert sind. Und ich weiß nicht, was in den letzten Jahren oder was in der letzten Zeit passiert ist, was dort ist. Ich muss mich quasi neu darauf einstellen, was jetzt hier alles wieder war oder ist und habe da überhaupt gar kein Interesse dran. Freue mich lediglich darauf, meine Mutter zu sehen und hoffe, dass es ihr gut geht. Und würde aber immer versuchen, so auch in der Nähe der Männer zu bleiben, weil mir die anderen irgendwie doch zuwider sind. Also, es ist tatsächlich so, stellen sich mir die Nackenhaare auf, wenn ich jetzt hier wieder meinen Fuß auf die Insel setzen muss. Ja, ich freue mich nur darauf. Ich freue mich nur darauf, wieder auf die Jagd gehen zu können. Das hat mir nämlich gefehlt. Ansonsten ist es so, dass ich an Bord eigentlich relativ aufblühe und dass ich sogar eine gewisse Konkurrenzsituation teilweise mit meinem Bruder trete, wenn es denn darum geht, wer zuerst den Wal harpuniert oder sowas. Aber sobald wir von Bord gehen, trete ich sofort in den Schatten meines größeren Bruders zurück und bin eher so ein, häng quasi fast schon an seinem Rockzipfel. Also ich bin fast physisch klein. Oder kleiner. Und das gefällt mir halt überhaupt nicht, wieder nach Hause zu kommen. Also ins Dorf zumindest nicht. Sobald ich da wieder raus bin, ist dann wieder okay. Aber ich das heißt, die Jagd ist Flucht für dich, oder? Genau, ja, natürlich auch. Ne? Das ist auch so ein Machtding vom Ding her, wenn man so will. Man ist da alleine und das Tier und ne, die Bestie. genau. Und ja, also ich werde kleinlauter, viel kleinlauter. An Bord rede ich auch nicht viel. Aber ne, und ich habe keine Lust auf die ganzen Menschen.
Und der Einzige, mit dem ich mich, also mit, was heißt gerne, aber mit dem es okay ist, zusammen zu sein, das ist mein Bruder halt. So, alle anderen muss ich nicht haben. Ich bin super froh. Ihr werdet mich die ersten Stunden mit meinen Kindern durchs Dorf rennen sehen, dann meinen kleinen Sohn durch die Gegend schmeißen, dann werde ich alle besuchen, werde in die Kirche gehen, werde mit Freude die Kirche streichen, freue mich auf Kendra, Ethan, Alfie, der ja alleine steht und sich auch immer auf meinen Besuch freut. Margaret, Theodore freuen sich auf mich, ich freue mich jedes Mal auf sie. Und dann denkt ihr doch an Dora und an George mit ihrer Tochter und ihrem Sohn. Und ich bin so erfreut, dass ich sie alle endlich wiedersehen kann. Und ja, ich bin ein bisschen traurig, seit sein Bruder da ist, zieht sich Shay ganz schön zurück. Aber das ist, und ich spüre irgendwie, dass seine Seele ein bisschen befleckt ist. Aber ich werde versuchen, ihn mit meiner Fröhlichkeit und Freundlichkeit, werde ich meinen Freund wieder aufrichten. Da bin ich ganz sicher. Aber ich habe jetzt erstmal auch ganz viel anderes zu tun. Deswegen ist mir der Rest der Besatzung jetzt erstmal kurz tatsächlich egal. Es muss Zeit aufgeholt werden. Und meine Zwei ist mein Sohn. Ne? Ich habe den gesehen, da war er halb so groß wie jetzt. Und ja, um kurz zur Autoritätssache zu kommen. Ich glaube tatsächlich, das habe ich sofort vergessen, wenn ich von Bord bin. Ja, also einfach vergessen, denke ich nicht dran. Alles klar, vielen Dank. Ja, wie gesagt, dann in diesen kleinen Hafen da einlauft und die Leute sich jetzt alle versammeln, seht ihr aber hauptsächlich wirklich in strahlende Gesichter. Allerdings ist es auch schwer, schwer auseinanderzuhalten, ob sie sich jetzt freuen, weil Ian da ist oder ob sie sich freuen, weil ihr das Geld mitbringt. Ihr habt jetzt noch kein Gold in den Taschen. Es ist aber so, dass der jetzt in den nächsten Wochen die Ladung verkauft wird. Und ihr euch darauf verlassen könnt, dass die Kompanie euch anständig bezahlt. Das heißt, in den nächsten Wochen wird tatsächlich Gold oder je nachdem, was ihr ausgehandelt habt mit euren Verträgen, vorbeigebracht werden, solange ihr hier seid. Also es ist so, für die Leute seid ihr diejenigen, die das Überleben auch sichern. Und das, die Smiles-Brüder, die wohl ein bisschen kritischer sind allen gegenüber, weil sie wissen, dass sie eher die Ausgestoßenen dieser Dorfgemeinschaft sind, aber wissen, dass sie das Geld mit ranbringen, haben das garantiert im Hinterkopf, als die Leute da strahlend stehen und winken. Ja, aber allen voran drängelt sich erstmal Mary, die Frau von Ian, nach vorne. Und als du sie siehst, Ian, sie wird wirklich immer schöner. Also sie gehört mit zu denen, der das Leben ganz gut tut. Also sie hat rosige Wangen. Sie ist eine sehr kurvenreiche Frau. Ihre Kleidung ist sehr gut. Im Gegensatz zu vielen anderen Fischersfrauen hier oder zu den anderen Fischersfrauen ist ihre Kleidung außergewöhnlich gut. Sie trägt ja den zweijährigen Ian Jr. auf dem Arm. Das letzte Mal gesehen hast, als er ein Baby war. Also es ist ganz faszinierend. Und deine Töchter laufen dann aber noch schneller als Mary. Und die stürzen sich dir direkt in die Arme. Sie lachen, sie weinen und sie begrüßen dich. Und du wirst von deiner ganzen Familie ganz, ganz herzlich gedrückt und geknuddelt. Als du dann als erster den Fuß auf auf den Steg setzt. Ich bin auch schon vorher gesprungen wahrscheinlich. Ja, genau. Du fällst denen in die Arme, ja, und die drücken dich. Ja. Der Bootsmann von der Trial salutiert nochmal und sagt so, Captain, macht dann auch so eine kurze Verneigung. Es war mir eine Ehre und es wird mir wieder eine Ehre und eine Freude sein, sie bald wieder zu sehen. Davy Shay, ja, und er reicht euch die Hand und schüttelt sie mal. Ja. Ich schlage ein. Ich schüttel sie, also ganz, ne, es ist wie so ein, meine Hand ist wie so ein nasser Fisch, so ein Toter quasi. Das ich merke ja auch sofort wahrscheinlich, ich bin einfach nicht mehr. Ich greife zwar ordentlich zu, wenn ich einschlage, habe ich mir beim Militär angewöhnt, wer das nicht macht, der zählt nichts. Das ist auch so meine Sichtweise, wenn ich ordentlich drücke beim Händeschlag, der ist nicht viel wert. Aber ich sag nichts. Ich nick nur und verabschiede mich einfach. Die drehen auch sofort bei, als ihr auch als Letzter auf den Steg tretet. Und Gailies
Du siehst auch deine Mutter, die sich so ein bisschen an der Familie Rand vorbeischiebt und auch sie strahlt. Sie sieht so glücklich aus, dich zu sehen. Sie kommt dann auf euch drei auch zu. Wenn ich das richtig jetzt interpretiere, würdet ihr erstmal ein bisschen zögerlich da an diesem Steg stehen, aber dann kommt sie und umarmt euch alle drei und sagt dann so, Kinder, schön, dass ihr da seid. Also so murmelt das so leise in eure Schultern rein, weil sie doch immer, also sie wird von Mal zu Mal älter, das seht ihr. Also es ist jedes Mal, wenn ihr sie seht, erschreckt ihr euch immer ein bisschen. Sie wird immer hagerer, die Haare immer grauer. Sie ist ja mittlerweile schon 60 und sie führt euch drei dann aber, weil sie weiß, dass ihr da immer so ein bisschen unwillig seid. Wie nennen wir sie denn? Wir nennen sie ja bestimmt nicht Mutter. Sie heißt ja Margaret. Nennen wir sie Maggie oder so? Oder Tante ja. Maggie? Oder ihr nennt Tantchen. Sie... Ja, könnt ihr. Ich gucke sie tatsächlich, also ich kann mein Mitleid tatsächlich nur schwer verbergen oder ich kann es nicht verbergen. Also ich gucke sie wirklich so an, so mein, also, ne, also dieses Widerspiegeln, dass sie immer älter und grauer wird, ich kann das nicht verbergen, dass ich dann, ja. Ja, ich nehme sie aber dann auch nochmal in den Arm, sag ihr dann auch. Schön, dass du bei guter Gesundheit bist, Mutter. Natürlich, mir geht's hervorragend. Und jetzt, meine Kinder wieder hier sind, geht's mir noch viel, viel besser. Also kommt. So, sie bleibt bei dir im Arm und winkt euch Jungs aber auch mit. Und sie schiebt euch auch wieder an den Rands vorbei, die da immer noch knuddeln und lachen und sich begrüßen. Wenn wir an den Rands vorbeigehen, sage ich dann zu Galis so, dafür muss man auch gemacht sein, oder? Ist ja schön, dass das ist. Meinst du, das ist es wirklich? Ich zuck nur mit den Schultern. Ja, und du hörst dann von der hier von eurer Tante Marmbeck oder wie auch immer ihr sie nennt, Davy. Fang ich dich an. Ist doch alles Geheuchel. Ich schäle mich aus dieser Knullerei und komme auf euch drei zugelaufen und drücke jeden einzelnen nochmal. Bis bald, wir sehen uns, ich freue mich. Dann bin ich aber auch sofort wieder weg, bevor nur irgendjemand was sagen kann. Ja, ich gucke die ganze Zeit nur zu Boden. Als ihr jetzt aber auch dann den Steg verlasst, hört ihr auch das Kirchenläuten. Das wurde vom Wind so ein bisschen abgeschnitten, aber jetzt, da der Wind dreht, trägt sich das auch bis nach unten. Und ihr seht, wie gesagt, das Dorf hat sich ja auch versammelt. Also die Leute schütteln euch vereinzelt dann die Hände. Der Schäfer, Alfie, der drückt euch auch alle. Also, aber ihr kennt ihn auch. Also, es ist einer von den Guten, das ist der mit der Schnapsbrunne. Mhm. Das ist die beste Faktenschaffung, die ich je gemacht habe. Das ist auch der beste Kontakt, der wichtigste Kontakt auf dieser Insel, den man haben kann. Der Schwarzbrenner. Der Schwarzbrenner. Nein, aber das ist ein alleinstehender Schäfer, und der drückt euch aber auch alle einmal. Also, das ist, der hat auch immer ein freundliches Wort für euch über, und er dank Gott, dass ihr wohlbehalten zurückgekommen seid. Und ihr seht auch am Dorfanfang Pastor Knox stehen, der auch lächelt, als ihr dann vorbeigeht und sagt, dann freue ich mich, euch alle ja gleich in der Kirche begrüßen zu dürfen. Kommt aber erstmal an. Wir sehen uns nachher in der Kirche. Ich würde zu Elfi gleich sagen, Elfi, der Herrgott hat mir gesagt, es wäre ihm viel lieber, wenn du unsere harte Arbeit mit ein, zwei Fläschchen von deinem besten Tropfen lohnst. Ja, er zwinkert dir zu und sagt so nicht, dann komme ich gleich mal vorbei. Wunderbar, ich wusste doch, ich kann auf dich zählen. Der einzige vernünftige Mann in dieser Bude. Und dann sage ich zu Tante Maggie, sag mal, Tantchen, und, muss irgendwas repariert werden an deinem Haus? Nein, nein, das hat euer Vater schon erledigt. Das ist alles gut. Kommt mal an, erholt euch von der harten Arbeit. Wir sehen uns nachher in der Kirche, Jungs. Wir sehen uns nachher in der Kirche, Jungs. Shay? Amen. Ja, sie wirft ihr kurz einen wütenden Blick zu, weil sie den Unterton gehört hat. Aber sie hakt sich halt bei Geltis ein und ihr geht dann zu eurem Fischerhaus quasi.
Ian, du wirst von deiner Frau einfach mit nach Hause gezerrt. Der Pastor aber drückt dich auch nochmal und sagt dann auch so, wir sehen uns nachher in der Kirche, mein Sohn. Ja, ich freue mich schon. Und ja, drück ihn einmal und tanze davon. Also Gaylis, wie sieht's aus? Einmal unsere Bude in Augenschein nehmen. Ich glaube, ich habe noch eine Flasche von der Elfie unterm Bett stehen. Ich gehe jetzt erstmal mit Mutter mit und nach der Kirche. Okay, dann werde ich was brauchen. Ja, ich stoß Elfie mit dem Ellbogen. Elfie sag ich schon, ich stoß Shay mit dem Ellbogen an. Es gefällt mir nicht, dass sie sagt, dass sie von Vater spricht. Er ist nicht unser Vater, Davy. Ja, nicht unser. Ist doch egal. Ist doch eh alles geheuchelt. Familie ist geheuchelt, Kirche ist geheuchelt. Lass uns einfach nach Hause gehen. Ganz wie du willst. Gut, dann erstmal Gaylis. Du betrittst dann mit deiner Mutter das sehr einfache Fischerhaus, die Fischerhütte, die ihr habt, auch in der Nähe des, hier, des Strandes, damit er es auch nicht so weit hat. Es ist sehr einfach, sehr sauber. Und was du auch bei deiner Mutter weißt, obwohl du so viel Geld mit dranbringst, sie hebt das alles für dich auf. Sie gibt nichts für sich aus. Also sie will, dass du hier auch nicht zu viel investierst in irgendwas hier, weil sie weiß, dass du gehen wirst, wenn sie eines Tages nicht mehr ist. Und das spiegelt sich immer so ein bisschen wieder. Also ich weiß nicht, wie du deine Kapitänskajüte ausstattest, wie viel du vielleicht auch von dem Geld, was du bekommst, wenn du schon sagst, dass du auch goldene Ringe und Ähnliches trägst, wie sehr du dem den schönen Dingen oder auch den kostbaren Dingen da zugetan bist. Aber es ist so, du kommst hier rein und diese Armut, auch die zur Schau gestellte Bescheidenheit, ja, die erdrückt dich, als du reinkommst. Auch etwas, was ich einfach nicht nachvollziehen kann, aber eben nach Jahren es aufgegeben habe, auch meiner Mutter irgendwelche schönen Sachen mitzubringen, weil sie das nicht möchte und sie ja dann auch immer eher traurig ist, wenn ich mein Geld für sie ausgebe, und das beschämt mich ja dann auch in einer gewissen Weise, weil ich ihr ja eigentlich eine Freude machen wollte und deswegen lasse ich das dann. Und ja, tatsächlich hier selber was in die Hand zu nehmen und irgendwas umzugestalten, das mache ich nicht, weil ich diese Hütte halt auch am liebsten niederbrennen würde, wenn sie nicht mehr da ist. Also, aber ich habe es versucht, dass sie sich schöne und gute Stoffe kauft und habe ihr was mitgebracht, aber sie wollte es immer nicht. Eben, genau. Und als du, sie schiebt dich dann auch rein und sie ist also in die Hütte rein und hat dann auch, wuselt auch schon sofort dann wieder zur Kochstelle, um dir dein Lieblingsessen zu machen, und plappert schon drauf los. Und als du dann nämlich in dein Zimmer kommst, das ist wie dein Kinderzimmer. Du bist eine erwachsene Frau und sie hat hier gefühlt nichts dran verändert. Und all die schönen Dinge, die du mitgebracht hast, die stellt sie wie so ein Altar irgendwie so andachtsmäßig hier in deinem Zimmer auf. Auch hier ist es sauber, dass sogar wenn du anderthalb Jahre nicht da bist, kein Staubkorn irgendwo. Du weißt auch, dass sie oft auch hier schläft, nicht bei deinem Vater in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer. Es war auch schon, als du ein Kind warst. Also sie hat immer bei dir geschlafen. Und dein Vater ist sowieso früh morgens, sobald die Sonne aufgeht, fährt er raus. Und kommt erst spät abends wieder. Deswegen, also den wirst du heute, wie du auch weißt, im Gegensatz zu vielen anderen, die auch in die Kirche kommen nachher, um euch zu begrüßen, wirst du ihn nicht sehen. Er ist nie da. Ja, und so kannst du da dein Gepäck auspacken und weißt auch, dass deine Mutter sich sofort mit Freuden drauf stürzt und alle Sachen zu waschen und auch dich nachher drum bitten wird, weil sie das auch jedes Mal macht, dass du von den Jungs doch auch die Wäsche bitte holst, weil sie ja niemanden haben, der sich um sie kümmert. Na, die Wäsche können sie auch selber bringen. Ich werde denen bestimmt nicht ihre Wäsche hier hintragen. Mutter.
Ja, sie seufzt dann einfach nur und sagt, das muss man irgendwie da in die armen Jungs. Das sind erwachsene Männer. Wen kanalisierst du da? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Okay. Ehrlich. Ian, also, als du nach Hause kommst, du hast von allen Leuten hier im Dorf das schönste Haus. Das hat aber auch damit zu tun, dass du jedes Mal wieder ein Zimmer anbaust. Deine Kinder haben auch den Luxus, dass sie jeder ein eigenes Zimmer haben könnten. Also die Mädchen schlafen in einem. Aber du könntest quasi den einzelnen Zimmer. So haben sie dann jetzt ein Spielzimmer sogar. Also es ist völlig untypisch, dass ein einfacher Fischer hier so viel Platz hat. Es sieht auch schön aus. Es sind schöne Teppiche ausgelegt. Der Ofen ist ein neuer. Also es ist wirklich so, dass deine Frau das Geld, was du ranbringst, auch gut umsetzt für ein schönes Leben. Und das siehst du ihr halt auch an. Allerdings, als ihr reinkommt, siehst du deine Schwägerin am Tisch sitzen. May heißt sie. Und sie ist... Sie sieht ihrer Schwester sehr ähnlich. Die ist ja auch die ältere Schwester von beiden. Allerdings ist sie so ein bisschen die teigigere Version deiner Frau. Also der Hautton sieht ein bisschen ungesund aus. Die Haare sind etwas strohig. Sie blickt dich auch ziemlich grantig an, als du reinkommst. Ja, und sie wirkt so, als wäre sie die Einzige aus der Familie, die sich nicht besonders freut, dich zu sehen. Aber sie erhebt sich dann trotzdem, als du mit deinen Kindern dann das Haus betrittst und sagt dann so, Ian, schön, dass du es wieder nach Hause geschafft hast. Was soll passieren? Ich breite meine Arme aus. Ich freue mich auch. Es ist schön, wieder hier zu sein. Dann hört endlich mal das Gejammer von deinen Görnen auf, dass Papa nicht da ist. Ist das nicht zu verstehen? Diese Freude, mich wiederzusehen, ich sie zu sehen. Natürlich haben sie mich vermisst, mit jeder Faser. Mit jeder Faser, das kann ich bestätigen, ja. Gut, dass du wieder da bist, jetzt kannst du dich um deine eigenen Kinder kümmern. Ja, und sie dreht sich dann um, also sie ignoriert auch deine ausgestreckten Arme. Ja, ich drehe mich zu meiner Frau um und sage, alle Übel sind unversuchtes Gutes. Ja, deine Frau strahlt dich an. Ja, die Tür knallt ins Schloss, als May geht. Und deine Frau sagt, es tut mir leid, aber es ist immer schlimmer mit ihr. Also von Jahr zu Jahr, das wird immer, immer schlimmer. Aber komm erst mal rein, ich mach dir was zu essen, komm mein Schatz. Und sie fängt an, sofort an dich zu bepitschern und plappert drauf los. Sie erzählt, was im Dorf so los war, wem was, wie, wo, mit wem und warum. Und der Wirt hat jetzt geheiratet und sowieso. Ja. Ich unterbreche es nur ungern. Es ist noch viel am heutigen Tag zu erledigen. Und die Kinder, ich weiß, ich ziehe immer aus meinen Taschen, die sind auch noch alt genug, das funktioniert immer noch, irgendwelche Wahlzähne, die ich irgendwie verziert habe auf dem Rückweg, dass sie mal 10 Minuten spielen. Und dann werde ich dazu später keine Zeit haben, das weiß ich. Es ist noch viel zu tun am heutigen Tag. Ich muss anfangen, gleich die Kirche zu streichen und so weiter und so fort. Deswegen lasse ich sie nicht ausreden, sondern schnapp sie mir und wir blenden für 10 Minuten aus. Alles klar. Ja. Dann kann sie dir danach... Aber danach kann sie mir alles erzählen. Danach kann sie dir alles erzählen. Ja, genau. Sehr gut. Du siehst aus wie ein Typ, der nach dem Sex redet. Ich rede immer. Also der Smoothie meine ich. Ich rede immer. Ja, ihr versteht euch gut. Ja. Gut, dann genießt du deine Heimkehr und gut, kommen wir gleich zu den Smiles-Brüdern. Geldis. Und danach würdest du dich auf den Weg machen? Ja, mit meiner Mutter zusammen. Zur Kirche, ne? Mhm. Ja. Ja, die Kirche füllt sich auch. Ich stehe da nun schon am Eingangstor und begrüße jeden. Mm. Also jeden, als hätte ich ihn lange nicht gesehen. Jeden. Also ich fange jetzt auch nicht an, hier irgendwie Kleider zu tragen oder so, ne? Sondern ich habe immer noch weiter mein Kapitänsoutfit an. Mm.
Ja. Okay, gut. Dann, wie gesagt, die Smiles. Ich gehe auch davon aus, dass ihr sowieso als Letzte euch... Ja, nur sehr widerwillig. Ja. Aber wie ist es denn um unser Haus bestellt? Ja, da kommen wir dann gleich zu, wenn Shay auch da ist. Ja, wie gesagt, ihr anderen, also der Pastor steht quasi neben Ian und seine Frau steht auch mit den anderen Fischersfrauen. Die Sache ist die, sollte es Neid geben hier in dem Dorf, dann merkt Ian nichts davon. Seine Frau ist aber dadurch, dass sie auch so eine freundliche, fröhliche Natur ist und jetzt nicht unbedingt vielleicht Leute auslädt von ihrem Tisch, aber du weißt halt nicht, was hier abgeht, wenn du nicht da bist. Davon habt ihr einfach keine Ahnung. Aber du siehst sie halt mit den anderen Fischersfrauen schnacken, die aber im Gegensatz zu ihr halt wirklich eher ein bisschen ärmlich aussehen. Die Fischermänner, und das sind ja dann einmal die Fletcher. Die Fletchers, da haben wir Ethan. Ethan und Kendra, hast du ja selber auch schon gesagt, du freust dich auch, die zu sehen. Und die bleiben auch bei dir stehen, weil eure Kinder ja sich auch verstehen. Die sind ja befreundet. Mhm. Die fragen euch natürlich aus. Ne? Auch die McConnellys, das sind auch Fischer. Und die wollen Geschichten hören von dir. Und es gibt bei euch aber auch die Tradition, dass ihr... Am Abend kochst du für das ganze Dorf. Also das ist so ein bisschen, das wird der Priester nachher auch nochmal sagen, aber das weißt du halt jetzt schon, weil sich dann dementsprechend auch alle darauf freuen, die Geschichten zu hören, was ihr erlebt habt, wie es da draußen war und so. Ich meine, es sind halt hier die Fischer, die kreuzen vor den britischen Inseln. Und das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, Dorcher Isle ist zwischen den Orkney und den Shetlandinseln. Und hier kreuzen die halt auch hin und her. Das heißt, so viel sehen die nicht von der Welt. Und ihr seid die Geschichten erzählen, was da draußen passiert und was da eigentlich auch los ist. Aber Ian, was du beobachtest, ist, und zwar siehst du die Tochter von Ethan und Kendra, Vika, die ist 17 mittlerweile, und du siehst die Tochter von George und Dora, also von den anderen, von der anderen Fischersfamilie, die McConnellys. Fiona ist 15. Du siehst die beiden Mädchen zusammenstehen und irgendwie so ein bisschen so die Köpfe zusammenstecken und auch ein bisschen kichern und immer so gucken und irgendwo auf irgendwas warten. Und deine Tochter nämlich, Sarah, die 10-Jährige, du weißt, als du das letzte Mal die gesehen hast, war sie mit Fiona halt richtig eng befreundet. Ja, und du siehst, sie steht so, sie hat so deine Hand, weil deine Tochter deine Hand nicht mehr loslässt, sobald du wieder zu Hause bist. Ja, und sie guckt immer so ein bisschen traurig rüber zu den anderen beiden großen Mädchen, die scheinbar... Das sind 5 Jahre Unterschied, ne? Glaube ich. Ja, genau. Ja. Ja, das kriegst du halt mit, wie sie da immer ein bisschen traurig guckt. Rück mich runter. Was ist denn los? Fiona will nicht mehr mit uns spielen. Warum? Weiß ich nicht. Sagt, das ist Kinderkram. Ja, sie sieht voll traurig aus. Gibt's, aber sonst gibt's, warte mal, in dem Alter gibt's wirklich nur die eine, ne? Es gibt noch Shona, die, ach ja, stimmt, die jüngere Tochter von... Aber es gibt doch noch 2 Kinder in deinem Alter. Ja, ich weiß. Ich weiß. Die haben jetzt andere Dinge im Kopf. Das wirst du auch noch kennenlernen. Genieß einfach das Spielen mit deinen Freunden. Sei nicht traurig. Lass dich reden. Okay. Ja, das, wie gesagt, das fällt dir so auf. Ansonsten siehst du, Gailis kommt dann. Die ganzen fröhlichen Gespräche verstummen. Also es ist wirklich, ja. Also es wird still, als Gailis mit ihrer Mutter eingehakt den Vorplatz zu dieser kleinen Kirche betritt.
Ne, sie ist halt auch wirklich eine Erscheinung. Ne? Sie ist 1,80, so die anderen sind alle ein bisschen, also deutlich kleiner mit ihrem goldbeknopften Kapitänsmantel. Sie strahlt halt auch hier diese Autorität aus, die du vom Boot, also von eurem Schiff einfach kennst. Dich schüchtert es nicht ein. Also du weißt, was sie kann und du weißt auch, dass du ihrer Befehle sofort zufolge leisten hast, aber hier. Aber die anderen sind deutlich eingeschüchtert. Und das, wie gesagt, sie werden still. Aber Pastor Nox tritt dann auf den Plan und lächelt dich an. Gaelis, Pastor Nox, der ist ungefähr 50, ist auch ein großer, schlanker Mann. Der hat schwarze Haare, die an den Schläfen grau werden. Und er strahlt halt eine ähnliche Autorität aus wie du. Also du weißt auch schon von Kindesbeinen an, weil erst vor 25, 30 Jahren ist er hier auf die Insel gekommen und hat die Kirche hier quasi eröffnet, kann man sagen, und kümmert sich hier um die Seelen. Und er hat es auch lange versucht, sich um deine zu kümmern. Und euch verbindet ein sehr seltsames Verhältnis, weil er irgendwie immer, wenn du da bist, anfängt, nicht nervös zu werden, aber er irgendwie ganz deutlich bemüht ist um dich und dich das so annervt, dass du den einen oder anderen Ausbruch quasi nicht vermeiden konntest, der ihn halt auch in seine Schranken gewiesen hat. Und das missfällt ihm natürlich. So, aber er lächelt dich trotzdem an. Ja, und aber es ist ein komischer Tanz zwischen euch beiden, weil er irgendwie dich auch umarmen wollen würde, aber du natürlich das am Gottes Willen, ey, keiner umarmt Geld ist. Nee, ich lächle ihn auch nicht an, sondern ich nicke ihm halt zu. Also ich glaube, das ist eine neutrale Akzeptanz, die zwischen uns beiden herrscht. Mm. Ja, sollte er mir zu nahe kommen, schrei ich ihn an. Ja, und er sagt dann aber auch, das ist schön, schön, dass du wieder da bist. Danke. Schön, dass du gekommen bist. Dann tritt doch ein. Ja, ja. Das tue ich dann auch. Und ne, ich bin immer noch eingehackt bei meiner Mutter. Ja, sie scheint sich auch von den Blicken und von dieser Stimmung im Dorf gegen dich überhaupt nicht ein, oder weißt du nicht, wie ihre Haltung dazu ist, aber bei ihr ändert sich gar nichts. Also sie lächelt dich immer noch an, strahlt dich an, tätschelt deine Hand, kann gar nicht aufhören, dich anzufassen die ganze Zeit, weißt du, also und wenn sie dann mal so über irgendeinen Knopf irgendwie wischt, den du an deinen Manschetten hast, und ihr nehmt dann, also sie schiebt dich auch mit nach vorne und ihr nehmt dann vorne Platz, aber du sitzt auch immer ganz gerne eigentlich vorne, weil du weißt, dass Nox das ein bisschen nervös macht. Okay. Das ist auch immer nicht unangenehm, wenn er ein bisschen anfängt zu schwitzen, weil er zu nah an dir ran ist. Also dieses, dass sie da die ganze Zeit irgendwie Körperkontakt sucht und so, das ist für mich bei ihr auch in Ordnung. Also wenn sie da Händchen halten will, dann mache ich das auch und ist okay. Ja. Gut, die Smiles, Brüder. Als ihr, ist die Frage, wie sieht's aus? Wie ist der Zustand eures Hauses? Als ihr auf das Gelände tretet und auch die Tür öffnet, kommt euch ein Brandgeruch entgegen und ihr wisst nicht, ob es nicht irgendwie das ist, dass ihr das immer in der Nase habt, wenn ihr hier seid. Aber der ist dann auch schnell wieder verflogen. Deswegen, wie ist der Stand eures Hauses? Halbfertig. Ich glaube, wir haben als erstes das Dach gemacht, ne? Weil ich meine, hier ist es ja doch recht umtriebiges Wetter. Sodass vielleicht die Wände nicht fertig sind, die Außenwände, alles provisorisch. Das Dach haben wir ordentlich gemacht. Und dann nehmen wir uns das drinnen Stück für Stück vor, würde ich sagen. Ja. Vielleicht sogar die Außenwände eher so, dass sie so große, also keine Angriffsflächen bieten, also fast wenig Fenster, so nach dem Motto, die kann man später noch machen. Also weil das Wichtigste ist, ne? Dass das Haus gegen äußerliche Dinge irgendwie geschützt ist erstmal. Wenn wir 2 Jahre am Stück nicht da sind, ne? Ja. Viel Teer und solche Sachen, viel Farbe.
Aber es ist bestimmt auch noch viel, viel verbranntes Holz, das auch um das Haus rumliegt und so. Was wir einfach noch nicht abtransportiert haben, weil wir das einfach erstmal nur ausgeschlachtet und entkernt haben. Vielleicht haben wir sogar eine offene Feuerstelle da drin, ne? Weil wir halt echt noch keine Zeit hatten, das richtig zu bauen und so. Nur wo die Schlafabteile sind, schon richtigen Fußboden eingezogen oder so und dann der Rest noch auf dem ursprünglichen Boden mit Kochstelle und so. Also ich, wenn wir nach Hause kommen, gehe ich sofort zu meiner Schlafstelle hin und lege da meine Sachen ab und so. Genau, ich packe auch erstmal meinen Seesack ab. Lass das Zeug auch, wie es ist. Ich hab ja so eine Pistole, die lege ich da hin. Ich habe den Kavalleriesäbel, den lege ich hin. Und ich gucke erstmal unter meinem Bett, ob die Schnapsflasche noch da ist von Elfie. Dann nehme ich erstmal einen ordentlichen Riss, fange erstmal an zu husten und dann halte ich sie schnell hin. Nee. Du weißt, dass ich nicht trinke. Muss ich vergessen haben. Ja, dann mache ich sie wieder dicht und stecke sie wieder unter mein Bett. Ich gehe zu so einer Plane, die wir da liegen haben, so eine gewachste Plane oder so. Da ist noch geschlagenes Holz drunter. Und dann mache ich erstmal ein heißes Feuer, um wenigstens so ein bisschen die Feuchtigkeit und Kühle zu vertreiben. Ich warte, bis es richtig brennt. Und dann sage ich zu ihm, lohnt sich das? Wir müssen doch jetzt in die Kirche. Ich will nicht in die Kirche. Soll ich dich entschuldigen? Was muss Tantchen davon hält? Tantchen davon hält es mir vollkommen gleich. Okay. Aber ich komm mit. Ich find's auch scheiße. Die gucken mich alle an. Bist halt ein Hübscher. Tja. Das wird sein. Im Gegensatz zu mir. Ich habe auch total das vernarbte Gesicht und so. Ich glaube, vor 20 Jahren wäre ich nicht hässlich gewesen. Aber jetzt bin ich ziemlich übel mit trockenen Narben und Säbelnarben und so ein Zeug traktieren. Ich hole noch aus meinem Seesack die große Flinte raus, die ich natürlich nicht hier lasse. Und dann immer mitnehme und stelle sie an ihren angestammten Platz. Mein Lieber, die nimmst du aber, wollte gerade sagen, aber nicht mit in die Kirche, ne? Nein. Ich habe mein Messer, nehme ich aber nicht ab. Ich habe so ein großes, schweres Messer, was also komplett mit Horn verkleidet ist. Also der Griff ist sozusagen das Ende von so einer Geweihstange. Und die Scheide ist halt auch aus Horn gefertigt und das Ende der Scheide geht in so drei Spitzen halt, ne, drei Enden von einem Hirsch, ne, über, sozusagen. Also wie so ein Geweihstück sieht es halt aus, so ein bisschen. Das lasse ich dran. Ja, okay. Gegen Messer hat man ja nichts in der Kirche, vermute ich. Ja, mein Kavalleriesäbel, der wäre ein bisschen auffällig. Und Pistole lasse ich auch da. Also ich habe diese hohen Militärstiefel an, dann tatsächlich so eine khakifarbene Hose, ich habe diesen Wollmantel an und die britische Uniformjacke, die halt total zerschlissen und farblos und ausgeblichen mittlerweile ist, und ich habe halt so ein Palästinensertuch um den Hals, so gegen den Wind, und habe meine Unteroffiziersmütze auf. Ich habe auch schwere Wollkleidung. Und auch Teile von Uniformjacken sind da sicherlich auch mit bei, aber keine farbenprächtigen, die sind alle schon grau und abgenutzt. Ja, es klopft auch. Ja, ich zuck zusammen. Ich gehe rüber und mach auf. Ja, Elfie steht da, grinst sich an. Er ist halt ein untersetzter, älterer Herr, auch mit so einer roten Nase und das Gesicht total wettergegerbt. Er trägt aber so ein kleines Lämpchen auf dem Arm. Das sieht super süß aus und er pitschert auch die ganze Zeit mit diesem kleinen Lämpchen irgendwie rum und greift dann aber in seine tiefe Manteltasche und klödert dann auch Flaschen raus. Und ich sagt kraul das Lämpchen mal. Ja, das ist super süß. Ja. Wie heißt denn das? Wie das heißt? Ja. Der hat keinen Namen, es wird irgendwann geschlachtet. Ich gebe doch den Tieren keine Namen. Ich finde, bis dahin sollte es Flöckchen heißen.
Okay, Flöckchen. Dann ist das dein Patenonkel, Davy. Ich kann mit Verantwortung nicht umgehen. Ich wollte ihm nur einen Namen geben. Ja, Jungs, ich soll euch abholen. Komm. Ach. Hast du die Buddeln? Ja, ja, er holt die aus der Manteltasche und reicht sie euch. Was kriegst du dafür? Es ist gut sein Willkommensgeschenk. Der Herr dankt es. Los und dann jetzt. Nehme ich mir die Flaschen und trage sie rüber zum Bett und stecke sie unter die Decke. Ja, los jetzt, Jungs. Ja. Bei mir ist es übrigens so. Ich bleibe noch mal kurz weg, tatsächlich. Ja, bei mir ist es übrigens so, dass ich jeder Gedanke an eine kirchliche Andacht oder irgendeine Art von Götzenverehrung löst bei mir Kaltschweiß aus, weil das bei mir halt so ein bisschen PTSD triggert. Deswegen bin ich immer sehr zurückhaltend, was die Kirche angeht, und halte mich ganz hinten in der hinterletzten Ecke auf, im Dunkeln, wenn möglich, und setze mich auch nicht hin, weil ich damit nichts zu tun habe, das zu tun haben will. Aber mir sind die gesellschaftlichen wie sagt man? Zwänge, genau, danke. sehr wohl bewusst, und ich weiß, dass wir ohnehin schon keinen guten Stand haben im Dorf, deswegen füge ich mich daran, versuche das durchzuhalten, durchzustehen. Gut, also, ja, du, also ihr beide geht dann mit Elfie zusammen den Weg zur Kirche, und hier, weil ihr seid mit eurem Haus auch ein bisschen weiter ab vom Schuss. Und ihr seid auch an der Schafherde von Alfie vorbeigekommen. Und da seht ihr auch, dass da die Lämmer geboren wurden. Und ja, er stellt dann das Lämmchen auch wieder zurück. Und ja, er ist ja der einzige Schäfer hier. Er hat auch ein paar Ziegen und ein paar Schafe. Rinder gibt es hier nicht auf Dorcher Isle. Dafür ist die Insel auch zu klein. Und wie gesagt, er ist der einzige hier, der Vieh hält. Aber er plaudert ganz freundlich mit euch, also hält euch auch kurz auf den neuesten Stand, aber er ist da ähnlich getaktet wie ihr, also es juckt ihn alles nicht ganz so hier, er führt halt so sein gemütliches Leben. Ja, er macht irgendwo einen Spruch in die Richtung von der Schwägerin vom Smoothie. Klingt so, die ist halt alleinstehend, ist die einzige alleinstehende Frau hier auf der Insel. Und er ist auch verwitwet. Also, sie ist nicht auch verwitwet, sie hat nie geheiratet. Und ja, er macht da irgendeinen Spruch. Scheint, dass sie wohl im letzten Jahr versucht hat, sich an ihn ranzumachen, was sehr unangenehm war für alle Beteiligten. Ich reiß da auch so meine Wittchen, so wie die drauf ist, steht auf dem Grabstein ungeöffnet zurück. Ich habe da so ein paar derbere Zoten drauf. Er lacht und hustet darüber. Und Shay schleicht ihn hinterher, oder? Du bist dann eher der hinten ran. Nö. Ist nicht so meins. Konversation und Lachen über Dinge. Ja, als ihr dann aber auf die Kirche zukommt, seid ihr natürlich die Letzten. Mhm. Und ja, aber Pastor Knox sagt nichts, sondern ja, lächelt und geht mit den Rants nach euch quasi rein. Was ihr aber bemerkt, ist im Laufe jetzt der Predigt, ja, es ist so, das ganze Dorf, bis auf Geldys Vater, also euer Ziehvater, ist hier. Die anderen Fischer sind nämlich zurückgekehrt, um dabei sein zu dürfen. Die Familie Rand sitzt da fröhlich mit den anderen Fischern irgendwie zusammen. Ihr beide drückt euch dann hinten in der Kirche rum. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich stehe auf jeden Fall ganz hinten in der Ecke. Im Dunkeln. Aber hat die Kirche einen Holzboden oder einen Steinboden? Einen Holzboden. Dann machen meine Stiefel bei jeder Bewegung, ich vertrete mir ab und zu mal die Beine, und bei jeder Bewegung macht es einmal laut Pock. Ja, der... Ich stehe daneben. Ja. Ja, deswegen, die Predigt geht dann auch los, und Pastor Knox zitiert natürlich einen ganzen Haufen Bibelverse, die der Smoothie alle nachsprechen kann, nachspricht lautlos.
Aber er begrüßt euch auch sehr freundlich und freut sich, dass ihr wohlbehalten zurückgekehrt seid. Er hat euch natürlich in den letzten anderthalb Jahren permanent in seine Gebete eingeschlossen. Es wurde auch jeden Sonntag für euch gebetet und an euch gedacht. Ja, und dass ihr erfolgreich wiedergekehrt seid, ist natürlich dann dem Wirken Gottes zuzuschreiben, der sowieso schützend seine Hand gehalten hat über Dorcha Isle. Und er nutzt die Zeit immer so ein bisschen, um euch auch tatsächlich auch auf Stand zu bringen. Also hier erfahrt ihr, wer geboren wurde, wenn jemand verstorben ist. Er fasst es so ein bisschen für euch zusammen, beschwört auch jedes Mal die Dorfgemeinschaft wieder hervor oder quasi so ein bisschen herbei, dass ihr alle zusammengehalten haben. Und malt es in den blumigsten und schönsten Farben aus, wie tapfer sich alle gehalten haben und ja, wie eng doch wieder alle zusammengerückt sind. Ja, Gaelis, was dir auffällt, denn das ist auch was, was er dann nämlich erwähnt. Ich weiß nicht, ob du das sonst so wahrgenommen hast. Du siehst den jungen Wirt, das heißt jung, er ist halt auch euer Alter, der Kerr Cohen, der ist 35. Und er hat eine junge Frau neben sich sitzen, die stellt der Priester nämlich euch vor, das ist Glenna, das ist seine Ehefrau. Er hat letztes Jahr im Sommer geheiratet und das war ein wunderschönes Fest hier und er beschwört auch da wieder tolle Bilder in eure, quasi in eure, sorry, wie fehlt das Wort? Also er beschwört schöne Bilder herauf, wie hier das ganze Dorf geschmückt war und wie schön das war und wie wunderschön die Braut ausgesehen hat, die ganz rot wird. Und es ist tatsächlich ein ganz entzückendes, junges Ding, die von irgendeiner der Nachbarinseln stammt. Und wenn ihr euch so zurückerinnert, kennt ihr die Insel auch. Und wisst aber nicht so ganz, wer da alles drauf wohnt. Ja, und geil ist, wenn du so in die Richtung guckst, du siehst auch, wie Care, der sitzt da ziemlich stocksteif und einen kurzen Augenblick scheint er ein bisschen Panik zu bekommen, als darüber gesprochen wird. Also er guckt irgendwie ganz angestrengt nach vorne. Also er meidet auch meinen Blick. Ja, komplett. Weil ich nämlich eigentlich, er soll meinen Blick auf sich spüren. Ich gucke da echt ein bisschen fies in die Richtung. Und ja. Ja, es bereitet mir ein bisschen Genugtuung, dass ihm das unangenehm ist. Ja. Wie gesagt, er guckt weder dich an, noch dreht er sich um zu den Smiles-Brüdern, die ganz hinten stehen. Aber Shay, die sich immer wieder zu euch umdrehen, das sind Vika und Fiona, die beiden Fischerstöchter. Einmal von den McConnellys und einmal von den Fletchers. Ja, die habt ihr das letzte Mal, als ihr die beiden gesehen habt, waren sie natürlich anderthalb, zwei Jahre jünger so. Und also Vika ist ein ganz, ganz hübsches, ist eine ganz hübsche junge Frau geworden, aber auch Fiona mit ihren 15. Ja, und die guckt ständig und die beiden gucken in eure Richtung und die tuscheln und kichern. Fangen sich auch einen mahnenden Blick einmal vom Pastor ein, als sie nämlich ein bisschen zu laut kurz aufgackern. Ja, und die gucken in eure Richtung. Und das sind die einzigen hier, die ganz offenkundig zu euch schauen, während alle anderen eher verstohlen immer mal wieder einen Blick, einen Blick werfen. Ich gucke sofort auf den Boden, sobald ich das bemerke. Wirklich, das ist so, bloß nicht. Also sofort keinen Blickkontakt und bloß nicht hinsehen. Ganz. Ich bin auch ein bisschen unangenehm berührt, weil ich mir denke, die sind jünger als halb so alt wie ich. Und denke mir so, was die wohl, ob die immer noch lachen würden, wenn ich wüsste, was ich mit diesen Händen alles angestellt habe. Die, so vergeht auch die Predigt. Und wie gesagt, er hält euch da auf Stand und kann nicht aufhören, die Bibel zu zitieren,
was, wie gesagt, ihn mit Freude erfüllt. Er redet von den Plänen, ja? Ich würde irgendwann mal, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt ist mal genug, dann würde ich nach vorne gehen, zur Kanzel. Ja, schweigt auch sofort, als du aufstehst. Alle schweigen. So. Ja, ich gehe dann nach vorne. Jetzt wird's interessant. Und guck dann halt mal so in die Runde. Und ich möchte mich bedanken für dieses herzliche Willkommen heißen. Ich möchte dem jungen Brautpaar herzlichste Glückwünsche aussprechen. Und ich gucke ihn dabei auch direkt an. Ja, wie gesagt, er wirkte vorher schon panisch und jetzt siehst du tatsächlich echte Angst kurz aufflackern, so, aber dann hält er deinem Blick auch stand. Und dann würde ich so ein bisschen auf diese Sachen, die er erzählt hat, der Nox, würde ich so ein bisschen eingehen und da nochmal, wie gesagt, dann Glückwünsche aussprechen und nochmal irgendwie auch den Zusammenhalt loben. Und dann würde ich tatsächlich das Ganze hier so ein bisschen beenden, indem ich sage, so, ich freue mich darauf, euch alle bei unserem Festmahl zu sehen. Ja, danke. Dann würde ich gehen. Danke. Ja, er ruft ihn an. Danke, Galis. Dann sehen wir uns heute Abend in der Taverne im Pub, wenn Ian für uns ein köstliches Mahl zubereitet. Ian guckt ganz verzweifelt, weil er auf seinem Zettel genau weiß, dass es eigentlich noch 10 Minuten weitergegangen wäre und nicht richtig versteht, wie das jetzt enden kann. Das reicht. Ich dränge schon so ein bisschen an Davy rum, so von wegen hinterher. Ich schnapp mir halt auch meine Mutter, ne, süß so ein bisschen hoch und verlasse dann als erste wird meiner Mutter dann die Kirche. Ja, sie wirft den Leuten hier und da ein paar entschuldigende Blicke irgendwie zu, so, aber lächelt dann. Ich sag auch nur bis gleich, wir sehen uns dann später. Wiedersehen. Ja, ich gebe dann Chase drängen nach und versuche auch so schnell wie möglich rauszukommen. Immer dem Captain hinterher. Komm los. Warum? Ja, dann können wir hier raus. Ja, so groß ist die Kirche dann auch wieder nicht, oder? Nee, aber ja, ihr seid dann die quasi die Nächsten, die dann die Kirche verlassen. Ich atme sichtbar auf. So. Ja, ich auch. Ich habe ein bisschen Kaltschweiß auf der Stirn stehen, aber ich habe mich nicht gerührt. Und ich habe auch keinen Lauf von mir gegeben. Mir ist der Schweiß nicht kalt. Ja, aber du siehst, ich sehe tatsächlich ungewöhnlich blass aus. Okay. Obwohl wir ja eigentlich wettergegerbt sind, so, ne? Geht's dir nicht gut? Das klingt so ein bisschen fast vorwurfsvoll. Also. Nein, alles gut. Alles gut, kommen wir gehen nach Hause. Gut. Okay. Ich gehe dann noch schnellen Schrittes. Und würdige auch niemanden hier aus der Dorfbevölkerung noch eines Blickes. Okay. Davy, du weißt, dass ich nicht so schnell laufen kann. Und ich ziehe das Bein ja nach. Besonders stark. Ja, dann drehe ich mich um und warte genervt auf ihn. An Davy. Sorry. Ganz genau. Dann schlurfe ich an dir vorbei. Setz Mutter mit einem Kuss auf die Stirn bei sich zu Hause ab und würde dann den Weg zu den Smiles-Brüdern einschlagen. Okay. Ja. Ich würde sagen, wenn wir zu Hause ankommen, machen wir, oder dann sage ich zu Shay so, wir sollten uns überlegen, was wir als nächstes angehen hier. Ich möchte jagen gehen. Das heißt, du bist beim Essen nicht da? Deine Freundin Ian wird dir das niemals verzeihen. Ja, das fürchte ich auch. Todtraurig wird sie sein. Ich weiß noch nicht. Ich kann allen sagen, du fühlst dich nicht wohl. Ja, und jeder wird wissen, dass das nicht so ist. Siehst du, und wenn sie es ohnehin wissen, wen interessiert es dann?
Also, wir haben doch unseren Ruf weg, dann können wir dem genauso gut auch gerecht werden. Geld, das kommt. Seid ihr drin oder steht ihr bei euch vor der Haustür? Drin, ne? Bestimmt. Wenn schon, dann wenigstens genau. In der Hütte. Aber erstmal, Ian, würdest du dann, du bleibst, denke ich mal, einfach da, oder? Also die Leute gehen nicht alle auseinander. Also die sind eigentlich dabei, jetzt bei der Kirche und ist der hier unser, weil ich ja auch, nachdem ich diese ganzen Geschichten gehört habe, würde ich jetzt irgendwie, wenn jemand gestorben ist und ich kenne die Tochter, den Sohn, würde ich natürlich hingehen und herzliches Beileid wünschen und die 114. Person heute drücken, obwohl es nur 30 Einwohner gibt. Das ist etwas. Und fällt einem dann noch, hat Mr. Ehemann wieder seine fröhliche Rolle eingenommen oder ist er noch, wirkt er noch abwesend? Meinst du den Wirt? Ja. Nee, er scheint, als Geldes die Kirche verlassen hat, danach scheint er sich merklich zu entspannen. Ja, und du kannst dann auch das junge Ehepaar begrüßen. Und du merkst, dass die seine Frau, es ist wirklich eine aus den umliegenden Fischerinseln. Ja, das ist ein ganz nettes Mädchen. Haben die eigentlich alle jeweils eine Kirche oder kommen die auch über die Inseln gefahren für sowas? Teils. Also okay. Hier, ihr seid hier schon sehr, sehr unter euch, weil die Inseln sonst weiter weg sind. Dadurch, dass der Wirt auch öfter andere Dinge woanders einkaufen geht und jetzt nicht von Alfies Schnapsbrennerei irgendwie lebt, gehört er mit zu denjenigen, die ein bisschen mehr bei den anderen Inseln unterwegs sind. Da hat er wohl das Mädchen aufgegabelt und mitgenommen. Deswegen. Ja, aber du kannst dich da mit allen austauschen. Die Kinder spielen. Ich habe ja auch nicht so viel Zeit. Ich meine, man muss das ganze Dorf gleich kochen. Ja, aber das wird traditionell ja dann auch in der Taverne da ausgerichtet, in einem Pub. Und da könnt ihr dann sonst euch zusammenschließen und dann gemeinsam euch drum kümmern. Deine Frau übrigens, die macht da gar nichts. Also die macht da keinen Finger krumm. Aber dafür hat Care, also der Wirt, hat ja jetzt eine eigene Frau. Und ja, die geht dir da ganz gut zur Hand und ihr bereitet das davor und auch die anderen helfen, die anderen Fischersfrauen. Da werden die Tische lang aufgestellt, dass es so ein großes Festmahl geben kann und so. Und damit seid ihr dann auch beschäftigt den restlichen Tag. Okay. Ja. Gut, ihr drei dann. Also Geldes, du stehst dann vor dem Haus der Smiles. Ja, und ich klopfe dann da an. Ja, ihr werdet in eurem Gespräch unterbrochen durch ein Klopfen. Ja, ich sag dann, dass es bestimmt Geld ist. Ja, ich sag dann, komm rein. Ja, dann trete ich ein. Es ist schön muckelig warm. Ja, ich guck mich um, während ich dann eintrete. Und was habt ihr vor in der Zeit, in der wir hier sind? Wir sind uns noch nicht so richtig einig. Shay will jagen gehen. Ach so, ich dachte gerade eher mit eurem Haus. Ja, ich auch. Okay. Ich finde, wir sollten noch ein oder zwei Mauern hochziehen. Ein paar Zimmer abtrennen. Ein Fußboden, vielleicht. Ich möchte hier nicht mehr auf der Asche rumlatschen müssen. Ja. Macht man erst den Boden und dann die Wände oder andersrum? Weiß ich noch nicht. Vielleicht sollten wir erst die Wände versuchen. Dann müssen wir vielleicht nicht den ganzen Boden auf einmal machen. Boden machen ist übel. Ach, du meinst die Wände innen? Hier. Da würde ich den Boden zuerst machen. Ja, weißt du es ja doch. Das klingt nur logisch. Du hast da bestimmt einen untrüglichen Riecher. Ich verlasse mich auf dich. Wir machen den Boden zuerst. Dafür bist du der Handwerker. Ich schnapp mir meine Flinte und fange an, die zu putzen. Ich schnapp mir die Flasche und mach sie auf. Geht es? Ja, ich nehme dann die Flasche entgegen und nehme einen Schluck. Ja. Und reich sie dir dann wieder. Hat Elfi gerade vorbeigebracht. Das schmecke ich, dass der von Elfi ist. Ich entlade die Waffe.
Das ist, glaube ich, so eine awkward silence. So. Und ich fange dann irgendwann an, sozusagen so: Elfie, ihr hatte ein niedliches Lamm dabei. Ich hab's Flöckchen getauft. Kannst du verstehen, dass der seinen Schafen keinen Namen gibt? Er meint, es lohnt nicht, weil sie eh geschlachtet werden. Das Ding war so niedlich, das braucht einen Namen. Ja, dann heißt der Braten auch Flöckchenbraten, oder wie? Ist ja egal. Es klopft an der Tür. Jetzt zucke ich zusammen. Alle Leute, die ich kenne, sind hier. Ich hatte gerade die Waffe beim Reinigen hier hin und her und man guckt so und ich hatte gerade so das Gewehr so, ne, genau auf den Hinterkopf meines Bruders ausgerichtet. Also hat so ein bisschen verharrt und das dann nimmst dann wieder und machst weiter sauber. Ne? Also man muss mal gucken, steht das mit Kim und Korn noch? Einfach so als Randbemerkung einfach. Ja. Ja, dann vielleicht drehe ich mich in dem Moment in Richtung Tür um, sehe das. Ja, genau, und ich lasse die gerade sinken, nicht hektisch, ne? Einfach nur ganz normal, wenn es einfach, ne, ist halt Routine beim Putzen so, ne? Guck mal. Dann drehe ich mich um, so, gucke ihn nur an und drehe mich dann einfach wortlos beiseite, als wäre nichts gewesen, so, und gehe einfach. Wir haben da bestimmt ein Fenster, ne? Ich guck mal raus, wer da vor der Tür steht. Ja, du siehst Fiona vor der Tür stehen. Die hat so einen Korb in der Hand. Das ist die Dings, ne? Die 15-jährige Fischerstochter. Ach, hey, sag ich. So, und geh dann zur Tür und mach die Tür auf. Ja, sie steht davor. Sie hat sich irgendwie die Haare geflochten, hat da auch ein paar Blümchen reingesteckt. Sie trägt so den Korb. Und lächelt dich an und sagt: Hi, darf ich reinkommen? Meine Mutter schickt mich. Ja. Also ich mache dann einen Schritt beiseite und gestikuliere ins Haus. Ja, sie kommt dann rein und wirkt sehr schüchtern, als sie sieht, wer alles dann da ist. Und macht dann aber den hier, macht sich ein bisschen größer kommt dann auch auf den Tisch zu, an dem Gaydis sitzt und Shay, und räuspert sich dann. Also sie kriegt richtig rote Wangen und sagt dann so: meine Mutter schickt mich, sie hat gesagt, ihr habt bestimmt nichts hier. Und sie stellt so den Korb hin und packt aus und da ist wirklich Brot drin, Milch. Und sie hat gesagt, ich kann euch auch hier helfen, wenn ihr so sauber machen müsst und so. Sie macht einmal so den Finger und es ist halt echt dreckig, ne? Anderthalb Jahre hier war jemand. Ich kann euch helfen. Sie sagt, ich kann, soll euch helfen. Soll ich euch helfen? Ja, und sie lächelt so ein bisschen schüchtern. Wir brauchen saubere Wäsche. Ihre Mutter, wenn man, wäre das normal, dass die sowas täte? Also, weil eigentlich mag uns niemand hier. Nur mit dem Hintergedanken. Fragst du mich das jetzt? Ja, also ob das vom ersten Eindruck, vom Gefühl her, ob das nicht total widersinnig klingt. Weil wir mit der Frau sonst halt nichts am Hut haben. Ja, kannst du nicht einschätzen. Nee, kommt dir komisch vor. Also ich denke mir, ja. Nee, sie sagt dann so: Die Wäsche, und sie guckt dich dann an. Ja, soll ich eure Wäsche waschen? Ja, und sie guckt zwischen euch hin und her. Ich greif so meine Jacke und sie sieht so zu mir ran. Hör mal, Fiona, das ist echt, echt nett von deiner Mutter und von dir auch. Weißt du, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen unser Haus weiter ausbauen. Und es macht überhaupt keinen Sinn, hier in der Zwischenzeit sauber zu machen, weil das Haus dann viel, viel dreckiger wird. Du hättest gerade rübergewischt und da wäre die Staubschicht schon doppelt so hoch. Aber wir bedanken uns natürlich für den Korb. Eine sehr nette Geste. Na klar, ihr braucht ja auch was zu essen hier. Ja, sie strahlt wieder. Ist sehr liebenswürdig. Und dann gucke ich Gaylis an. Und um unsere Wäsche brauchst du dich bestimmt nicht kümmern. Wer soll es denn sonst tun? Unsere Mutter? Das kriegen wir schnell irgendwie hin. Das ist nicht unsere Mutter, kommt so ganz leise aus der Ecke. Fiona guckt auch so einen Blick in die Richtung. Ja, ich stehe dann auf, ich gehe zu ihr, fasse sie dann so an der Schulter. Ja, sie kichert ein bisschen.
und schieb sie dann langsam in Richtung Tür. Oh mein Gott, sag ich dazu nur. Ich sag dann, Fiona, meine Liebe, richte deiner Mutter unseren Dank aus. Mhm, mach ich. Und ich will sagen, dir noch ein schönes Leben, aber und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, aber als du hast sie ja so, ne? Hm? Und als du sie so rausbuxierst und sie dann vor die Tür schiebst, packt sie dich aber so ein bisschen am Hemd und zieht dich so an sich ran und sagt so, wir müssen hier halt ein bisschen zusammenhalten. Und dann geht sie dann wieder so ein bisschen von dir weg. Deswegen, wenn ihr Hilfe braucht, ich bin da. Okay. Bemerkt, sage ich. Ja, und sie ruft dann noch so, tschüss, Shay. Tschüss, Fiona, rufe ich raus. Ja. Ich sag gar nichts. Ja, ich mach dann die Tür hinter ihr zu. Geh dann aber ohne einen weiteren Kommentar zu dem Korb und pflück den auseinander, guck, was da alles drin ist. Ja, Brot und Käse, Milch. Einfach mal so eine Grundausstattung, weil ihr ja hier gar nichts habt. Ich brech so ein Stück Käse ab und werf sie Shay zu. Und ein Stück für Gaelis. War doch nett. Ist okay. Ich kann's nicht fassen, ey. Die Mutter, Moment, ich hab's gleich. Welche war das? Kendra. Fiona. Nee, gar nicht, genau. Dora. Die Mutter ist jünger als ich. Als wir. Und wir sind die einzigen Unverheirateten in heiratsfähigem Alter im Dorf. Ich fürchte, sie sieht die Felle davon schwimmen. Und jetzt? Ja, keine Ahnung. Lass dir schmecken. Fakt ist, wenn sie nochmal herkommt, dann werde ich wahrscheinlich der Mutter mal erzählen, wem sie versucht, ihre Tochter anzudrehen. Ich sehe so ein bisschen beruhigt aus, tatsächlich. Ich werde dich empfehlen. Sind, wenn's die, hm? Ich werde dich empfehlen. Jetzt sehe ich wieder nicht mehr beruhigt aus. Allein um den Seelenwillen ihrer Tochter. Hm. Aber ich trotzdem, also es ist diese Beruhigung, also es war anscheinend dann deiner Meinung nach die Mutter, die das Mädchen hergeschickt hat, das beruhigt mich eher. Okay. Davy. Mhm. Ich weiß nicht, das mit der Taverne heute da, ich kann da nicht hingehen. Aber andererseits muss ich eigentlich, aber ich kann dich. Wie ist der Wirt noch? Care Cohen. Das mit Care, das geht doch nicht. Ich meine, das war sein Vater, der damals den es erwischt hat und alle denken, dass ich es war. Gaelis, du weißt, dass Care seinen Vater gehasst hat. Das war eine dieser besonderen Nächte, die ihr miteinander verbracht habt, wo ihr euch gegenseitig erzählt habt, wen ihr alles hier hasst. Und bei ihm stand sein Vater ganz oben auf der Liste. Mach dir darüber mal keine Gedanken, Shay. Er ist froh, dass sein Vater nicht mehr da ist. Sein Vater war ein netter Kerl. Wahrscheinlich wird er jede Gelegenheit nutzen, um Shay anzukreiden, um von sich selbst abzulenken. Die Leute werden sich den Mund zerreißen, wenn ich da einfach hingehe. Das tun sie doch eh, Shay. Im Zweifelsfall gibt es eine Schlägerei und wir gehen wieder nach Hause. Ich weiß noch nicht genau und ich putze weiter an dem Lauf meiner Waffe rum. Also ich bin da, glaube ich, mittlerweile auch in der Schiffsbesatzung dafür bekannt, dass ich halt ziemlich konfrontationslustig bin, was so solche so ein Aufeinandertreffen angeht. Also ich bin niemand, der für irgendwas zurückschreckt, sondern ich gehe da eher
proaktiv auf solche Leute zu, um die von vornherein einzuschüchtern, damit es gar nicht erst so weit kommt. Gib mir nochmal was vom Brot. Ich schieb die Schnapsflasche rüber. Das Brot, Mann. Ich reiß was vom Brot ab und werf's ihm rüber. Du weißt, dass ich nicht trinke, sag ich mir zu mir selber so. Brot und Käse. Und dann, ich lege mich so auf meine Sachen drauf, Hände in den Kopf verschränkt und starr die Decke an. Weil die echt, die Mutter hatte nichts damit zu tun, dass die Kleine auf eigene Faust gekommen ist. Ich meine, nach dem Gekicher in der Kirche. Keine Ahnung. Ja, schon ein bisschen schräg. Also auch aus ihrer Sicht. Oder nicht? Ja. Die Menschen hier kannst du alle vergessen. So viel Auswahl gibt es hier nicht. Ja. Aber warum verdünnen die denn, Entschuldigung, warum verdünnen die denn ihr Blut und holen sich nicht irgendwas aus einem anderen Dorf? Irgendwann wird es gefährlich. Hey, Davy, wir sind ja nicht von hier. So richtig. Nicht, dass das besser macht. Also Ian, du erlebst eine fröhliche Dorfgemeinschaft im Pub. Auch der Wirt ist jetzt wieder der Alte. Also entspannt, ist eigentlich ein ganz kommunikativer, fröhlicher Kerl. Also seine junge Frau hat sich hier gut eingefunden, auch mit den anderen Fischersfrauen. Deine Frau, die halt wie gesagt natürlich auch immer dabei ist, aber keinen Finger krumm macht in irgendeine Richtung. Sollte auch nicht. Nee, die gibt ihr Tipps. Auch mal mit seinem Ehemann, so wie man seinen Ehemann glücklich macht. Da wird dann also auch ein bisschen gekichert. Ja, und das ist aber wirklich ganz, ganz fröhliche Stimmung. Du bist so glücklich, wieder zu Hause zu sein. Deine Töchter weichen dir nicht von der Seite. Sie helfen, sie umarmen dich immer wieder. Dein Ian Junior ist ein super süßes, fröhliches Kleinkind, der da rumtollt. Ja. May kommt einmal kurz vorbei, verbreitet aber nur schlechte Stimmung, warum sie dann auch wieder noch wieder schneller geht, nachdem man ihr keine wirkliche Aufgabe geben wollte, weil sie halt nur miesepetrig ist. Mhm. Aber so bist du bis zum Abend eigentlich ganz gut beschäftigt und du merkst halt auch generell, dass es so die Abwesenheit von den Smiles und von Gades ist halt sehr markant, aber irgendwie stört dich das nicht so richtig. Es ist wirklich die feiern, dass ihr wieder da seid. Mhm. Und irgendwie drei Viertel von denen sind aber gerade gar nicht so da. Deswegen ist so die Frage an euch drei, wann würdet ihr denn dazu stoßen? Weil es ist halt ein fließender Übergang für ihn. Oder möchtest du irgendwas ihr noch tun? Sonst? Nö, ich würde gleich halt gerne einmal die Rollenspielsitzung mit einem Würfelwurf eröffnen. Ja, das ist gut. Ein stattliches Mahl, möchte ich ja kochen. Aber sonst könnt ihr erstmal gucken, ob sie später kommen oder nicht. Genau, wie wäre das denn mit euch dreien? Wann würdet ihr euch dazu gesellen? Erst nachdem ihr ordentlich gebechert habt? Oder? Nee, wir wollen ja nicht unbedingt die Eskalation irgendwie beschwören. Vorantreiben. Also nicht früher als unbedingt notwendig, oder? Genau, wenn das Essen quasi mehr oder weniger auf dem Tisch steht, damit man einen vollen Mund hat. Mhm. Das ist ein guter Hinweis. Gut. Mehr Essen, weniger reden. Gut, Smutje. Dann, wie gesagt, es geht halt bei dir da auch ineinander über, also vom fröhlichen Tischrücken über, du stehst in der Küche, du schnackst, du fängst an zu kochen, die Frauen helfen dir, die anderen Fischer, die scharwenzeln halt auch immer so ein bisschen um dich herum, weil wie gesagt, du bist halt für die der Mann von Welt, ne? Und, das verstehe ich aber nicht tatsächlich. Nee, alles Freunde. Genau, du sonst dich ein bisschen in ihrer Anerkennung und in ihrer Wertschätzung, dass du wieder da bist. Und so fängst du dann an zu kochen. Und du kannst dich jetzt entscheiden. Also, dann würfel mal bitte 2W6 und ergänze Kraft. Dein Attribut dazu.
Ja, so tief die schwere Seeglück geht weiter. Ich habe eine 12 gewürfelt, bin also bei einer 14. Und du dürfte damit wählen. Und das wird wie immer also enthemmt ja nicht, also enthemmt ein fröhlicher, redseliger Abend. Das schmeckt allen. Und ich bin ja nun mal so, dass das ist so ein Essen, wo steht natürlich so viel auf dem Tisch, aber ich bringe auch jedem immer noch was. Und deswegen ist es auch Zeit, gleich mal so ein bisschen in die Bande reinzugehen. Wenn sie denn dann da sind, bin ich mir ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, und ich wandle das eine jetzt ein bisschen ab, dass Davy, ich glaube, dein Bauch wird heute Abend so blubbern. Du weißt, also wirklich, du hast so Magen, also es wird alles irgendwie, du weißt auch nicht, was los ist während des Essens. Du fühlst dich echt. Also es ist nicht schlimm, ne? Aber du denkst, oh, jeden Moment geht's los und das hast du den ganzen Abend, dieses Gefühl. Okay. Das ist einfach nur die Umgewöhnung vom Schiffszwieback auf das deftige Zeug. Ist auch komisch, dass irgendwie dir das ständig passiert, ne? Ja. Irgendeine Allergie, ich weiß es nicht, Ein bisschen eine Eine Leserallergie. Allergie gegen ihns Fraß. Genau. Den einzigen Fraß in deines Lebens. Also ich habe mich dann aus irgendwelchen Gründen entschieden, mitzukommen, aber ich möchte gerne so unauffällig wie möglich sein und ich entscheide mich dazu, meine Sünde zu verbergen und würfel dementsprechend plus Haltung. Was würfelst du? Habe ich nicht verstanden. Plus Haltung. Ah. Oh. Nee. Misserfolg. Meine Sünde wird offenbar und andere scheuen sich nicht, dich zu verurteilen. Okay, pass auf. Ich bin ja da. Ich habe eine 4. Was sollen wir noch machen? Wie stellst du dir das denn vor? Also die Szene ist jetzt folgende. Ihr drei seid, also ihr habt ein bisschen was getrunken, aber nicht zu viel also Shay ja sowieso nicht, aber ihr zwei habt ein bisschen was getrunken und habt euch dann in Stimmung gebracht, um dort dazu zu stoßen. Und die Taverne, die übrigens, Moment, ich habe mir das auch aufgeschrieben, die Black Rock Castle Ta Taverne, die ist eins der größeren Gebäude hier, weil er natürlich da mit seiner Frau auch wohnt. Die haben sogar zwei Gästezimmer, die nie benutzt werden. Aber es gibt einen großen Schankraum unten. Da haben die anderen dann im Laufe des Tages die Tische zusammengeschoben. Sie haben es auch ein bisschen geschmückt mit den Frühlingsblumen, die es hier gibt. Und ja, als ihr reinkommt, wird gerade das Essen aufgetragen. Und es haben sich alle versammelt. Bis auf der Fischer, der euch großgezogen hat, der ist noch nicht da. Ja, und so könnt ihr euch dann da an den Tisch setzen. Und die Stimmung ist wirklich fröhlich. Also alle sind redselig, alle reden. Und das ist jetzt genau die Frage. Also Davy geht's nicht so gut, aber wie stellst du dir das vor, Shay? Was passiert? Ich würde schon beim Reingehen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich verhalte mich so normal wie möglich, was schwierig ist, und versuche mir einfach nichts anmerken zu lassen und leise und unauffällig da rein, trotzdem, und was weiß ich. Und ich durch mein nachziehendes Bein stolper ich aber schon relativ am Anfang und versuche mich festzuhalten und ich lange voll an diese Glocke, die man läutet, wenn man eine Runde ausgibt. Und mache so richtig so da-dong! Und stehe da halt wie vom Blitz getroffen und alle gucken mich an. Ja, aber weil sie Und alle das. eigentlich gut gelaunt sind, wollen sie erstmal, dass du eine Runde ausgibst. Ich glaube, ich erkenne die Situation relativ schnell und fange an zu klatschen. Das ist mein Bruder! Ja gut, aber das ist nicht das, was passieren sollte. Also den Ach so. Spielzug nachzuholen ist nicht. Das heißt ja nicht, dass es Ich funktioniert. würde mir halt vorstellen, dass die Leute halt alle halt erkennen, dass ich es bin und wie kann ich dann hier überhaupt herkommen, sozusagen, wo es jeder weiß, den Vater des Wirts erschossen habe. Als sie dann sehen, dass du derjenige bist, der die Runde ausgeben Genau. will und Vielleicht stand Davy vor mir. Das wäre richtig genau. gut. Wenn Davy, dann dachten sie, es wäre Davy gewesen. Das wäre noch okay. Und dann als du dann sagst, so, das ist mein Bruder, Ja, dann so genau so. Dann so. genau so, ja Grabeskälte. ja,
Und dann hörst du auch, wie Glenna, die Frau vom Wirt, sie ist nämlich diejenige, die dann sagt, ach, er? Und dann der Wirt dann halt auch so einen Blick so in ihre Richtung und so ein bisschen wütend aussieht. Und ja, die Leute dann jetzt irgendwie tuscheln. Ich gehe dazwischen und rufe, der Braten ist fertig! Und lenke die Aufmerksamkeit auf mich. Ich weiß ja, dass er mir Gefallen dreifach zurückzahlen muss. Nein, das weiß ich nicht. Ich mache das aus Gutmütigkeit. Aber und laufe etwas laut stapfend durch den Raum und lenke die Leute ab von dieser Situation, indem ich allen frisches Fleisch auf den Tisch haue oder Fisch, was auch immer. Aber ja, es muss gegessen werden, solange es heiß ist. Ja, und alle gucken halt in Shay und Davies Richtung. Und da Galeas ja auch mit reingekommen ist, was machst du in der Situation? Alle starren in eure Richtung. Also ist es mit dem Essen, ne? Wer finanziert denn das normalerweise? Ist das so eine Gemeindegeschichte? Ja. Dann würd ich halt sagen, ne? Das Essen geht auf uns. Ja, hört, ein paar Klopfen, aber die Stimmung ist merklich. Shay hat es geschafft, deine Stimmung zu ruinieren. Ich würd, glaube ich, auch demonstrativ nochmal an der Glocke läuten. Ich stehe da jedenfalls und ich traue mich nicht weiterzugehen. Und sag dann zum Wirt Care, heißt er, ne? Care, die Runde geht auf mich. Ja, er nickt dann und steht dann auf und geht zum Tresen. Fiona steht auf und mit ihren 15 Jahren wirft sie wirklich so einen strafenden Blick so zum Tisch und geht auf dich zu, Shay. Und sie fasst aber in deinen Ellbogen und zieht dich mit zum Tisch. Gehst du mit oder weichst du zurück? Das wäre so. Ich bin total verdattert und bin in so einer. Ja, ich würde tatsächlich, weil ich gerade nicht weiß, was ich mache, gehe ich mit ihr hinterher. Also gehe ich mit ihr. Ja. Ja, und sie. Aber total so, ne? Also. Sie setzt sich dann, oder sie scheucht irgendjemanden weg, der neben ihr saß und setzt sich dann dahin. Das war ihr Bruder, der da saß und sie sagt. Und sie hat so die Hand dann auf deinem Knie unter dem Tisch, als sie neben dir sitzt und dann so ein bisschen die anderen strafend anguckt. Jetzt merkst du auf jeden Fall, dass alle nicht mehr ganz betont nicht mehr in eure Richtung gucken und die Aufmerksamkeit dann Richtung Davy geht, der ja gesagt hat, die Runde geht auf ihn. Ja, und Kerlen ausschenkt. Setzt ihr euch Mutter dann? Schon da? Ja. Dann setze ich mich zu ihr. Ja, sie sagt dann, der arme Shay. Als du dich setzt. Und siehst du die Einzige, die da so hinguckt und sagt so, ich glaube, das Mädchen würde ihm ganz gut tun. Ich gehe zu Elfie. Ja, der sitzt ein bisschen abseits auf so einem Sessel, hat da so einen Teller auch und pafft eine Pfeife und grinst dich an und du kannst dich dazu setzen. Ich setze mich daneben und fange halt auch an zu futtern. Ja, Shay. Ja. Ich würde noch mal ganz kurz seine Situation wird gleich nur noch schlimmer, aber ich würde kurz zu ihm gehen von hinten, mich so über eine Hand auf die Schulter, mich so um ihn rumdrehen kurz. Shay, weiß, dass dir solche Situationen nicht liegen. Und ich weiß, dass du morgen bestimmt auf die Jagd gehen wirst, aber du hast Glück. Ich kann dich einige Stunden begleiten, das mache ich. Und streiche deine Schulter kurz und geh wieder weg. Das wäre ganz toll, ihn. Sag ich echt so, boah. Und an den habe ich denke so, oh Gott, ich werde stundenlang nichts schießen. Wird Zeit für den nächsten Jagdunfall. Ich war's nicht. Das weiß hoffe ich, dass es mein Bruder das so denkt. Und dann wird mir erst so bewusst, dass da diese Hand auf meinem Knie liegt und ich gucke zur Seite so ganz langsam. Ja, sie unterhält sich mit jemandem, der neben ihr sitzt und die Hand wandert weiter den Oberschenkel hoch. Ich packe die Hand.
Ja, sie zuckt dann auch kurz zusammen und wendet sich dann dir zu. Leg sie auf ihr Bein und nimm eine wieder weg. Also zwar wie, als wenn es giftig wäre. Das war nett von dir. Vorhin. Eben. Du solltest nicht nett zu mir sein. Aber das stimmt doch nicht, was die Leute über dich sagen, Shay, oder? Na, das ist vollkommen gleich. Du solltest wirklich nicht nett zu mir sein. Die meisten Menschen, die nett zu mir sind, denen geht's hier nicht gut. Ja, ihr Blick wandert so zu Daisy. Und ich mache mich so, ist was steht schon, nee, doch, er hat schon was zu essen, ist es schon aufgedeckt, ja? Mhm. Und dann mache ich mich tatsächlich so gebeugt über dem Teller ans Essen ran, möglichst unattraktiv. Das schaffe ich ziemlich leicht. So, und für mich ist das Thema damit erledigt. So, mal gucken, aber. Mhm. So, und ich, es ist wirklich so ein. Also ich bin froh, dass ich mich dem Essen zuwenden kann, weil die Situation für mich total schwierig ist. Mhm. Also, wenn auch vielleicht nicht auf der Ebene für andere oder so. Okay. Was möchtet ihr im Laufe des Abends? Irgendetwas, was ihr initiieren, was ihr tun oder unterlassen wollt? Wie geht ihr auseinander? Habt ihr vor, irgendwas zu machen, wenn sich der Abend... Also Davy, für dich, also dir geht's halt auch nicht gut, ne? Ist halt so die Frage, wie lange hältst du das durch, da zu bleiben? Kommt aber, wie schwerwiegend das ist. Ist das mehr so wie... Ja, wie schwerwiegend das ist eben. Das ist immer so kurz vor, es geht gleich los. Oh, aber es geht halt nicht los. Also du merkst, also nach zwei Beruhigungsschnäpsen, es lässt sich nicht beruhigen, aber es macht halt auch nicht wirklich. Ja. Oben oder unten? Das ist wichtig. Unten. Okay, gut. Oben wäre gesellschaftlich akzeptabler gewesen. Ja, sonst irgendwann kämpfe ich mich so hoch. Ian, und ich sag das dann einmal komplett über den ganzen Saal, lass das nächste Mal die Fledermäuse aus dem Topf. So, und dann halte ich mir den Bauch so und wank in Richtung Tür. Und dann drehe ich mich um und sag so, sorry Leute, ich muss den Fraß auskotzen. Und dann klingel ich nochmal so, der geht auf mich. Und dann kämpfe ich mich nach Hause. Stürze? Also sitze ich auf einer Bank oder in einem Stuhl? Stuhl. Gut, ich stürze diesen, also ich stehe auf der Stuhl, kippt um, so hektisch, und dann gucke ich mich um und eile total schnell Davy hinterher, weil ich hier nicht alleine bleiben will. Mhm. Mann, Davy! Mann, du musst auf mich aufpassen, du hast es versprochen. Ich sagte so, oh Mann, Shay, das ist ein Essen. Es hat bis jetzt noch keine Schlägerei gegeben. Also wird es auch keine mehr geben. Du hast es versprochen. Du lässt mich nicht wieder alleine, hast du gesagt. Das tue ich nicht. Ich gehe einfach nur kotzen. Ich suche mir mal irgend so einen Holzstapel oder so. Und dann stecke ich mir einen Finger in den Hals, weil ich keinen Bock habe, den Rest des Abends in diesem Zustand vor mich hin zu vegetieren. Das muss raus. Okay. Ja, Shay steht halt daneben. Interessiert mich tatsächlich null, das ist mein Bruder. Ich gucke ihn tatsächlich, also er, das ist ja immer so ein bisschen elend, sowas anzusehen, aber es ist, also ich gucke ihn ganz ohne Mitleid an. Ganz fast unbeteiligt. Ja, du kannst dich da dann erleichtern, während dein Bruder daneben steht. Gäbe es irgendwas, was du an diesem Abend noch vorhast oder auch nicht vorhast? Nein, ich würde so lange bleiben, wie meine Mutter bleibt. Mhm. Und ja, wenn sie anfängt, da irgendwie ein bisschen zu fragen, dann würde ich, also über die Reise oder so, dann würde ich eben auch ein paar Dinge erzählen. Ja, komischerweise, das, was halt alles so bei Ihnen angekommen ist nachmittags, euch fragen die Leute nicht.
Also von euch will keiner Heldengeschichten hören. Also Ian ist der, der aber so bescheiden und liebenswert wie Ian auch ist, verkauft er ja nichts als sein Heldentum da, sondern du erzählst ja von den tapferen Männern und Frauen bei euch an Bord, die Wale gejagt haben. Und du bist dann immer der, der das Essen zubereitet. Und da kannst du natürlich ein bisschen erzählen, der letzte Wal. Und du bist dann immer schon, während sie den Wal abflensen, bist du schon dabei, das erste Walsteak zu machen, weil die Mannschaft sich das verdient hat und so. Aber wie gesagt, dann, du verbringst einen super netten Abend, oder, Ian? Ja, ich habe überhaupt nichts anderes vor, außer reden, lachen, fröhlich sein. Okay. Ja. Gut, weil Gaydis, du, deine Mutter, sie würde nicht gehen, aber du merkst, sie ist echt müde. Und also bist du eigentlich diejenige, die sie dazu nötigt, mehr oder minder, dass ihr dann geht. Und die Smiles würden dann quasi dann, wenn Stavy einigermaßen besser geht, seht ihr dann, wie Gaydis und eure Ziehmutter die Taverne verlassen. Aber ihr steht halt ein bisschen weiter weg. Ja. Was macht ihr beiden? Geht ihr wieder rein oder geht ihr nach Hause? Oder wie ist euer Plan? Ich würde erstmal eine Weile sitzen bleiben, bis sich mein Magen beruhigt hat. Und dann würde ich tatsächlich aber auch wieder reingehen, um das runterzuspülen. Okay. Ich atme schwer durch und creme hinterher. Okay, gut. Ich sag sonst, Shay, du kannst doch nach Hause gehen. Na. Ja? Wir müssen uns da. Klar kannst du nach Hause gehen, du warst war ja da. Ja, eben. Na, du hast recht, dann gehe ich. Mach mal, ich dränge gleich für dich mit. Okay. Gut, machen wir gleich erstmal weiter. Gaydis, als du und deine Mutter, als ihr reinkommt, in diesem bescheidenen Wohnzimmer siehst du deinen Vater sitzen. Er ist auch sehr in die Jahre gekommen, also der Rücken ist gebeugt, die Finger sind mit Arthrose. Du siehst es auch, dass er Schmerzen hat, du weißt es auch, dass er Schmerzen hat, schon seit Jahren hat er Schmerzen, wenn er draußen fischt. Er wollte aber seit einem gewissen Vorfall zwischen euch beiden in deiner Kindheit, hat er sich geweigert, dich mit an Bord zu nehmen. Deine Mutter war immer glücklich darüber, dass ihre Perle, wie sie dich auch immer nennt, nicht rausfahren musste und den ganzen Tag von ihr weg war. Aber er sitzt da und er ist sternhagelvoll. Also das dürfte jetzt so auf Mitternacht zugehen. Er ist wohl schon seit ein paar Stunden hier, hat aber die Taverne auch nicht von innen gesehen, ist direkt nach Hause gegangen und hat sich betrunken. Und da sitzt er da. Er ist immer noch ein großer, stattlicher Mann, immer noch eine beeindruckende Gestalt. Allerdings, wie gesagt, ist er in die Jahre gekommen, Rücken gebeugt und er ist super betrunken, als ihr reinkommt. Deine Mutter zuckt sofort zusammen, als sie ihn sieht, in diesem Zustand. Der Blick glasig, er will auch aufstehen, als sie reinkommt und schüttet den Becher um. Ja, und er lallt dann, als du reinkommst, sagt er so, da ist sie ja. Bleib sitzen, alter Mann. Ich habe den Arm um meine Mutter gelegt und quasi führe sie so weit wie möglich um ihn rum. In unser Zimmer. Ja, er taumelt eigentlich so ein bisschen. Er will so quasi so nach ihr greifen, nicht nach dir so, aber verfehlt das um Metern so und fällt. Und hält sich aber noch so halb am Tisch fest. Aber du siehst, deine Mutter macht sich von dir los und stürzt zu ihm so und hält ihn so und sagt: Ach, setz dich. Wie sie gesagt hat, komm, setz dich. Was machst du denn? Alle haben im Pub auf dich gewartet. So. Und sie rückt so den Stuhl zurecht und drückt ihn so runter und fängt an, den Tisch aufzuräumen und den Becher. Und er schlägt nach ihr. Also er haut so in ihre Richtung, stößt sie auch weg. Ja? Dazwischen greifen? Kann ich seine Hand greifen? Ja, kannst du ohne Probleme. Ja, und als du seine Hand festhältst, ja, da guckt er hoch. Und du siehst in seinem Blick, den Blick, den du kennst, wenn er betrunken ist, Abneigung, Hass, aber auch Angst. So. Und ich gucke ihm direkt in die Augen, sag, mach das noch einmal und wir gehen zusammen raus aufs Wasser. Ja, er zieht dann die Hand zurück.
Und deine Mutter, sie geht jetzt so dazwischen und wischt so den Tisch und sagt so, wir gehen jetzt alle am besten einfach ins Bett, ja? Komm, Gailis, du bist doch müde, du bist jetzt erst nach Hause gekommen, so, und sie nimmt dich so und sie schiebt dich jetzt in dein Zimmer. So, komm. Ich gucke ihn halt immer noch weiter an. Ja, ja, und er hockt da auch so, ist, wie gesagt, Sternhagel voll so, aber du siehst den Hass auflodern, aber die Panik auch, als du das gesagt hast. Und deine Mutter schiebt dich. Und, ja, ich lasse mich von ihr dann ins Zimmer buxieren. Ja, und sie sagte, sie macht sich so die Haare so ein bisschen, sagt so, ach Schätzchen, wie gesagt, du bist doch müde, leg dich hin. Ich bring dir noch eine Milch und ein paar Kekse. Mutter, du bleibst jetzt mal hier. Jetzt bleib im Zimmer. Komm, du bist müde. Du bist erschöpft. Wir machen uns jetzt beide hier Bett fertig, okay? Oh, okay. Ich stell mich quasi vor die Tür, dass sie nicht nochmal rausgeht. Okay. Ja, sie seufzt und sagt, oh, ich bin so glücklich, dass du wieder da bist, mein Schatz. So. Lass mich auch kommen, so, ich kämm dir die Haare und sie macht dich, ja, sie bepitschert dich immer total, also sie ist wirklich, sie kämmt dir die Haare, sie flechtet sie, wie sie das gemacht hat, als du ein kleines Mädchen warst. Ich seufze dann ein bisschen, ja. und ergebe mich meinem Schicksal. Du hörst es draußen im Wohnzimmer noch ein paar Mal rumpeln irgendwie, als wäre was um. Dass er sich das Genick bricht. Ja, jetzt, aber dann hörst du halt irgendwie ein Geächze. Ja, und also es rumpelt, es ächzt und ja, ab und zu fällt mal was um, aber ansonsten können du und deine Mutter, ihr könnt euch quasi dann zusammen hinlegen und sie nimmt auch deine Hand und wirklich wie früher, also es ist so ein bisschen, du weißt aber, es ist so, das beruhigt sie. Sie erzählt dir Gute-Nacht-Geschichten und ja. Und ihr liegt da zusammen. Oh Gott, es tut mir, ja, aber es bricht mir tatsächlich das Herz. Also das, was ich, ne, irgendwie an Liebe und Zuneigung ihr entgegenbringe, das tut mir so weh, dass ich das einfach weiß, dass sie so danach lächzt, dass ich wieder zu Hause bin. Also das, oh, da habe ich ein fürchterlich schlechtes Gewissen. Ja, sie, wie gesagt, ist super glücklich und schläft dann aber auch bald ein, nachdem sie dir ihre Lieblings-Gute-Nacht-Geschichte erzählt hat. Und du schläfst dann aber auch bald. Ja, zu den anderen. Ian, wie lange bleibst du? Deine Frau drängt natürlich auch irgendwann bald, weil die Kinder, sie nerven, total nerven. May ist nicht da. Normalerweise kümmert sich May halt auch um die Kinder. Mhm. Und ja, sie möchte ja auch ein bisschen Zeit mit ihrem Mann. Natürlich, ja. Das wissen ja auch alle. Ich habe ja am nächsten Tag, gehe ich kurz mit ihm auf die Jagd und bin an der Kirche zum Streichen. Und da wissen auch alle, da werden sie mich finden. Und wer mit mir sprechen möchte, kann da mit mir sprechen. Mhm. Und deswegen... ja, gehe ich nochmal von Tisch zu Tisch, relativ dann auch nicht, also nicht zu spät, aber auch nicht zu früh. Da sind die schon eine Stunde weg bestimmt. Und sage jedem persönlich nochmal auf Wiedersehen und wie es mir gefreut hat. Und gehe nochmal auf die besonders ein, die Schicksalsschläge im Guten und Schlechten erlitten habe. Und dann gehe ich. Okay, die Smiles, Brüder. Shay, würdest du denn vorher gehen, nachdem Davy dir erlaubt hat zu gehen? Okay, gut, weil dann als erstes verlässt dann Shay die Taverne und ja, es ist jetzt, es geht halt auf Mitternacht zu dann. Es ist dunkel, du hörst draußen dann das Brechen der Wellen an den Klippen. Du riechst aber auch hier so den Geruch von ja, von diesen Frühlingsblumen und du hast das Gefühl, je näher du deinem Zuhause kommst, umso schwerer werden deine Schritte und irgendwann hast du das Gefühl, als würdest du jemanden Huckepack tragen. So sehr lastet irgendwie diese Gegend auf dir. Und dann setzt es bei dir für einen kurzen Moment aus und als du wieder zu dir kommst, hast du die Haare von einer Frau in den Fingern und du siehst Fiona vor dir stehen. Die sich, die ein bisschen erschrocken aussieht und ihr aber an so einer Mauer steht, an einer der Häuser
Und du sie quasi vor ihr stehst und so ihre Haare mit ihren Haaren spielst und ihr euch ganz nah seid und sie dann, wie gesagt, dich mit großen Augen anguckt und dann sagt so, also ist alles okay mit dir, ja? Ich lass das halt los so. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht nett zu mir sein. Als du so schnell aufgebrochen bist, ich wollte nur gucken, ob alles in Ordnung ist. Nachdem Davies nicht auch nicht so gut ging. Ja, sie drückt sich so an die Wand. Ich gehe so einen halben Schritt zurück. Tatsächlich. Vielleicht solltest du lieber nach Davy sehen. Du solltest wirklich nicht nett zu mir sein. Und dann gehe ich weiter und will einfach nur weg. Ja, aber du siehst sie halt irgendwie zögern. Und Shay, geht's dir wirklich gut? Warum? Du warst gerade so komisch und ich wollte nur... Was habe ich denn gemacht? Ich wollte dich nach Hause bringen, weil du gesagt hast, dir ist nicht gut. Ich bin nicht gern unter Menschen, sage ich. Und dann drehe ich mich um und will erstmal wirklich einfach nur weg. Ja. Okay. Genau, und versuche einfach so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Ja, du kannst dann auch nach Hause kommen, aber du siehst sie halt weiter auf dem Weg stehen und dir nachsehen. Ich habe so ein bisschen, also meine Gedanken rasen, weil ich mich nicht erinnern kann, irgendwie was passiert ist. Also irgendwas fehlt mir anscheinend. Und ja, und ich drehe mich nach so 10 Schritten nochmal um und rufe ihr und dann so, und sei nicht so nett zu mir. Verdammt. Ja, sie steht da. Also ist total unbeholfen irgendwie auch. Und dann renne ich wieder so wie so ein geducktes Frettchen nach Hause. Ja, da wie gesagt, kommst du auch ohne weitere Zwischenfälle an. Davy, du hast halt, nachdem Shay aufgestanden ist und du ihn dann nach Hause entlassen hast quasi, hast du dann mitgekriegt, wie dann auch andere aufgebrochen sind. So, also du kannst da jetzt irgendwie, es sah jetzt nicht so aus, als wäre Fiona eben hinterhergestürzt, aber sie ist schon auch mit ein paar anderen dann los, weil es halt auf Mitternacht auch zugeht. Sie kommt dann aber irgendwann wieder und wirkt dann aber auch irgendwie ein bisschen beunruhigt, würde dann sich aber auch zu dir setzen und mir fragen. Sitzt da immer noch mit Elfie? Sie geht dann aber trotzdem zu dir und fragt, wie es dir geht. Alles in Ordnung bei dir, Davy? Ja. Und bei dir? Ich meine, wir sind ja gerade mal einen Tag hier, warum sollte es mir schlecht gehen? Abgesehen von dem Zeug, das sie mir gekocht hat. Aber das war doch lecker, ich weiß gar nicht, was du hast. Keine Ahnung, vielleicht kriege ich immer eine Sonderzutat. Wirklich? Fledermäuse. Wirklich? Schweinenasen. Sie glaubt dir jedes Wort. So guckt sie dich auch an. Gift. Echt? Ian würde das niemals tun. Der sieht nur so nett aus. Und der tut immer nur so. Aber ich sag dir, der hat's faustdick hinter den Ohren. Ehrlich? Ja. Wenn du einmal nicht aufpasst und ihm den Rücken zudrehst, hast du eine Voodoo-Nadel im Hals. Oh. Ja, sie guckt... Guckt dann ein bisschen mit so anderen Augen irgendwie auf ihn. Trau ihm nicht. Von allen Menschen hier im Ort, was glaubst du, wer würde niemals irgendein Wässerchen trüben? Ian, oder? Und wie hat das geschafft, dich so einzuwickeln? Wenn der irgendwas vorhätte, der wäre der Letzte, den man verdächtigen würde. Wenn irgendwo was passiert, dann sind es immer entweder ich oder Shay. Und ich sag dir, hier im Dorf
sind wir die Einzigen, die nie irgendwas getan haben. Meine Mama sagt das über die Rands aber auch. Schlaue Frau. Die Familie, die nach außen hin so ein leuchtendes Vorbild von Innigkeit und Liebe ist. Das kann nur geheuchelt sein. Meine Mama sagt auch, dass May eine Hexe ist. Oh ja, die ist richtig schlimm. Ich habe gesehen, wie sie nachts in den Steinkreis getanzt ist. Und sie hatte einen Huhn ohne Kopf in der Hand. Ey, sie glaubte jedes Wort, ne? Ja, da sage ich dann auch so, ey, komm, nee, das war nur ein Scherz. Aber sie ist übel. Ja. So schlimm, also ich glaube nicht, dass sie eine Hexe ist. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass es Hexen gibt. Aber würde es Hexen geben, wäre sie eine. Ja. Bei dir alles gut, du siehst ein bisschen blass um die Nase aus. Nee, alles gut. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Du könntest ja mal bei Gelegenheit, ich würde so gerne Geschichten davon hören. Ian hat schon heute Nachmittag erzählt. Aber wie ist es denn so, wenn man den Wal jagt? Du hängst ein bisschen. Jetzt bist du wieder da. Wenn man den Wal jagt, aufregend und gefährlich und blutig. Erzählst du ihr ein bisschen was davon? Sie bittet sonst drum. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen eine Zwiebel. Weil wenn dann nämlich jetzt noch Leute da sind in der im Pub, weil Elfie ist ja bestimmt auch noch da. Ja. Na, und wenn vielleicht der Kerr ist bestimmt auch noch da. Ja, na klar, der Mutter. Dann, weil dann würde ich, glaube ich, bin ich jetzt in ich kanalisiere so ein bisschen die Nächte in Afghanistan, wenn wir da mit den Leuten zusammengesessen haben abends und uns die Zeit irgendwie, wirklich die Zeit totschlagen mussten. Und das konntest du halt nur machen mit Kartenspielen, Würfel kloppen und dir hier irgendwelche Dinge erzählen. Und deswegen, ich kanalisiere das so ein bisschen und sehe tatsächlich in den Leuten, sehe ich die Gesichter von meinen Kameraden, wenn ich erzähle, wie ich schweife dann auch wirklich so aus, dass das irgendwie so einen Tonfall bekommt, den die Leute von mir noch nie bemerkt haben. Okay. Also ich schwärme tatsächlich so ein bisschen auch von den Mitstreitern an Deck oder an Bord, dass man sich auf jeden Fall verlassen kann und wie dann die Nächsten das Seil nachreichen, weil wenn die Harpune nicht weit genug fliegt oder auf halber Strecke verreckt, weil die Leute sich irgendwie dahinterher nicht schnell genug sind oder was weiß ich was, dann ist alles umsonst und im schlimmsten Fall geht einer über Bord und so weiter und so fort. Also ich erzähle nichts vom Abflensen, sondern ich erzähle von der Jagd. Okay, ja, aber da siehst du in den Gesichtern von denen, also jetzt so von, ich sag mal, von den Dorfbewohnern, die dich kennen, vielleicht eher nicht so, aber gerade Fiona, und du merkst an dir selber, wie dir diese Anerkennung irgendwie gut tut. Also du beeindruckst sie doch ziemlich und nachdem dir sonst immer eher Abwertung oder Geringschätzung entgegenkommen, badest du da doch ein wenig in der Anerkennung. Also da kannst du den Abend... Bist du irgendwann richtig betrunken? Nee, nee, nee. So richtig volllaufen lasse ich mich nicht, aber okay. So, dass halt die Zunge richtig schön locker wird. Und, aber ich glaube, auch die anderen Dorfbewohner kennen mich so kaum. Nee, aber das, was du bei denen aber bemerkst, das macht denen eigentlich eher mehr Angst, als dass es sie beeindruckt. Verdammt. Also, was man noch versucht, alles falsch. Ja, genau. Aber so kannst du dann auch irgendwann... Sonst sage ich irgendwann, merke ich, dass die mir noch verhaltener begegnen als sonst? Ja. Aber dann schlägt meine Laune tatsächlich um. Also wenn ich merke, dass meine Geschichten, die ja nicht an den Haaren herbeigezogen sind, wenn die gut genug sind, dass ein 15-jähriges Mädchen oder eine Frau zu der Zeit mir irgendwie dadurch irgendwie, wie sagt man, Bestätigung entgegenbringt. Aber diese ganzen
Landfurzer, die überhaupt nicht wissen, was es bedeutet, so ein Risiko einzugehen, die sind da irgendwie noch distanzierter von mir. Macht mich das tatsächlich sauer. Okay. Und wie gestaltet sich das dann, dass du sauer bist? Ja, ich glaube, aber ich kann mich zusammenreißen, weil so besoffen bin ich nicht. Weil dann stehe ich, wenn ich das merke, stehe ich irgendwann auf und sage dann, das nächste Mal, wenn wir so zusammensitzen, ihr kleinen Scheißer, dann erzähle ich euch ein paar Geschichten aus Afghanistan. So, und dann stehe ich so auf, dass der Stuhl nach hinten umkippt und drehe mich um und stürme weg. Okay, dass dann die paar, die noch da waren, weil es dann doch auch noch später geworden ist, zucken auch zusammen und du spürst förmlich, wie das Getuschel losgeht, als du dann rausstürmst. Dann drehe ich mich um und sage, sehe ich so aus, als würde mich interessieren, was ihr denkt? So, und dann drehe ich mich um und knall so richtig die Tür hinter mir zu. Okay. Und dann gehst du nach Hause? Dann stapfe ich nach Hause. Irgendwas. Und ich trete vorher noch irgendwo gegen. Ja. Kannst du machen. Irgendwas, was du zu Hause dann noch machen willst, oder legst du dich ins Bett? Ist Shay da? Nein. Ist das ungewöhnlich? Nee, ab und zu vertritt er sich mal die Beine. Manchmal kann er nicht schlafen. Aber ich glaube, dann werde ich mich auch nicht hinlegen, sondern ich werde mich... Wir haben bestimmt so einen Holzblock zum Hacken. Ja. Den rolle ich mir vor die Tür. Dann schnappe ich mir Elfis Buddel und dann setze ich mich auf den Hackblock vor die Tür, lehne mich an die Mauer und warte darauf, dass Shay nach Hause kommt. Ja, der... ja, du kommst dann irgendwann, als du, du bist dann nochmal eine Runde gedreht, also du wolltest nach Hause, du wolltest dich dann hinlegen, du konntest nicht schlafen und dann hattest du wieder den Moment, dass du dich irgendwo an der Insel wiedergefunden hast, aber das passiert dir halt ab und zu mal. Also es gibt so Momente, da läufst du dann nachts draußen rum, ja. Wenn du nicht schlafen konntest und dann siehst du deinen Bruder vor der Haustür sitzen und trinken. Es ist jetzt ungefähr 1 Uhr nachts. Ich stehe in der Tür, guck ihn an. Da bist du ja endlich. Ich schwöre dir, ich war so ein Stück davor, mich auf die Suche nach dir zu machen. Nach mir? Du meinst, du wolltest für mich da sein und dann... Ach, leg mich doch. Ich stehe auf, geh rein, so, mach die Flasche zu, stell sie hin und hau mich so, wie ich bin, ins Bett. Ich gehe auch zu meiner Koje sozusagen. Du bist ein guter Bruder. Davy. Das weißt du doch. Dann schlafe ich. Ian, deine Frau hat die Kinder aus eurem Bett verjagt. Die sollen ausnahmsweise mal in ihrem Zimmer nochmal wirklich schlafen, weil sie sich natürlich die Nacht unbedingt noch weiter mit dir beschäftigen möchte. Aber so schläfst du dann auch irgendwann selig ein. Und ihr vier, während ihr schlaft, träumt ihr und das Schlagen der Wellen, was ihr draußen gegen die Klippen rollen hört, verändert sich so im Hintergrund oder in eurem Unterbewusstsein und irgendwann klingt es nach dem Schlagen von Wellen oder dem Rollen der Wellen auf dem Schiff. Die von euch, die Alkohol getrunken haben, die spüren das Geschaukel, was man ja dann auch immer hat, wenn man ein bisschen getrunken hat und sich hinlegt. Aber dieses Schaukeln geht über in das Schaukeln des Schiffes. Und im nächsten Moment seht ihr euch an Bord der Trial stehen, auch der Smutje. Denn ihr bemerkt die Aufregung
der ganzen Mannschaft, weil ihr oben aus dem Ausguck hört, da bläst er, der Wal, dort bläst er. Und ihr habt alle das Gefühl, also kein Traumgefühl, also so als wärt ihr jetzt auf der Trail und jagt den Wal. Ist das eher so, als wäre das, wir sind an Land ein Traum oder sind wir uns schon bewusst, dass wir gerade noch an Land waren? Das verschwimmt. Okay, verschwimmt. Also einmal schütteln. Genau. Ja. Ich fange sofort an, Befehle zu rufen. Ja. Die. Ich sterbe. Ja. Ich wollte auch nur sagen, ich laufe auch auf meinen Posten, den ich dann immer habe. Ich glaube, wir sprinten runter und holen unsere Harpunen. Jeder Harpunier hat seine eigenen Harpunen. Ich stapfe. Ich für meine Verhältnisse ziemlich schnell. Also das Bein ziehe ich zwar immer noch nach, aber es geht irgendwie schneller. Und hole mir auch eine Harpune. Ich muss schneller sein als mein Bruder. Oder nein, ich muss nicht schneller sein als mein Bruder, aber ich muss den Wal möglichst vor ihm erlegen. Ja. Das ist so dieses, ne? Gaelis, gehst du ins selbe Boot von einem der Smiles oder hast du dein eigenes Beiboot, das du besteigst, wenn ihr den Wal jagen geht? Nee, ich gehe, denke ich, in das von Davy. Okay. Shay, du hast dann, ihr habt eure festen Routinen. Das ist so, ja, ihr habt auf der Trail 5 Beiboote, die auch alle zu Wasser gelassen werden in dem Moment. Der Smoothie, gehst du mit oder bleibst du an Bord? Ich glaube tatsächlich, dass ich mit meiner Kraft wahrscheinlich eher da irgendwie beim Hochziehen vom Wal oder so wirklich, ich glaube, in so einem kleineren Boot, ich weiß nicht, ob da wirklich hilfreich bin. Doch, beim Rudern. Ja? Man braucht. Ja gut, das stimmt, bist, Rudern. Bist ja, du dann ruder ich. Bist ja. du der Ruderer bei Shay ja. im Boot? Ja. Es wird so, ja? Bei Shay? Oder was? Nee, ich erzähle ihm immer jedes Mal wieder, wie aufgeregt ich bin. Okay. Dann ist es dann so, dass... Ja. Aber ich ruder sehr schnell, Shay. Das freut dich. Ich bin immer vorne mit dabei. Ich wenn der Nutzen muss eine Freundschaft ja haben. Ich kreische schon was. Schneller! Ja, deswegen, also es gibt, ihr habt eure festen Routinen. Wenn es von oben vom Ausguck kommt, da bläst er der Wal, wird nur gerufen von wo. Meistens werden schon die Beiboote so locker gemacht, dass sie runter ins Wasser fallen, die Männer fast schon hinterher springen, weil es jetzt ja um Minuten geht. Also wenn der Wal nämlich abtaucht, ist er weg. Und das wisst ihr. Das heißt, ihr teilt euch auf die Boote. Ihr habt euren Steuermann an Bord jeweils. Die mit Gaelis im Boot sitzen, wissen, dass sie die Männer ganz besonders hart anpeitscht und fordert, dass da schneller gerudert wird. Und ihr habt 6 Ruderer, ein Harpunier und halt hinten quasi Steuermann. In dem Fall von Gaelis dann Steuerfrau. Und ihr rudert so schnell ihr könnt. Und jetzt möchte ich, dass ihr alle mal unter Druck handeln, weil ihr wirklich schnell rudert. Also auch ihr Harpuniere rudert so lange noch mit oder die Steuerfrau. Ist das Haltung oder? Ja, Haltung. Ja. 9. 12. 11. Es hilft dir nichts, ich habe eine 6. Okay. Das heißt, dass ihr den Wal auch verliert, quasi. Also ihr seid nicht schnell genug, um ihn in der ersten Jagdphase zu erwischen. Deren Boot oder unser Boot? Von euch beiden. Nee, Bartetin, was hattest du? Ich hatte eine 9. 11. Okay, eine 9. Nee, dann ihr beide schafft es, dem hinterherzukommen. Der Wal taucht aber ab, so dass ihr quasi erstmal wieder auf See seid und nicht wisst, wo er jetzt ist. Also Shay und Ian sind ein bisschen abgeschlagen mit ihrem Beiboot. Und ja, und ihr steht vorne und seht ihn gerade erstmal nicht. Was machst du, Gaelis? Irgendwelche Befehle? Ich versuche natürlich so ein bisschen, ich versuche ganz aufmerksam zu sein und zu gucken, so ein bisschen in mich hineinzuspüren, ob ich irgendwo das Gefühl dafür kriege, wo er auftauchen könnte. Ich habe meinen Fuß in der Fußschlaufe vorne
und habe halt die drei Harpunen neben mir liegen. Die sind ja alle am Seil. So, ne? Und also da hast du ja mehrere Rollen da drinnen und ich knote die erst und ich stehe halt dann mit dem Fuß in der Schlaufe und der Harpune in der Hand und gucke mich halt auch um. Ja. Shay? Ich bin mir nicht sicher, ob mein Spielzug innerer Kompass da funktionieren würde. Ist so eine Sache. Doch, würde er. Dann würde ich das gerne versuchen. Also ich konzentriere mich auch. Und studiere das Wasser und gucke gehetzt wirklich so, hab die Harpune in der Hand und wie so ein kleiner rattiger, keine Ahnung, wie so ein rattenartiges. Und ja. Wundervoll. Ne? Nein. Ich. Was? Misserfolg. Oder ein Misserfolg. Ja, also. Ja, du meinst, dass du glaubst, dass der Wal da hinten auftauchen wird und das sagst du dann auch. Also du weißt mit, da hinten, da ist er und du siehst dann auch, wie das Beiboot, was neben euch ist, auch anfängt zu rudern. Ergeilis, du würdest sagen, so, nee, eigentlich nicht. Dann aber, was im nächsten Moment passiert, ist, dass der Wal auftaucht. Wirklich ganz woanders, als Shay gedacht hatte und wo er die Hälfte der Boote irgendwie hingeschickt hat. Und eins der Beiboote, die zufälligerweise quasi da an der Stelle waren, wo der Wal jetzt auftaucht, von dieser riesen Schwanzflosse erwischt wird. Und da wirklich so mehrere Meter Schwanzflosse auf dieses eine Beiboot knallt. Und da die sieben Männer, die da drin sind, ziemlich übel durch die Gegend geschleudert und ins Wasser geworfen werden. Aber da ist der Wal. Ja, ich schreie den Befehl hinterher zum Wal. Ja. Ihr rudert. Dann rudert ihr beide nochmal unter Druck handeln. Shay und Ian auch. 10. Ian, los jetzt! Ich auch, ne? Sondern? Ich hab 8. Wieder eine 12. Warte, ist es mit Haltung oder ist es. Ja, Haltung. Wieder eine 12 tatsächlich. 11. Gut, dann. Aber dann schafft ihr es, dahin zu rudern. Ihr seid zwar ein bisschen abgeschlagen, aber Shay haut ordentlich in die. In die Ruder und ihr seht aber die Männer, die da von dem Beiboot, von dem kaputten Beiboot quasi bewusstlos im Wasser treiben und der Captain jagt euch an diesen Männern vorbei und einer von denen seht ihr auch, wie er so die Hand ausstreckt nach euch, gell, was machst du? Ich habe nur den Wal vor Augen, also ich sporne die Männer an, dass sie den Wal fangen. Die anderen. Also ihr seht da gerade eins eurer Beiboote kentern. Also einer ist eindeutig tot, den hat der Wal direkt erschlagen. Der treibt auf dem Wasser. Ein paar klammern sich an die Wrackteile des Bootes, aber der Captain ruft weiter zum Wal. Was macht ihr? Mir sind die im Wasser egal. Aber ich kenne Ian. Ian, wenn wir den Wal erlegen, kommst du schneller zu deiner Familie? Jetzt mach! Bin nicht sicher, ob du mich kennst. Ja, das ist vermeintlich. Kann ich nicht sowas wie beeinflussen? Müsstest du tatsächlich. Gibt es sowas? Ich weiß es nicht. Ja. Aber sonst leider gerade nicht vor Augen. Du merkst, wie das Boot langsamer. Du weißt, wie dann das Boot langsamer. Dann möchte ich ihn manipulieren. Ich wurde letztes Mal schon manipuliert im Entscheidenden. Mit welchem Attribut geht das? Schönheit. Hey, weh. Würfel ich irgendwie gegen? Nee. Oh, minus 1, eine 3. Ja. Ich stehe da wie so ein greifender Irrer quasi. Komm, lies mal vor, was bei einem Misserfolg passiert. Steht da ja meistens nicht. Nee, nur oh, verschlimmert. Ja, die SL verschlimmert die Lage. Ja, das ist halt die Frage, ne? Also du schreist quasi da einmal übers Boot, weil du glaubst, dass Ian aber auch genau das ja tut, was du befürchtet hast. Und aber Ian, was machst du? Der kommt dir einfach nur vor wie wirklich ein Verrückter, der von dir jetzt verlangt, dass du im Wal hinterher sollst. Wir sind da ja noch andere im Boot, ne? Ja.
Ich lasse mehr vor Schreck im ersten Moment die Ruder fallen, rufe dann aber den anderen zu, sie sollen doch, wir sind ja relativ in der Nähe scheinbar, den Leuten reinhelfen. Und dann baue ich mich vor Shay auf und pack ihn an dem Kragen. Ich bin sehr jähzornig, das wisst ihr alle. Wenn mal Kleinigkeiten können mich so aus der Fassung bringen, bei aller Liebe, die ich ausstreue. Und schüttel dich durch. Wusste ich nicht. Doch, ich habe ja, nur einer kann mich normalerweise stoppen und die ist gerade nicht da. Wie kannst du es wagen? Das ist unsere Mannschaft. Du weißt ganz genau, dass wir wieder einen Wal finden werden. Schneller als du gucken kannst, wir finden immer Wale. Und ich heb dich ein bisschen hoch. Wie können dir deine Freunde egal sein? Du hast mich jetzt noch da oben, ja? Ja, ja. Ich schüttel auch immer weiter an deinem Kragen. Auf dem Boot. In diesem wackeligen Boot. Was ich der Captain hat's befohlen. Nein, du willst jetzt nur schneller mich... sein als dein Bruder. Er beeinflusst dich fürchterlich. Merkst du das denn nicht? Krieg ich das mit? Also wir sind schon, wir sind ja schon, ne? Ihr seid weit dem Wal hinterher. Ich bin übrigens voll beim Captain. So, weil das ist, wenn wir den Wal jetzt nicht kriegen, sind sie umsonst gestorben. Du weißt gar nicht, was du da sagst, Ian. Und meine Hand geht so ein bisschen zu so meinem, weil das habe ich immer an der Seite, zu meinem Messergriff. So an den Hand und legt sich so auf diese, naja, dieses Stück, was normalerweise mit dem Schädel des Hirsches verbunden ist, sozusagen das flache, platte Stück, und legt sich da so schwer drauf. Ian, lass mich runter. Jetzt. Bist du wieder der Alte? Lass mich runter, Ian. Die Leute ertrinken, denen wolltest du doch helfen. Ich polter dich auf die Erde, drehe mich um erschrocken und renne zu den Leuten. Ja. Ich brech da so ein bisschen im Bug zusammen tatsächlich und bin total sauer. Richtig, also ich will nicht sagen hasserfüllt, aber total wütend. Weil ich wollte zu diesem Wal hin. Ja, die Männer machen aber das, was Ian sagt und versuchen die Überlebenden aus dem Wasser zu ziehen. Ja, und du, Shay, du blickst dann aber so an den anderen hinterher und du siehst, dass Gailies und Davies Beiboot in der Nähe des Wals sind und die es quasi geschafft haben, aufzuschießen, der dann nämlich wieder aufgetaucht ist und in weiterer Entfernung, während ihr da die Männer irgendwie ins Boot zieht, womit es auch eine echt wackelige Aktion wird, weil die Beiboote auch nicht für so viele ausgelegt sind. Aber mit viel Mühe und Not schafft ihr es dann, von den 7 Leuten noch 4 zu retten. 3 sind ertrunken oder erschlagen. Und die könnt ihr dann da mehr schlecht als recht in eurem Boot dann zurückrudern. Davy und Gailis, dann macht mal, beziehungsweise du, Gewalt ausüben, um die Harpune zu werfen, weil ihr weit genug oder nah genug dran seid. Das ist eine 11. Ich brauchte auch den vollen Erfolg, weil jetzt gilt das ja nicht. Es geht mir halt drum, ob du es schaffst, die Harpune zu werfen. Also der Wal ist weit genug dran und du schaffst es mit wirklicher Kraftanstrengung, die Harpune so weit zu werfen und so tief in das Fleisch des Wals zu versenken, dass er getroffen ist und die Harpune stecken bleibt. Und das ist der Moment, in dem müsst ihr beide dann auch wieder unter Druck handeln, da nämlich jetzt das Seil sich mit einer Affengeschwindigkeit abrollt. Denn diese Harpunen sind an Seilen befestigt und der Wal als erste Reaktion natürlich auch versucht abzutauchen. Und einmal unter Druck handeln, damit ihr etwas quasi Gewalt standhalten, beziehungsweise in eure Gewalt bringen, nämlich dieses Seil. Ich habe 8. Eine 9.
Das Seil wird abgerollt, der Wal taucht ab und ihr schafft es zwar, also ihr beide, ihr stürzt mit den anderen Männern auch zu diesem Seil, was sich mit einer Geschwindigkeit abrollt, ihr seid aber zu langsam, um noch irgendwie eure Hände zu schützen. Das heißt, so das Seil mit Affengeschwindigkeit durch eure Handflächen, die reißen komplett auf. Ihr kriegt beide einen Schaden, schraffiert euch das auch, haltet das Seil aber fest, und womit es dann auch einen Ruck durch das ganze Beiboot geht und ihr dem Wal hinterher gezogen werdet. Aber ihr... Mit dem Boot. Mit dem Boot, okay. Genau. Der ist aber nicht komplett abgetaucht, sondern taucht halt wieder auf, und ihr mit großer Gewalt an... quasi Kraftanstrengung zieht ihr euch näher ran, damit du auch weitere Harpunen in diesen Wal versenken kannst. Jetzt halten die Ruderer, die jetzt nicht mehr rudern müssen, weil der Wal quasi die Arbeit macht, halten mit das Seil. Weil Gaelis, du kannst dann auch irgendwann loslassen, deine Hände bluten, und der Harpunier versenkt weitere Harpunen, und andere Boote kommen noch dazu, während halt Shay und Ian damit beschäftigt sind, erstmal zurückzurudern, um die Männer irgendwie abzusetzen. Aber auch ihr könnt euch dann nachher nochmal anschließen. Und gemeinsam mit den verbliebenen Booten schafft ihr es dann, den Wal auch tatsächlich zu töten. Und seid den restlichen Tag damit beschäftigt, dieses tonnenschwere Tier, es ist übrigens ein Buckelwal, was ihr dann jetzt erst dann auch seht, zurück an Bord zu schleppen. Also es ist auch nochmal ein enormer Kraftaufwand, wo alle mithelfen müssen. Ihr habt die Harpunen im Fleisch versenkt, ihr rudert mit dann 4 Beibooten, reine Kraftanstrengung, einen tonnenschweren Wal zurück zur Trial. Das muss ja das totale Hochgefühl sein dann, ne? Also irgendwie, wenn die auf den Wal fängern, wenn die den Wal gesehen haben und wenn sie in die Boote sind und wenn sie den erlegt haben, dann ist mal richtig Partystimmung auf so einem Walfänger. Sind wir an Bord jetzt quasi, oder sind wir auch irgendwie noch auf dem Wasser? Ihr seid jetzt gerade erstmal dabei, den Wal an die Seite zu buxieren. Denn er wird in eine bestimmte Position, also der Kopf wird quasi achtern hingehangen. Ich meine aber auch unser Boot speziell. Ach so. Ja, ihr seid quasi mit wieder unten im Wasser. Dann hört man aber die ganze Zeit, ich brülle vor mich hin, ich wüte, ich schimpfe in einer Affenlautstärke, die diese ganze Stimmung irgendwie drückt. Ja. Ich halte ihm voll entgegen, ich meckere die ganze Zeit. Verdammt, du hast mich darum gebracht. Mitbekommen, dass sie den Befehl verweigert haben? Willst du es mitbekommen haben? Du warst halt mit Waljagd beschäftigt, aber du kannst natürlich... Ich meine, sie war nicht da, ne? Ja. Ja, deswegen ist gleich erstmal Antreten angesagt. Wann denn? Also, ja, wie gesagt, der Wal... wird auch mit großer Kraftanstrengung, wird der Kopf achtern, an Steuerbordseite, Längsseite. Und dann könnt ihr sowieso erstmal da natürlich an Deck gehen. Und das übliche Prozedere beginnt, sodass du dir die Männer erstmal rausziehen kannst. Dann machen wir. Ja. Wie einige der Leute versuchen, auf mich einzureden und mich zu beruhigen, aber das gelingt denen nicht. Ja. Also ich stehe da in diesem Beiboden. Ja, ich weiß nicht, wir gehen ja jetzt an Bord, ne? An Deck. Okay, genau, ihr geht jetzt an Deck. Ich habe mein Messer schon in der Hand. Also weil ich jetzt gleich auf den Wal rauf will. Ja, und ich rufe erstmal aber die Männer, die in dem Schiff waren, alle zusammen. Und will, dass die Aufstellung machen. Ich laufe ihm nur hinterher und schreie rum. Ich mache mich dann an die Arbeit, während die dann da antreten müssen. Ja, okay. Ich will eigentlich nicht, aber ich mache es dann trotzdem. Ja, da bauen sich dann neben Ian und Shay noch weitere 8 Männer auf, die da, auch die anderen. Und einer sagt so, wir sind gekentert, die haben uns, aber er schweigt dann, als er deinen Blick aufhängt. Und ich gucke dann Shay an. Und Ian, ganz besonders, sag, wo wart ihr? Ich guck Ian an. Ziemlich wütend. So richtig wütend. Ich,
Ich achte gar nicht auf den Captain tatsächlich. Ich ist meiner Meinung nach jetzt schon an. Das solltest du als Captain auch wissen. Ich kann keiner so richtig beruhigen, außer einer Person. Und ich schimpf weiter einfach. Ich pack dich dann an der Gurgel. Ich pack dich an der Gurgel und hau dich an die hintere Wand des Schiffs. Befehl verweigern heißt Meuterei. Das ist mir egal, wie lange wir uns kennen. Ich würde dich am liebsten Kiel holen. Hab verstanden. Ja, aber... Ja, noch eine Aktion, noch einmal. Und ich werde dich Kiel holen. Und euch, und ich gucke in die Runde. Ja, alle mit. Hi, Captain. Kümmern mich gar nicht, ich gucke weiter. Geh mir aus den Augen. Ich werde ganz klein und husch davon. Ich... Nö, ich habe dann nochmal in die Runde geguckt, ob euch das klar ist, und gehe dann quasi auf meinen Beobachtungsposten, um mir das anzugucken, was jetzt weiter mit dem Wal passiert. Ich gucke nochmal zum Captain, mit so einem Blick, den man nicht wirklich deuten kann, ganz merkwürdig, und dann springe ich schon fast über die Bordwand auf diesen Wal drauf. Nee, warte, das kann ich jetzt nicht. Warte. Mist. Aber du kannst zu Davy gehen. Renn ich zur Bordwand hin. Genau, pass auf, weil, genau, der Captain, also Ian, du gehst dann unter Deck. Hier wird auch viel Arbeit jetzt passieren. Also hier bist du auch gebraucht. Das heißt, jetzt wird nämlich eine schwere Kette von unter Deck nach oben geholt, mit der Wal an dem Schiff selbst befestigt wird. Und ihr müsst quasi, weil er jetzt ein tonnenschweres Gewicht in Form von Wal und Kette an eurem Schiff befestigt, müsst ihr ein bisschen mit dem Gewicht buxieren in diesem Schiff. Das heißt, du bist unten damit beschäftigt, auch quasi den Laderaum so zu verteilen, dass das Schiff nämlich jetzt nicht Gefahr läuft zu kentern. Denn was nämlich als nächstes passiert, und da ist Davy schon dabei mit den ganzen Männern, während Gaelis die Männer da rund gemacht hat an Deck, diese Kette so an dem Wal zu befestigen, dass jetzt nämlich erstmal die nächsten Schritte passieren können. Und zwar wird die Flensstelling, so nennt man das, das ist ein Gerüst, was oben an über die Masten gebracht wird, um es quasi runterzulassen zu dem Wal. Und auf diesem, also auf dieser Flensstelling kommen die Flenser, das sind die, die den Speck jetzt vom Wal schneiden. Aber warum Shay nämlich jetzt auch zu Davy muss, es braucht nämlich die Männer, die unten den Wal quasi den Speck, also die quasi die das, was jetzt vom Wal geschält wird, die da die Haken einbringen. Und das macht man, indem einer unten auf dem Wal das tut, während der andere oben, und das macht wirklich traditionell immer ihr beide, mit so einem Sicherungsseil befestigt werdet. Das nennt sich so der Affentamp. Und dann ist halt so die Frage, Shay, du willst runter auf diesen Wal. Das ist so ein Impuls einfach. Ich möchte ihn wenigstens dann irgendwie mit dem Messer kriegen, wenn ich ihn schon nicht abonnieren durfte. Aber wenn das meine Aufgabe ist eigentlich, dann stehe ich da so ein bisschen schwer atmend mit dem Messer in der Hand, zögernd kurz, neben Davy. Du sehen, dass da bei mir richtig Leben reinkommt, weil ich dich dann so in den Schwitzkasten nehme, so, ha, jetzt geht's los. So, und dann schnalle ich mir dieses Gerüst um und bin da schon dabei, dich irgendwie da anzuseilen und so. Ich habe das Messer noch in der Hand, während du mich da so in den Schwitzkasten nimmst und guckst so, meine Augen werden so fast, richten sich so leicht nach innen sozusagen, und dann so mechanisch, da geht das Messer wieder weg. Ja, lass mich los. Ja, komm, geh. Und ich schubse ihn so ein bisschen in Richtung Wagen. Und dann nehme ich mir so einen Haken und dann... Voll die Blubber. Ja, was du nämlich siehst, Shay, ihr habt den, das hat jetzt natürlich auch eine Weile gedauert, bis man den Wal da so festgemacht hat, dass er nicht abtreibt. Und Gaelis, dein Job ist jetzt auch, den Bootsmann und den Steuermann so anzuleiten, dass sie das Schiff richtig steuern. Denn ihr müsst leichte Segel setzen und leicht Fahrt aufnehmen, damit die ganze Sache quasi erleichtert wird durch den Wellengang. Und das ist schon komplizierte Navigation, das irgendwie hinzukriegen, weil ihr jetzt gerade dabei seid, quasi den Wal, während das Schiff fährt, zu schälen. Das ist echt das, was man macht. Und Shay, du blickst runter und ihr seid auch, und das wird euch jetzt erst gewahr, als du nämlich da runter guckst, ihr scheint in der Südsee zu sein, denn du siehst ein paar Haie,
die sich schon an diesem Wal anfangen, genüsslich zu tun, der ja an so einer Kette tot neben dem Schiff hängt. Und du, wie gesagt, du siehst halt da die Haie, die da links und rechts, da wo sie können, was schon abknabbern und auch übereinander herfallen und wie sich das Wasser rot färbt, das so über diesen weißen Leib des Wals läuft. Und du musst da jetzt mit deinem Messer ein Seil um die Hüften runter und nämlich den ersten Stich tun, um diesen Haken reinzutreiben in den Wal. Da musst du jetzt runter. Und Tradition ist tatsächlich, und das wisst ihr beide, von diesem Affentamp, wenn der eine, der unten am Wal ist, abstürzt und du es nicht schaffst, ihn rechtzeitig hochzuziehen, gehst du hinterher. Das ist, und deswegen macht ihr Brüder das, weil ihr wisst, wenn einer von euch da jetzt Scheiße baut, ist der andere genauso tot. Großartig. Zauber fährt sich das bloß einfallen lassen. Ich gucke Davy an. Und dann springe ich runter. Ich habe auch so einen leichten Rücken. Ja, ich halte mich irgendwo fest, weil ich weiß, der Ruck kommt. Ja, genau. Ich halte mich so an der, wie heißt das hier, an den Tauengedöse? Wanden. Wanden, genau. Ja, genau. Da halte ich mich so fest, weil ich weiß jetzt. Genau, der Ruck kommt. Dein Bruder springt unten auf den Wal, du schaffst es aber, und das ist immer so diese, was ist so besonders interessant an Shay macht, der normalerweise sein Bein hinterherzieht, aber in dem Moment, in dem er auf diesem Wal ist, der sowohl quasi auf diesen Wellen treibt, als auch von den Haien immer wieder attackiert wird, da hat er eine unglaubliche Eleganz in seiner Bewegung, während er sein Messer in diesen toten Körper reintreibt und du dann das quasi den Haken da reinkriegen musst, um das erste Stück Wal da rauszuschneiden. Und jetzt kommt, und das machen dann die anderen Männer, und Gaelis, da bist du wie gesagt dabei, die Befehle zu rufen. Du bekommst mit, wie in dem Moment, in dem sie nämlich die Flensstelling weiter runterlassen, also wirklich, das wird von den Masten runtergefiert, und da sechs Männer stehen, die alle mit langen Messern, das sind sowohl Speckmesser, als auch Piken, als auch wirklich alles, was Klingen hat, auch die sind meterlang, da oben nämlich mit anfangen, jetzt unten irgendwie Shay zu unterstützen. Ja, und der, und wie gesagt, unten das Gemetzel geht halt einfach los und du musst immer wieder nachsteuern, denn jetzt treibt Shay den Haken rein, schneidet quasi die ersten Rollen da ab. Und oben wird das Stück quasi an dieser Flensstelling hoch über den Mast gezogen. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass ihr schneidet und schneidet, während nämlich die Flensstelling und die anderen Männer von der anderen Seite ziehen und weiterziehen und da dieser tonnenschwere Wal hängt, der jetzt wie so eine Orange quasi geschält wird und da so groß. Und das ist das erste Decksstück, so nennt man das, also diese Speckstreifen, die jetzt Meter hoch gezogen werden, also wirklich 10, 20 Meter hoch an die, in die Masten, um dann nämlich da oben auf der anderen Seite unter Deck gelassen zu werden. Und das ist dann so der Job, den auch Ian mit unter anderem macht, indem er nämlich da unten auch Befehle gibt, wie was geschnitten wird und du da auch mit dabei bist. Also alle Männer sind damit beschäftigt, jetzt diesen Wal quasi zu schälen. Dann wird unter Deck, werden diese Decksstücke weiter verarbeitet und dann werden schon die Trankkessel angeworfen, womit dann so der Speck quasi an Deck direkt verkocht wird. Und damit und da seid ihr beschäftigt. Die Stücke vom Wal hängen über die Trial, es tropft auf Deck, es ist eine blutige und rutschige Angelegenheit. Ja, aber so macht ihr euch da ans blutige Werk. Ich würde mich ganz nebenbei noch einmal ganz zufällig neben Shay stellen wollen, wie ein kleines Häufchen Elend, obwohl ich viel größer bin als du wahrscheinlich, stehe ich da. Bin ich noch auf dem Wal oder bin ich dann schon wieder da? Ach so, später. Ja. Genau. Später? Ja. Ich bin voller Blut, also wirklich, ja, und Fett und Kram und Gewebestücken, und mir geht's, ich habe sozusagen die Zeit meines Lebens gerade.
Faye. Ja. Das wollte ich nicht. Du hast so geschrien. Ist schon gut. Es tut mir leid, Faye. Alles gut. Wir sind ja Freunde. Danke. Es ist schön, dass du das sagst. Ja, ja. Du bist auch mein Freund, Faye. Das ist wundervoll. Passiert mir nie wieder. Ich weiß. Aber nicht so schreien, okay? Ja. Ich guck dich jetzt erst überhaupt an. Hm? Was? Nicht so schreien, okay? Ja, okay. Danke, Shay. Und ich, wie betröppelt, gehe wieder zu meinem Arbeitsplatz. Guck dir so ein bisschen verwirrt nach, weil ich, ne, ich war immer noch woanders so ein bisschen. Ich gehe zu Jamie und nehme ihn so blutig und versichtlich. Ich bin auch nochmal so. Jamie? So wie, Jamie? Davy, Jamie. Genau. Schotten. Also gleich zu Haare, Rock. Genau, muskulöse Brust. Und, ne, und so linkisch versuche ich so wie der kleine, schwächere Bruder halt. Also. Ja, ich packe ihn nicht, das sehe ich. Dann habe ich noch so ein Flensmesser in der Hand. Das lasse ich fallen so und werfe das richtig auf den Boden, drehe mich so, haha! Und pack dich, so drehe ich um so und pack dich mit beiden Armen so und nehme dich mit beiden Armen so in den Schwitzkasten. Und ich bin halt auch total voll gesifft. Genau, und ich lache tatsächlich sogar. So mache ich praktisch nie. Aber das, ja. Ja, ja, ihr steht da auch knöcheltief in der Mischung aus Blut und allen möglichen anderen Dingen. Da ist dann auch jetzt die Aufgabe, den Wal zu köpfen. Und da ihr Smiles-Brüder euch dann abwechselt und jetzt nämlich das, die nächste freudige, blutige Knochenarbeit dann an Davy geht und du wieder quasi den Affentamp bereithalten musst, ist nämlich jetzt Davy derjenige, der an diesem abgerollten Walstück, es wird nämlich einmal dann innegehalten zwischendrin und wenn der Wal auf dem Rücken ist, die ja immer diesen langen Unterkiefer haben, das ist nämlich der erste, der abgetrennt wird. Und damit hast du jetzt wieder die Arbeit, quasi unten irgendwie den Unterkiefer erstmal vom Schädel zu trennen, um dann, und das muss man sich halt wirklich so vorstellen, dass die ganze Zeit das Schiff fährt. Ne? Das heißt also, du bist sowohl mit den Haien beschäftigt, als auch mit dem Wellengang, als auch mit dem abgeschälten Wal. Und dann musst du auch noch den Kiefer da irgendwie rausbrechen, weil auch aus diesen Walzähnen wird ja entsprechend verarbeitet. Ich meine, das ist ja auch was Ian dann auch in die Hände kriegt, um dann da die Sachen für seine Kinder draus zu schnitzen und zu machen und zu tun. So, dann wird erstmal dieser meterlange Unterkiefer oben an Deck gehievt, damit es wieder gedreht wird, dieses Tier. Und dann musst du die Sollbruchstelle an dem Genick finden, was nicht so einfach ist, weil man einem Wal nicht so genau weiß, wo der Kopf anfängt und der Körper quasi dann aufhört. Du schaffst es aber auch, und das auch mit sehr viel Kraftanstrengung. Nachher sitzen dann auch oder kommen auch mehr Männer runter, weil ihr den Schädel da richtig runterhebeln müsst. Das ist aber einfacher, wenn ihr schon einen Teil von dem Körper quasi entfernt habt. Das ist auch eine Arbeit von mehreren Tagen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das in ein paar Stunden erledigt ist. Das dauert jetzt hier generell ein paar Tage. Die Haie knabbern mit dran, was das für euch auch immer ein bisschen einfacher macht. Es ist nur schwierig, dass ihr nicht reinfallen solltet, weil die euch sonst halt mit aus Versehen fressen. Es ist jetzt nicht so, dass die, wenn sie die Möglichkeit haben, am Wal zu nagen, dann interessieren sie die Menschen jetzt nicht so unbedingt. Aber die sind halt so im Fieber und im Bluteifer, dass sie euch einfach mitfressen würden, wenn ihr da reinfallt. So, ja, Shay? Immer wenn ich niemanden festhalten muss, also meinen Bruder, meine ich, über dieses Affengestell da, würde ich tatsächlich auch das ein oder andere Mal so ein Hai versuchen zu schießen.
Das kannst du auch machen. Flossen. Ja, ja. Die Flossen schmecken, ja. So. Macht ihr auch, ja. Das macht ihr. Kein Problem. Die kannst du gleich mit erlegen. Und du musst halt schneller sein als die Kollegen, das heißt, weil sonst fressen die sich gegenseitig. Also du erschießt dann eins von den Tieren und dann müssen die Männer, die da unten stehen, es dann auch direkt irgendwie rüberschieben. Also es sind alle tagelang harte körperliche, blutige Arbeit, womit sie beschäftigt sind, sodass ihr dann auch den Schädel quasi runterknackt irgendwann vom Wal und den dann auch an einem Gestänge dann auf Deck zieht. Und das ist dann auch wieder so, dass wenn er also die anderen sind dabei, die ganze Zeit das Öl zu verarbeiten, den Speck zu schmelzen, da seht ihr dann, wie Davy unten, also mit ein paar anderen Männern auf diesem Schädel stehen, sich dann festhalten, der dann von den anderen Männern dann hoch gehievt wird und dann wirklich komplett über Deck hängt. Denn jetzt geht es um das, was in diesem Walschädel drin ist. Und das ist das, was halt auch wirklich viel Geld bringt. Und dass ihr dann auch wieder mit viel Gewalt da unten oder quasi da an dem Schädel aufschneiden müsst und diesen Knochen halt irgendwie aufbrechen müsst, um an das Gehirn des Wals zu kommen. Da lasst ihr dann, wenn ihr das dann geschafft habt, und da kann Shay dann wieder helfen. Und Gaelis bleibt ja auch die ganze Zeit oben an Deck, oder? Ne, ja. Gaelis? Ja. Du stehst da, ich stelle mir das bei ihr so ein bisschen vor, sie steht dann da so ein bisschen in diesem Blutregen so und befehle ich dann hier und ruft dann da und pöbelt den an und schreit in die Richtung. Aber alle sind halt, ne, also es ist so, auch hier so aufgedreht irgendwie ihr beide seid, also es gilt für alle. Also für alle ist das hier ein Fest. So, und Ian ist auch schon dann dabei, die ersten Walsteaks zu braten, quasi parallel an Deck, während da das Öl siedet und ihr da alle auch oberkörperfrei steht, weil es super heiß ist und ihr alle schwitzt. Und ich nicht. Stimmt. Du nicht. Alle anderen. Aber ich weiß nicht, wie reagiert denn eigentlich die Mannschaft darauf, wenn ich da oberkörperfrei bin? Ich habe halt persische Tätowierungen auf dem Oberkörper und bin komplett voll mit Narben. So, aber es sind halt, wie gesagt, so persische, ich weiß gar nicht, halt Engelsfiguren und so mit Flügeln, die sind ja so super symmetrisch und so, die habe ich auf dem ganzen Körper. Gut, aber wir hatten es ja, glaube ich, letztes Mal schon, es kommen ja häufiger mal auch aus anderen Kulturkreisen Leute mit an Bord, ne? Also, ja. dass ich das nicht bin, so, also. Ja, aber, ja. Ich freue mich immer ein bisschen, dass ich nicht der Aussätzige bin, dann. Aber die meisten werden es auch kennen mittlerweile wahrscheinlich. Ja. Ja. An Bord, ne? Nur im Dorf. An Bord, ja. Ja, ja. Ja, und das ist ja, das ist auch so ein bisschen dieser Kontrast, den ihr tatsächlich habt, ne? Also ihr, wenn ihr an Bord seid, das, was ich halt, oder was ihr eben meintet, oder was Alex richtig gesagt hat, es sind auch viele Nationalitäten vertreten. Also diese Kleingeistigkeit dieses Fischerdorfes, also das ist auch für euch auch jedes Mal so ein beklemmendes Gefühl ist, wenn ihr da zurück seid, außer vielleicht für ihn, aber das wissen wir ja irgendwie alle noch nicht, was bei dem alles nicht stimmt. Ja, es ist wirklich so. Also hier seid ihr unter Gleichgesinnten, absolut unter Gleichgesinnten. Und alle erfreuen sich an den gleichen Dingen wie ihr und interessieren sich für die gleichen Sachen. So, dass ihr euch nämlich dann auch mit am Schädel des Wals genüsslich tun könnt. Ich weiß nicht, Geld, ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen. Wolltest du noch irgendwas sagen? Also du stehst nicht oberkörperfrei an. Deck, wie alle anderen. Ich dichte dir jetzt aber auch ein paar Frauen in der Mannschaft noch mit an, die mit angeheuert haben, weil sie wissen, dass sie unter einem weiblichen Captain fahren können. Und die tun ihre Arbeit genau wie die Männer auch. Und so ist es dann so, dass der Riesenschädel des Wals da während unten über der Wasseroberfläche der Körper des Wals halt immer mehr von seinem Skelett irgendwie dann deutlich wird. Und das sind halt auch die Knochen, verwertet ihr dann auch, wenn der Wal komplett leer, frei ist, wofür die Haie halt auch gut sind, weil ihr dann noch mit den Knochen was machen könnt. Hängt dann dieser Riesenschädel über Deck, ja, mit viel Kraft knackt ihr auch den, brecht ihn auf, sodass ihr ein groß genügendes Loch
reinbekommt in die Schädeldecke. Und da lasst ihr dann einen Eimer unter. Und mit diesem Eimer wird dann aus dem Schädel was abgeschöpft, was noch fast wertvoller ist eigentlich als das Öl, was ihr nämlich hier gerade noch an den Trankesseln siedet. Denn das, was ihr jetzt aus dem Schädel rausholt, das ist der Walrat. Und so schaufelt ihr und schaufelt und es ist halt hier und dieser Walrat ist halt noch öliger und noch von der Konsistenz halt noch schmieriger als das ganze Öl und Walfett und Blut, was sich hier schon auf dem Deck verteilt. Da irgendwann nach der ihr könnt das gar nicht mehr zählen, ihr zählt es auch nicht, weil ihr es unten direkt abschöpft, holt ihr aus diesem Schädel im Eimer irgendwas Komisches raus. Also irgendwas, es schwimmt da in dem Eimer und ihr schwingt dann erstmal den Eimer wieder runter, kommt dann halt mit runter und es ist auch der Moment, in dem Ian dann oben auf Deck mal wieder unterwegs war und Galeas dann auch guckt, weil irgendjemand halt gerufen hat, hier ist was, was ist das so? Und ihr dann den Eimer auskippt und ihr in diesem Eimer eine Statue seht, die ungefähr 30 cm groß ist, komplett schwarz, aus irgendeinem polierten schwarzen Gestein zu bestehen scheint und so eine gedrungene Gestalt darstellt. Und jeder von euch hat diese Statue schon mal in seinem Leben gesehen. Galeas, du hast diese komische Statue mal in irgendeinem Fischernetz verfangen gesehen, als du mal wieder auf deinem schmalen Sandstrand alleine unterwegs warst und dort so Treibgut gefunden hast, unter anderem halt so ein altes Fischernetz. Und in dem hatte sich diese Statue verfangen. Daran erinnerst du dich. Jetzt wird dir klar, du träumst, weil du gerade dir nicht sicher bist, was davon ist jetzt der Traum. Dass du diese Statue gefunden hast oder dass du jetzt hier gerade an Deck bist oder dass du eigentlich zu Hause in deinem Bett liegst. Ian, als du diese Statue siehst, auch dir kommt sie bekannt vor und das gleiche Gefühl, was Galeas hatte, hast du jetzt auch. Du weißt nicht, was davon ist jetzt Traum, was ist Erinnerung. Du hast diese Statue mal, als du noch ein kleiner Junge warst, beim Pastor hinten in seinem Studierzimmer gesehen. Und zwar in einem von diesen Schränken. Und jetzt fällt dir auch auf, das ist einer dieser Schränke, die immer abgeschlossen sind. Und obwohl du da ein- und ausgehst, war das erste und einzige Mal, dass du diesen Schrank hast offen stehen sehen. Und darin stand diese 30 cm große Statue. Shay, gleiches bei dir. Und du, der Moment, als das dein Elternhaus gebrannt hat, und du aus diesem Fenster quasi gesprungen bist, war das Letzte, was du eigentlich gesehen hast, war diese Figur, die in den Flammen stand. Und auch du weißt gerade nicht mehr, ist das jetzt eine Erinnerung, weil du auch nicht zuordnen kannst, in welchem Zimmer du warst, weil du ja dann einfach in Panik aus diesem Fenster gesprungen bist. Davy, gleiches bei dir, du hast diese Statue auch schon mal gesehen. Und zwar, als du in dieser einen Begegnung bei den in der Höhle im Moment im Zagros-Gebirge in Persien, als ich zu Fuß auf der Flucht zur Straße von Hormus. Genau, und das ist so quasi, ihr steht da, ihr vier, vor diesem Eimer mit dieser Statue und all diese Erinnerungen oder Träume, was auch immer, kommen hoch. Und ihr blickt euch alle irgendwie gleichzeitig in den Augen und ihr seht in dem Gesicht des jeweiligen anderen, der anderen, also irgendwas stimmt ja hier nicht, da wacht ihr alle auf. Und zwar, was? Nein. Ich wollte nur sagen, bei mir würde das ja sogar eine richtige Panikattacke auslösen in dem Moment, wenn ich das sehe, weil das halt mit mir mit einem bestimmten Ereignis verbunden ist. Ja, dann seht ihr, je nachdem, wie quasi mit welchen Gefühlen diese Szene verbunden war. Und ich denke mal, bei Shay wird es halt ähnlich schockierend sein, sich an diese Szene zurückzuerinnern. Ja, da seht ihr bei euch gegenseitig halt das Entsetzen im Gesicht. Allerdings wacht ihr auf. Und zwar, Ian, du wirst geweckt.
von deiner Tochter, und zwar von Sarah. Es ist mitten in der Nacht, du siehst das Mondlicht durchs Fenster fallen und sie schüttelt dich und flüstert und du hörst echt Angst in ihrer Stimme, die sagt, Papa, da steht jemand an meinem Fenster und guckt mich an. Und du siehst neben dir halt deine Frau schlafen. Ja, dann setze ich mich sofort auf. Wenn wir an. Erstmal zu. Wo? Am Fenster in meinem Zimmer. Kannst du nachgucken gehen? Das macht mir Angst. Ja, es war ein aufregender Tag, Schatz. Ich gehe gucken. Danke. Mary, Pantoffeln an und stapf los. Okay, du verlässt dann das Haus, um halt einmal drumherum zu gucken. Du siehst, während du halt dann auch einmal kurz so den Blick in die Ferne schweifen lässt, du siehst einmal, dass oben in Blackrock Castle siehst du Feuerschein. Also du siehst, dass da Licht hinter den Fenstern brennt. Du hörst auch das Geckern einer Ziege und wunderst dich eigentlich, dass der Schäfer seine Tiere jetzt hier draußen hat. Wartet, dann Gaelis, du wirst wach. Und zwar von einem lauten, ziemlich unangenehmen Geräusch. Also es ist ziemlich laut im Wohnzimmer. Es kracht ganz ordentlich. Ja, ich denke, ich sitze dann senkrecht im Bett, springe auf. Ja, deine Mutter guckt aber auch hoch. Und gehe dann zur Tür. Ja, deine Mutter kommt aber hinterher und sagt, oh, was ist passiert so? Ich halte sie so ein bisschen auf Abstand und mache die Tür ganz vorsichtig auf. Du siehst deinen Vater, der ist quasi über den Tisch gefallen und rollt jetzt so auf dem Boden rum und er hat sich auch in die Hose gemacht. Also er liegt da auf dem Boden und lallt halt richtig, richtig heftig und fängt an so ein bisschen die Inneneinrichtung zu zerstören, wenn er wieder versucht aufzustehen. Und ja, deine Mutter schiebt sich aber schon an dir vorbei. Ja, ich versuche ihr zuvorzukommen, um ihn dann zu packen und vor die Tür zu ziehen. Nach draußen? Vor die Haustür. Vor die Haustür. Ja, das kannst du machen. Und da würde ich ihn dann, wenn da irgendwo ein Eimer mit Wasser steht, würde ich diesen Eimer mit Wasser über ihn kippen. Ja, deine Mutter versucht das aber zu verhindern. Sagt doch so, hör auf, Gaelis, lass ihn. Ich kümmere mich. Geh. Und sie schiebt dich so weg, so, und weil er ist halt wirklich total betrunken und sie redet aber auch schon ganz vorsichtig auf ihn ein. Du siehst aber auch, während du dann da halt ne Schritte zurück machst, du siehst Licht oben in der Burg brennen. Deine Mutter nimmt das natürlich nicht wahr. Okay, dann bin ich ein bisschen irritiert. Und hab aber quasi sie eher im Blick, weil ich dann doch versuche, ihr zuliebe da irgendwie mit anzupacken, weil sie ja nun mal nicht die Kraft hat, um ihn irgendwie hochzuhieven. Ja. So. Und auch wenn es mir zuwider ist, aber für sie mache ich das dann. Ja. Ja, ihr macht ihn halt da irgendwie sauber. So, und er ist halt so betrunken, aber du kannst dir ganz gut helfen, aber ihr bleibt doch draußen stehen, weil sie ihn da auch nicht mehr irgendwie reinkriegt und sie dann nur sagt so, halt ihn mal, ich hole Sachen, und sie dann wieder reinläuft. Ja, und du stehst da mit deinem Vater, der so eine erbärmliche Figur gerade abgibt, weil er auch gerade irgendwie, weil er merkt, dass er sich in die Hose gemacht hat und dass du dann da bist und er dich irgendwie wegschieben will, aber er das irgendwie alles gar nicht mehr so richtig mitkriegt und irgendwie immer wieder gegen die Wand fällt, wenn du ihn nicht festhältst. Auch du hörst dann so das Geckern von einer Ziege irgendwo hinter dir. Ja, ich drehe mich dann um, während ich ihn ja mit irgendwie noch so packe. Und guck mich eben um und denke, hä, das passt jetzt gerade irgendwie gar nicht, dass hier irgendwie eine Ziege rumläuft. Nee. Deine Mutter kommt auch wieder und hat Sachen dabei. Davy, du wachst auch auf, weil eine Tür zugeknallt wurde. Ja, ich schreck erstmal hoch, so ich muss erstmal den Traum irgendwie abschütteln. Ich habe das noch sehr lebhaft vor Augen und bei mir verbindet sich das halt mit dem schlimmsten Ereignis irgendwie aus meiner
die Geschichte irgendwie und ich brauche eine Weile, um das überhaupt zu sortieren, was das für ein Geräusch ist. Wenn ich bin bestimmt immer total besoffen. So. Und deswegen, ich gucke mich hoch und ich guck, erstmal gucke ich, wo Shay ist. Ist nicht da. Dann denke ich, vielleicht ist er pissen gegangen. Ich rappel mich hoch und wank rüber zur Tür. Und mach die Tür auf. Shay? Shay? Keine Antwort. Du siehst aber auch, dass Licht in der Burg brennt. Und du hörst das Geckern von einer Ziege. Und du siehst aber irgendeinen Mann quasi einmal so über den Platz weiter weglaufen. Kann ich ihn erkennen? Er hinkt nicht. Also es ist nicht, vermutlich nicht Shay. Auf jeden Fall hinkt er nicht. Okay, Ziege, irgendwer läuft da lang. Ich so, Elfie! Elfie! Du hörst das Gaggern wieder. Ja, Galeas, du hörst da jemanden rufen. Klingt irgendwie nach Davy. Und Ian, du hörst es auch. Ja, ich wank in die Richtung. Ich würde ihm... Also ich sehe, da ist aber niemand direkt am Haus, ne? Nee. Genau, nee. Also... Dann gehe ich in seine Richtung. Weit, wohnen wir weit auseinander? Nee, das haben wir dann nicht. Nee. Und ruf. Davy? Jetzt hört ihr, ich muss es ja nicht schildern, ihr hört euch jetzt halt. Ja. Shay, du nicht. Er sagt Bescheid, wenn du wieder dazu kommst. Alles gut. Ja. Ich gehe auch in die Richtung, wo die Rufe herkommen. Ja, deine Mutter hat sich dann auch deinen Vater wieder geschnappt. Und, ja, wenn ich merke, dass es Ian ist, dann sagst du, du schon wieder. Hast du eben? Hier vorbei. Davy, warst du gerade an unserem Haus? Was? Das ist der letzte Ort, an dem ich sein will. Das ist... Hast du Elfie gesehen? Wo ist denn so eine scheiß Ziege hier? Wen habe ich gesehen? Du lallst. Elfie. Nee, habe ich nicht. Aber ich höre doch so eine scheiß Ziege hier, oder was? Ja, die hört ihr wieder. Aber was ihr jetzt nämlich hört, also die Ziege geckert, dann klingt es ganz komisch heiser. Und dann klingt es so, als würde aus diesem Geckern ein Mifein. Zu fein. Also irgendein gelisches hört ihr da. Also es ist ganz cool. Und dann geckert's wieder. Ja, das habt ihr alle drei gehört. An eurem Blick seht ihr einander, dass ihr das auch gehört habt. Was machen wir denn jetzt? Hast du Shay gesehen? Nee. Ist er nicht da? Oh nein. Ach, der ist dann bestimmt wieder auf. Ist er vielleicht da oben? Ich erschrecke mich voll. Ja. Ist er vielleicht am Feuer? Da oben? Seit wann wohnt da einer? Ich meine, es ist jetzt nicht untypisch, dass Shay los ist nachts. Vielleicht ist er mit seiner Flinte los. War seine Flinte da? Hast du nicht darauf geachtet? Moment mal, ich düse mal zurück, also so schnell wie mein Körper das zulässt, zurück ins Haus und gucke, ob das Gewehr da ist. Ist denn die Erinnerung an den Traum eigentlich noch präsent? Ja. Ja? Mhm. Gott, dann sinken meine Schultern gleich wieder 5 Zentimeter nach unten, als der Captain vor mir steht. Ja, die Flinte ist noch da. Okay, das ist dann finde ich es beunruhigend. Ich komme dann zurück und sage so... Warte, aber du kommst wieder. Galeas, du siehst, wie Ian vor dir auf einmal die gleiche Haltung annimmt, wie du sie vorhin im Traum gesehen hast. Also er sieht aus, als hätte er von dir gerade einen richtig schlimmen Rüffel eingesteckt. Und du bist dir gerade nicht sicher, ist das passiert, als ihr einen Wal gejagt habt? Kannst dich nicht erinnern, dass das passiert ist. Ich bin auch wirklich ein bisschen irritiert, weil ich mir das gerade nicht vorstellen kann, dass wir irgendwie das Gleiche geträumt haben könnten. Und ich gucke ihn eben an und... Ian, was machst du hier draußen? Meine Tochter hat jemanden gesehen und ich bin nachgucken gegangen. Und? Hier ist niemand. Aber da oben brennt Licht.
Hat dir irgendjemand von den Bewohnern hier erzählt, dass dort jemand wohnt? Wüsste ich, ne? Nee. Nee, ich habe mit allem über alles gesprochen. Da ist nie jemand nachts. Vielleicht sollten wir mal gucken. Davy kommt jetzt auch wieder. Ja, ich sag mal, seine Flinte ist noch zu Hause. Das ist der Moment, wo wir uns anfangen müssen, uns um Shay Sorgen zu machen. Dann gehen wir ihn suchen. Ja, das ist weise. Ja, ich fange sofort an. Shay! Und laufe auch auf das Dorf zu. Ja, das schlafen alle. Das ich ignoriere total. Wie immer. Shay! Ich guck mal, ob ich mir irgendwo eine Laterne oder sowas nehmen kann. Ja, klar. Klar, einmal geht quasi auch irgendwo dann anders mal eine Laterne an und ihr seht Ethan Fletcher auch rauskommen, weil du schreist halt Shay, nach Shay so und ja, er kommt, er fragt dann, was los ist. Er steht da in seiner Schlafklamotte. Mein Bruder ist verschwunden. Ja, ihr seht in seinem Gesicht mehr als nur Beunruhigung. Hast du ihn gesehen? Nee. Weiß ich, ob du so ein paar bestimmte Orte hast, die du abklapperst, wo du dich auf der Jagd aufhältst oder so? Ja, das kannst du festlegen. Wahrscheinlich nicht. Also nicht, wenn du nicht mal mitgekommen bist. Ich bin bestimmt mal mitgekommen. Es gibt dann, halt nicht so viel hier auf der Insel. Also es gibt wahrscheinlich einen so ein... Wahrscheinlich so eine alte, kleinere, gemauerte, also wo nur noch so ein Stück Mauer steht, wo man dann wo man vielleicht einfach so ein Brett oder irgendwas gegengelehnt hat, wo man dann so ein bisschen den Witterungsverhältnissen irgendwie trotzen kann oder so. Irgendwo. Ja. Also. Hast du denn irgendeinen Fluchtort, so einen Rückzugsort, wo du dich hin verkriechst? Also jetzt mal unabhängig von der Jagd? Das weißt du tatsächlich nicht, glaube ich. Aber mag sein, ich bin ja anscheinend öfter mit. Okay. Ich bin auf jeden Fall in Gedanken immer noch halb auf dem Schiff und gucke deswegen den Captain an. Captain, soll ich mal bei dem Feuer nachgucken, ob er da ist? Du kannst auch da jetzt nicht hochgehen. Nee, lass uns jetzt erstmal hier gucken. Aber er hätte doch seinen Bruder gehört. Ja, Fletcher dann auch nur, der steht halt da immer noch. Sollen wir jetzt alle wecken und nach Shay suchen? Ich meine, so groß ist die Scheißinsel doch nicht. Ja, er seufzt dann. Dann hör auf rumzuschreien, sonst weckst du noch die Kinder und machst denen Angst. Komm, wir teilen uns auf. Ja, ich gehe mich kurz anziehen. Ich gehe zu unserem Jagdunterstand. Ian, gehen wir dann in die andere Richtung? Ja, machen wir. Machen wir. Ich gerne. So, dass wir dann irgendwie in entgegengesetzte Richtung gehen. Mhm. Okay. Wer geht wo lang dann? Wo ist denn dieser Jagdunterstand? Wahrscheinlich eher mittig in der Insel irgendwo, ne? Wo ist die Vogeljagd oder so? Ja, irgend so eine alte Bauernhofruine oder irgendwas. So ein ganz altes Ding. Da mache ich. Kann auch auf dem Weg zur Burg sein. Also, ich meine, wird ja wahrscheinlich. Ja. Irgendwie so. Einmal auf so einem Hügel oben drauf oder sowas. Ja. Oder in der Nähe davon. Und irgendwie durchs Dorf gehen und dort in die dunklen Ecken gucken und dann würde ich unten zum Wasser gehen. Am Strand lang. Okay. Okay, hinterher. Ja, ihr durchkämmt das Dorf, teilt euch da auch dann mit Fletcher auf. Einer gerade. Ja, so viele Leute gibt's hier halt auch einfach nicht. nee, deswegen, also die anderen sind von dem Geschrei nicht wach geworden, weil schreit ihr jetzt noch nach ihm?
Ich warte jetzt irgendwie, bis ich aus dem Dorf raus bin. Und dann rufst du wieder? Ja. Also ihr geht runter zum Wasser. Ihr findet ihn halt auch nicht. Also Fletcher sucht auch mit euch. Ethan Fletcher sucht mit euch. Ihr teilt euch da auf. Ihr steht dann irgendwann unten am Wasser, aber auch da keine Spur von Shay. Da gehst du, Davy, du gehst dann weiter nördlich und fängst dann an zu rufen. Und das ist der Moment, Shay, du kommst zu dir. Du hattest wieder das Gefühl, als hättest du jemanden, einen erwachsenen, schweren Mann, irgendwie Huckepack getragen. Also das gleiche Gefühl, was du vorhin auch hattest, als du kurz ausgesetzt hast. Du hörst auch das Gackern von einer Ziege, immer wieder unterbrochen von komischen Vokabeln, als würde jemand versuchen zu sprechen, der nicht irgendwie sprechen kann, aber viel mehr ist dir auf einmal gewahr, was du in der Hand hast. Und zwar hast du so ein kleines Lämpchen in der Hand, dem das Genick gebrochen ist und das einmal aufgerissen ist. Und als du das nächste, was du siehst, ist, wie du in diesem Steinkreis stehst und einige Schafe um dich rumliegen und komplett ausgeweidet sind. Also du wirklich dieses Lamm in der Hand hast und in diesem Steinkreis stehst. Voll mit Blut. Du hörst deinen Bruder nach dir rufen. Aber es ist ziemlich weit weg. Habe ich mein Messer noch? Ja, und die Klinge ist ziemlich blutig. Ich stehe da, starre so ein bisschen. Scheint zu überlegen. Verstehe das nicht ganz. Legt das Lamm so ganz behutsam auf den Boden und gehe rückwärts weg. So, von diesem Steinkreis. Sehe ich noch irgendwas? Gucke mich nochmal ganz genau um. Du siehst auch in der Burg, siehst du Licht flackern. Aber du hörst deinen Bruder hinter dir, weiter weg nach dir rufen. Ja, ich will nicht, dass er mich so sieht irgendwie. Nicht, weil es mir unangenehm wäre, sondern weil das gegen alle meine Instinkte geht. Und ich muss sehen, gibt es hier irgendwelche Wasser... Gewässer, also gibt es einen Tümpel irgendwo oder gibt es, Gewässer, also ob es nun ein Meer ist, was nicht über die Steilküste geht oder. Ja, na klar. Oder ein Bach oder ja, so. Ja, klar. Gibt's. Ich würde dann mich tatsächlich so schnell wie möglich zu irgendeinem Gewässer begeben und mich da reinlegen, richtig. Also ich möchte alles abwaschen, was an mir dran ist. Mhm. Nicht, weil es mir unangenehm, weil es mir eklig vorkommt, sondern weil es einfach niemand sehen soll. Dann würfel aber mal unter Druck handeln, um zu gucken, ob du dich komplett gereinigt kriegst und dann nur noch nass bist, wenn Davy dich jetzt gleich findet. Vor allem muss es ja auch sackkalt sein, oder? Ja. Leider nur eine 6. Also. Druck handeln ist nicht meins. Ja, dann findet dich Davy, nämlich weil du dann den Weg weiter quasi fortsetzt. Und das Problem ist, dass du erstmal an diesem Steinkreis vorbeikommst, wo auch du da dieses abgeschlachtete Vieh findest. Und das nächste, was du dann findest, ist nämlich dein Bruder, wie er total irre aussieht, weil er voller Blut ist aber irgendwie sich da in so einen Tümpel gelegt hat, zittert vor Kälte, voll mit Schlamm, Dreck, Blut und einfach nur panisch aussieht. Oder ja, weil jetzt das Schlimmste eigentlich eingetroffen ist, was du befürchtet hast, nämlich dass Davy dich so gefunden hat. Ach du Scheiße. Flöckchen. Ja, stimmt. Es war Flöckchen im Steinkreis. Ich gehe dann wirklich so auf ihn zu. Davy? Und guck mich um, ob irgendwer in der Nähe ist, der uns sehen könnte.
Also ich hospitalisiere so ein bisschen, ne? Also so. David, gib mir das Messer. Mein Blick zuckt so zu dir hin. Warum? Das müssen wir jetzt... Glaubst du, ich will dir was tun? Du bist mein Bruder. Wir müssen das Messer sauber machen. Guck mich mal an. Das Messer ist das geringste Problem, sage ich und ich. Gib mir das Messer. Wisch es einmal so durchs Wasser und dann... Wir bringen das jetzt in Ordnung. Alles klar, pass auf. Zieh dir die Klamotten aus. Ich war das nicht. Ich glaub dir. Ich glaub dir. Zieh dir die Klamotten aus. Die sind auf der Suche nach dir. Das Dorf ist auf den Beinen, okay? Warum denn? Weil ich dich gesucht habe, weil du mitten in der Nacht verschwunden bist und deine Flinte noch da war. Das ist nicht normal, alles klar? Also haben wir angefangen, dich zu suchen. Jetzt zieh deine scheiß Klamotten aus! Das ist kalt. Das ist mir scheißegal. Zieh deine Klamotten aus. Wenn sie dich so sehen, dann baumelst du am nächsten Ast. Das will ich nicht. Sieh zu. Dann zieh ich die Sachen aus. So, ich nehme mir diese ganzen Klamotten alle. Du gehst jetzt da rein und wäschst dir den Scheiß runter. Ich sitz doch schon drin, Jamie. Warum sag ich immer Jamie zur Hölle? Keine Ahnung. Davy. Nee, dann das habe ich nicht mitgeschnitten. Okay. Wasch dir den Scheiß ab und dann gehst du im großen Bogen nackt außenrum zu unserem Haus. Mhm. Und da gehst du rein und wärmst dich auf. Hast du das verstanden? Und wenn wir zurückkommen, dann liegst du in einer anderen Ecke vom Haus und ich habe dich einfach nachts nicht gesehen. So. Ich war einfach pissen. Keine Ahnung, oder? Nee, das ja, ist aber du ziehst die andere Klamotten an, okay? Ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel andere Klamotten. Das ist egal, aber die hier müssen brennen. Wenn die kannst Leute, du nicht verbrennen. Wenn die Leute sehen, dass du blutige Klamotten hast, die Schafe ist das Geringste, worum sie heulen werden. Weißt du, was sie dir andichten werden, wenn sie das sehen? Was ist das für eine irre Scheiße? Ich kann mich an nichts erinnern und schrei mich nicht an. Du hast gesagt, du kümmerst dich um mich und du beschützt mich. Das tue ich gerade und halte ihm so die blutigen Klamotten vor die Nase. Das macht dich sauber. Guck mal ein bisschen trotzig. Ich stand da und ich hatte das Messer in der Hand. Aber sonst weiß ich gar nichts. Was? Geistige Umnachtung, oder was? Weiß ich doch nicht. Ich bin nicht bescheuert. Ich bin nicht dumm. Das habe ich nicht gesagt. So, jetzt komm. Das ist kalt. Das ist mir egal. Ich zieh meinen Mantel aus. Ich habe ja noch den Pelzmantel an. Den drücke ich ihm dann in die Hand. So, komm. Da oben ist auch ein Feuer. Ja, habe ich gesehen. Aber da wollen wir nicht hin. So, ich führe ihn halt im großen Bogen um das Dorf rum. Dass wir quasi uns unserem Haus von hinten nähern. Dann würfelt mal Wahrheit verbergen. Also das ist ja auch unter Druck handeln. Ob ihr es schafft, ungesehen reinzukommen. Denn ihr beiden, also Ian und Gaelis, also ihr habt unten ist auch nichts. Also ihr Wahrheit werdet dann... verbergen? Hm? Oder ich würde alternativ gerne, wenn das okay ist. Ja. Bei Wahrheit verbergen? Ja. Was, Shay? Ich würde alternativ gerne die Augen der Öffentlichkeit, also meinen geächteten Spielzug benutzen, der meine Sünde verbirgt, wenn das okay ist. Natürlich. Ja, aber du weißt schon, was passiert, wenn der in die Kacke geht, ne? Ja. Ich habe eine 10 gewürfelt. Okay, ja, du hast es. Du kriegst es hin. Du hast schon halt im Spielzug geschafft. Nein, doch bei auf W ein, ne? Eine 8. Teile vor. Fast gut. Mhm. Aber also bei einer 7 bis 9 wird deine Sünde nicht offenbar, aber wähle 2. Du musst jemanden mit Hass oder Gewalt zum Schweigen bringen. Du musst Sünder wie dich ablehnen und Verachtung für sie ausdrücken. Du musst das Geheimnis einer anderen Person offenbaren, um Aufmerksamkeit von dir abzulenken. Du kannst eine ganze Weile nicht mehr riskieren, in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Es gibt jemanden, der deine Sünde kennt
und später gegen dich verwenden wird. Ich meine, da hast du ja schon mal einmal deinen Bruder. Aber das kann ja auch nachgelagert noch kommen, ne? Ja, ja, klar. Ja, wenn das okay wäre mit dem, es gibt jemanden, der deine Sünde kennt und später gegen dich verwenden wird, dann ginge nur mein Bruder? Nee, du musst ja zwei wählen, also eins musst du nur. Nee, gut, aber das, wenn das okay ist, dass es mein Bruder ist. Nee, das muss nicht sein, Tom. Das kann auch bedeuten, dass es im Nachgang jemand rausfindet und gegen dich verwendet. Das ist ja nur das technische Ergebnis. Dann würde ich das tatsächlich... Da würde ich das tatsächlich Ian angedeihen lassen. So. Mal sehen, wie das macht. Und vor allem, weil, naja, und ich muss hier mal mit Hass oder Gewalt zum Schweigen bringen, klingt generell gut. Heißt aber angedeihen heißt jetzt, irgendwann erfahre ich etwas, was ich jetzt nicht weiß, aber muss nichts tun, ne? Verstehe ich richtig? Nee, ich würde. Oder du machst das, aber ich muss jetzt erstmal nichts, irgendwann passiert was. Ja, okay. Ich finde eigentlich auch hervorragend als Opfer von Hass oder Gewalt. Ja, die Frage ist eben, wenig mit Hass oder Gewalt zum, ob das jetzt auch im Nachgang passieren kann oder ob es jetzt passieren muss. Ja, mich vergisst halt. Ja, das wäre ja jetzt logisch, ne, für die Situation. Mhm. Ja. Ja, nur. Er ist doch dieser Typ unterwegs. Ja. Oh, warte. Warte. Nee. Ich, du scheuchst mich da ja so ein. Durch die Pampa und dann nach Hause, richtig? Und wir kommen auch zu Hause an. Ja. Und sobald wir drin sind, würde ich dich tatsächlich packen. Und zwar mit mehr Kraft, als du gedacht hättest, dass ich sie habe. Ja. Und du wirst das. Und ich, also so richtig, also wirklich, da muss ich Gewalt ausüben, theoretisch, ne? Kommt doch an, was du vorhast, ne? Naja, wenn ich jemanden mit Gewalt quasi zum Schweigen bringen will, sozusagen, also ich würde dich wirklich packen und versuchen, hochzuheben, so halbwegs und gegen die Wand zu drücken. Okay. Was äußerst untypisch für mich ist. Ich habe eine 13 gewürfelt. Du bekommst den Gegenstand oder die Situation endgültig in den Griff. Du verursachst schlimm Schaden oder dein Gegner ist beeindruckt, entsetzt oder verängstigt. Ich meine, das würde halt. Ja, aber das würde. Ja, gut, aber es würde halt passen, ne? dass du es wirklich schaffst, deinen Bruder jetzt zu packen und mit so einer Wucht gegen die Wand zu hämmern. Davy, dass du zum ersten Mal hast du richtig Angst vor Shay. Und also so richtig, richtig Angst. Und du, in diesem Moment traust du ihm alles zu, dass alles das, was man ihm jemals angedichtet hat, was man immer vermutet hat, was er getan hat, er war's. Du bist dir sowas von sicher, dass er es gewesen ist. Darum würde ich das nämlich ändern, dass nicht Ian das ist, sondern dass es auch dein Bruder ist. Okay, weil er immer geglaubt hat, dass du eigentlich irgendwie noch unschuldig sein könntest. Und diese Situation ändert alles. Er glaubt, du warst. Mit unseren Eltern weiß ich. Aber mit dem Wirt hast du... Der behauptet, er muss nicht gewesen zu sein. Ja, du hast ihm ja immer geglaubt. Aber jetzt weißt du, dass er es gewesen sein muss. Ich sag jedenfalls noch, du hast gesagt, dass du mich beschützt und... Du wirst zu niemandem was sagen. Natürlich sage ich nichts, Mann. Und dann lasse ich dich los und... Wenn ich dich nicht beschützt hätte, dann hätte ich irgendjemand da oben gefunden. Und dann hätten sie sich für irgendeiner Teufelsanbeterei hätten sie dich an den nächsten Baum geknüpft. Musst auch... Pass einfach besser auf mich auf. Und dann renne ich zu meiner Kugel dahin und schmeiß mich auf die Bett. Auf das Bett. Habe ich irgendeinen Krug in der Hand oder sowas, irgendwas in der Nähe? Weil den würde ich nämlich sonst nehmen und ihm einfach hinterher feuern und über sein Bett an die Wand werfen. Ist mir egal. Also ja. Und dann brülle ich den. Ich pass auf dich auf, du irres Arschloch! Ich kauere mich da zusammen und bewege mich wieder so merkwürdig vor mich, also, ne, hospitalisierend leicht in der Embryonalstellung vor mich hin. Ja, ich schieb noch irgendein Möbelstück um, was da rumsteht, eins von den wenigen. Wir haben nur zwei, jetzt ist eins kaputt.
Und dann, ich weiß nicht, ob man das von draußen hört, dass ich da so rumbrülle. Ich bin nicht bekannt für mein leises Organ. So, und dann nehme ich die Flasche und sage dann noch so, verreck doch, du irres Arschloch. So, und dann mache ich die Tür auf und gehe raus und verschwinde jetzt selber irgendwo auf den Sitz. Ja, Ian und Gaydis, ihr habt dann wirklich, als ihr wieder zurück zum Dorf gekommen seid, erfolglos. Ihr habt Fletcher, Ethan hat dann auch so... Entschuldigung, die Klamotten, aber als wir wiedergekommen sind, die Klamotten habe ich bei uns in den Kamin geschmissen. Ne, die blutigen. Ja, blutigen, nassen Klamotten ist ein bisschen schwierig, die jetzt... Ja, die trocknen ja schnell, glaube ich, wenn man sie in den Kamin legt. Qualmt auf jeden Fall ordentlich. Ja. Ja. Sieht man im Dunkeln nicht. Das stimmt. Ja, aber ja, ihr kriegt dann doch ein bisschen Krachen mit und seht dann Davy, wie er dann aus seinem Wohnhaus kommt. Er sieht echt sauer aus. Er sieht richtig, richtig sauer aus. Auch ich bringe gleich jemanden um sauer aus. Ethan sieht auch ein bisschen erschrocken aus. Aber ihr beide kennt ihn. Ihr wisst, wie gewalttätig er halt auch ab und zu mal ist. Deswegen, ihr zuckt dann nicht zurück. Ich gehe dann auch direkt auf ihn zu. Ich würde sonst, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit die weg sind. Ich würde sonst einfach hinter der Hütte irgendwo in der Dunkelheit verschwinden oder so. Ne? Du müsstest mich dann schon einholen. Weil ansonsten würde ich die ganze Zeit im Dunkeln noch vor mich hinbrüllen. Man würde mich dann nicht mehr sehen und nur noch meine Schreie hören. Und mal über irgendwas rumpeln, wenn ich irgendwo gegen Zaun trete oder so. Ethan und Ian bleiben zurück und Ethan sagt auch so zu dir, ich weiß nicht, wie du das aushältst mit diesen Leuten auf dem Schiff die ganze Zeit. Man muss Ethan, man muss immer kurz ein bisschen hinterher an die gute Seele glauben in jedem, wie es der Herrgott uns erzählt. Aber sind nicht ein paar einfach nur verloren? Ethan, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit müssen unser Schutz sein und wir können nur versuchen zu helfen, dass sie den richtigen Weg einschlagen. Denn, Ethan, du weißt doch, Dunkelheit lässt sich nicht durch Dunkelheit verjagen. Das kann nur das Licht allein. Und Hass lässt sich nicht durch Hass verjagen. Das kann nur die Liebe allein. Möchtest du deinen Spielzug auslösen? Oh, ja, das kann ich machen. Das wäre auch angebracht in dieser Situation. Als Frommer könntest du mit Menschenhirte, gerechter Tadel, geistliches Feuer. Können wir mal gucken, was da passt. Naja, geistliches Feuer würde dafür sorgen, dass er in Zukunft versucht, genau das zu tun und sich um die beiden zu kümmern. Naja, aber vielleicht guck mal, wenn du geistig, jetzt mal, es bezieht sich ja auch irgendwie auf die Smiles, ne? Und du könntest, sie wenden beim Folgen deiner Botschaft keine Gewalt an. Also ich würde es halt ein bisschen umschreiben, dass es dann halt so passt. Welches meinst du jetzt? Es wäre geistliches Feuer, wenn du deinen Glauben verbreitest, um jemanden für etwas zu begeistern. Damit könntest du ihn quasi so auf diesen Pfad bringen. Denn er könnte das gut gebrauchen. Würdest, wenn du das nämlich jetzt schaffst, das könnte tatsächlich die Ereignisse am nächsten Tag verändern. Es gibt nämlich noch was am nächsten Tag dann passiert. Na gut. Ja, dann würfel mal. Schönheit. Ja, Schönheit ist, glaube ich, das Problem. Aber nee, null, das geht. 10 plus 0, 10. Ja. Bezieht sich das auf NSC oder auch auf Spielercharaktere? Weil wenn es um Spielercharaktere geht, ist das ja gesondert aufgeführt. Nee, das steht da jetzt nicht. Nee. Das heißt, du könntest ihn, ja... Verlang später keine Segen oder Wunder verwenden, bei Folgen deiner Botschaft keine Gewalt, interpretieren deine Botschaft nicht falsch und sie handeln sofort. Also das heißt, so, du könntest ihm jetzt auch noch was mit auf den Weg geben, was er jetzt irgendwie machen soll. Kümmere dich um deine Familie, irgendwie sowas. Ja. Nein, ich... Ethan, es geht um Nächstenliebe. Deine, nicht nur deine Familie, sie steht dir immer am nächsten, aber das ganze Dorf muss zusammenhalten. Wie absonderbar auch jemand zu sein scheint. Wir können es nur miteinander schaffen.
Ja, du siehst, wie sich sein Gesicht so ein bisschen aufhält, als du das sagst. Und er sagt, du hast recht, Ian, du hast recht. Gut, dass sie dich dabei haben an Bord. Gut, dass sie jetzt wieder zu Hause sind bei uns. Das könnte ihnen gut tun. Ich hoffe, aber nur, wenn wir ihnen allen zeigen, dass wir Freunde sind. Das machen wir. Was sollen wir jetzt deiner Meinung nach tun? Also Gaelis, du läufst halt Davy hinterher, der die ganze Zeit noch brüllt in die Dunkelheit. Und Shay, du bleibst in deinem Bett jetzt, ne? Ich würde ihn aber tatsächlich einmal, wo wir da noch kurz stehen, wohnt da oben jemand? Nee. Er guckt, das Licht ist aus. Gut. Ich gehe wieder ins Bett. Gute Nacht, Ethan. Gute Nacht. Sollen wir nicht weiter nach Shay suchen? Ach, da. Das habe ich fast vergessen. Aber dein Bruder, gehen wir zu deinem Bruder. Ja, dann geht ihr da hinterher. Aber erstmal kommt natürlich Gates bei Davy an. Ja, der ist völlig außer sich. Aber du bist da. Ja, Davy, ich versuche die Aufmerksamkeit von ihm auf mich zu ziehen. Ja. Davy, warum schreist du? Dieser kleine Scheißer war pissen. Also er ist wieder da. Ja, er ist wieder da. Okay. Ich dreh irgendwas so. Also die Wutausbrüche kenne ich bei ihm. Gut, dann gehe ich. Tatsächlich. Also lass ihn da wüten und geh zurück, geh dann den beiden Männern entgegen. Ich rufe halt, also während du dich dann umdrehst und von mir weggehst, so, dann hörst du halt, wie ich dann immer rufe, so, von denen, ich würde den kleinen Scheißer nicht beschützen. Ich bin auch besoffen. So, ohne mich hätte er schon längst ins Gras gebissen oder an irgendeinem scheiß Baum gebaumelt. So, Wichser! So, ich fluch da halt richtig rum. Und du hörst doch, dass ich an irgendwas meine Wut auslasse. Also irgendwas schlage ich da kurz und klein. Ja, ich höre, wie du in meinem Rücken marodierst und fange, wie gesagt, die Männer da ab, die kommen. Ian und Ethan kommen mir entgegen. Shay ist wieder da. Er war nur pissen. Ach, na dann ist ja gut. Wollte er sich nicht freuen? Ja, die gucken weiter an die Du kennst ihn doch. Ja. Gute Nacht. Captain? Ich drehe mich nochmal um. Eure Befehle sind wirklich immer sehr weise. Ian? Ja? Alles in Ordnung bei dir? Ja, es war heute Nacht ein bisschen viel. Ja. Aber... ja, die wenigsten trauen sich das mal zu sagen und ich wollte es mal sagen. Irgendwie. Weiß auch nicht. Bis morgen. Bis morgen. Ich tapse immer noch in meinem Schlafanzug nach Hause. Ja, Ethan wünscht dann auch eine gute Nacht und geht auch. Also geht ihr alle irgendwann mehr oder minder aufgewühlt zu Bett? Deine Mutter übrigens, Gaelis, hat sich dann doch zu deinem Vater gelegt. Also sie hat ihn dann irgendwie ins Bett verbracht und hockt wohl bei ihm. Okay. Und die anderen, Davy, gehst du auch irgendwann? Ich weiß nicht. Ich versuche mir darüber klar zu werden, was diese Situation bedeutet und wie er da enden konnte und ob er sich wirklich an nichts erinnert und ob er mich wirklich umgebracht hätte. Weil sowas habe ich ja bei ihm tatsächlich noch nie erlebt in dem Ausmaß. Aber ich bin halt zu besoffen, um irgendwie zu einem vernünftigen Schluss zu kommen, aber ich versuche es trotzdem. Also ich latsche halt die ganze Zeit über die Insel, bis die Flasche leer ist. So, aber das ist die alte Flasche, nicht die neue. So, und dann irgendwann... dann würfel aber bitte mal...
Nicht besoffen vom Felsen fallen. Oder in so einen Haufen tote Schafe stapfen irgendwie. Ja. Was wenn du dann einer Kraft oder Gewalt standhalten willst, unter Druck handeln, weil du halt echt Sternhagel voll. Ich habe eine 7. Das ist ein Teil davon, ne? Harte Bedingung oder die Wahl zwischen zwei Übeln. Also, du verlierst jetzt nicht das Bewusstsein irgendwo, aber du hast jetzt die Wahl. Am nächsten Morgen, also ich sag dir jetzt, wie es ist, am nächsten Morgen findet man das Massaker. Und alle wissen, beziehungsweise Fletcher weiß ja auch, dass Shay nachts irgendwie weg war. So, und entweder. Ich ahne, was kommt. Ja, nicht ich. Entweder findet man. Also entweder findet man dich quasi da, dass du irgendwie noch die Möglichkeit hast, irgendwas zu erklären oder zu reagieren oder so. Mhm. Oder du schläfst deinen Rausch dann halt irgendwo weiter weg aus und kriegst es dann halt alles nicht so richtig mit, was da passiert jetzt im Dorf, wenn sie halt quasi aufwachen, das Massaker finden und es die Runde macht, dass Shay nachts nicht da war. Nee, ich glaube, ich würde lieber neben dem Massaker das Bewusstsein verlieren, weil da könnte ich mich immer noch rausnehmen. Ich habe kein Messer, ich bin nicht blutbesudelt. So, insofern würde ich, glaube ich, eher dazu tendieren, am nächsten Morgen sagen zu können, ich habe das gefunden, aber ich war so besoffen irgendwie. Weil die haben mich ja besoffen weggehen sehen. Also irgendwie, ich war so besoffen, dass ich da zusammengeklappt bin. Es war zu viel für meinen vollen Kopf. Okay. Denn genau das passiert halt am nächsten Morgen. Also ihr anderen beiden, ihr wart ja nachts dann auch noch unterwegs. Ich weiß nicht, Shay, wie ist das bei dir? Wie kommst du zu dir am nächsten Morgen? Wie fit bist du? Wann wachst du auf? Naja, nicht. Also ich würde nicht viel später auf. Obwohl, naja, warte. Ich würde tatsächlich doch eher später aufwachen. Denn ich bin ziemlich entkräftet. Ja, also du fühlst dich eigentlich ganz, ganz normal, komischerweise. Ach so, okay. Also du hast auch kein. Also du merkst auch nichts in deinen Knochen, in deinem Körper, dass du das irgendwie gewesen sein müsstest letzte Nacht. Das müsste ja schon zu spüren sein, ne? Aber merkst du nichts. Und dann wache ich tatsächlich ganz normal zu meiner üblichen Uhrzeit auf. Ne? Klack, Augen auf. Mhm. Ich liege auf dem Rücken und gucke die Decke an. Und mir fällt alles, was ich noch weiß von gestern sozusagen, jetzt wieder ein. Also ne, bis auf das, was eben ich nicht mehr weiß. Und ja, dann liege da erstmal so ein bisschen. Dann weiß, was ich machen soll. Du kriegst halt auch mit, dass das Dorf in Aufruhr ist, denn der Schäfer ist natürlich ziemlich früh wach und was er findet, sind nämlich seine Schafe. Also, oder was er halt nicht findet in seinem Zuhause, sind seine Schafe. Und als er dann sich aufgeregt auf die Suche macht, findet er sowohl das Massaker in diesem Steinkreis als auch Davy. Und er weckt dich natürlich. Du hast halt Glück, dass es Elfie ist. Du siehst also, wenn du aufwachst und du nur ein paar Stunden geschlafen hast und du halt super voll warst und auch hier in der Kälte draußen nachts lag, also du bist auch ein bisschen unterkühlt, also einen Schaden kannst du dir mal aufschreiben. siehst du in Elfies panisches Gesicht, der dich schüttelt und ruft so, was ist hier los, was ist passiert? Davy, verdammt, was ist hier passiert? Wie voll bin ich denn? Ja, ziemlich. Also. Ja, aber das ist wahrscheinlich, man kann schon irgendwie klar denken, nur der ganze Organismus ist irgendwie noch hier. So, ne? Ich sag dann so, Elfie, ich hab das heute Nacht hier gefunden. Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Ja, er schüttelt dich. Weil ich total betrunken war. Ich war sauer wegen Shay. Was hat Shay gemacht?
Was hat Shay gemacht? Ach, wir haben uns gestritten, Mann, weil er einfach irre ist. Oh ja, er guckt so auf die Schafe. Was hat Shay... Nein, er war hinterm Haus pissen. Und ich habe mir Sorgen gemacht um ihn, Mann. Ja, er schubst dich so ein bisschen beiseite. Er ist halt echt voll aufgewühlt. Also er läuft ins Dorf und schlägt Alarm. Das kriegt die anderen natürlich auch mit, ne? Also es ist jetzt hier... Ich denke mir nur so, scheiße, ey. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit meinem besoffenen Kopf keinen Mist erzähle. Und dann, ich suche mir aber irgendwas zum Hinsetzen. Ja, es dauert halt auch nicht lange. Was macht die anderen denn? Also es, wie gesagt, das Dorf ist halt in Aufruhr, ne? Man kriegt es halt irgendwie mit, so die bergen natürlich die Tiere, die gucken sich das irgendwie an. Also es ist, ja, haltet ihr euch da raus oder begebt ihr euch da mit hin oder... Oh, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, mich da reinzubegeben. Aber wenn ich da nicht hingehe, meine Mutter hat mir bestimmt erzählt, was da gefunden wurde. Oh, ich muss mal Interesse heucheln. Ich weiß ja, dass ich die Jagd habe ich nicht vergessen und deswegen bin ich schon ganz früh aufgestanden und habe so im halbdunklen Sonnenaufgang schon angefangen, an der Küche rumzumalen. Was alles in deinen Hut bringen, ist nicht einfach. Deswegen lasse ich mich da gar nicht drauf ein gerade. Okay. Was sind denn das für Theorien, die hier jetzt rumgeistern? Was kriege ich denn so mit? Tja. Wie ist das mit dem Aberglaube? Ich meine, Steinkreis und... Ja, was sagt Nox dazu? Nox ist eher darum bemüht, dass die Leute sich jetzt beruhigen. Also, dass er jetzt hier nicht irgendwie total eben genau das anfängt, nämlich irgendwelche Gruselgeschichten zu erzählen oder so. Also er erstens muss jetzt halt aufgeräumt werden. Also die Tiere müssen auch verwertet werden, damit wenigstens das nicht irgendwie verloren geht. Also Elfi ist untröstlich, der hat gerade seinen gesamten Besitz quasi verloren. Und da wird jetzt erstmal versucht zu helfen irgendwie. Es wird natürlich auch Davy ausgefragt und du bleibst bei deiner Geschichte. Ja. Dass du da halt das nachts gefunden hast und ja, was aber noch im Laufe des Vormittags aufkommt, ist das Problem ist nämlich, und das ist tatsächlich auch Ethans älteste Tochter Vika ist verschwunden. Und ich würde tatsächlich, weil ich weiß, dass da Tumult ist und dass ich weiß, dass sie kommen werden und mich holen, irgendwas, ne? Das ist so dieses, das ist meine schlimmste Angst. Deswegen würde ich mir meine Flinte schnappen und mich wegschleichen und ich würde mich in dieser Ruine versuchen zu verstecken. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich da wieder einen Spielzug versuchen rauszureißen oder nicht. Aber also ich könnte auch da versuchen, den inneren Kompass zu bemühen. Also weil da die Option ist, dass ich, na, ich weiß, wo ich hin muss und wenn ich will, bin ich dort. Oder ja, naja, also ich würde einfach versuchen, so ungesehen wie möglich mich dann dahin zu schleichen. Das gelingt dir auch. Also das gelingt dir auch. Ja, wie gesagt, die Ereignisse sind dann, überschlagen sich dann halt so ein bisschen, zumal dann halt Shay auch schon wieder einfach weg ist. So, also die Tochter von Ethan ist verschwunden, die Tiere sind abgeschlachtet, Nox versucht, die Leute irgendwie unter Kontrolle zu halten, dass sie jetzt hier nicht irgendwie anfangen, wild rum zu spekulieren. Irgendwas, was ihr anderen tun wollt. Wie gesagt, Davy, du bleibst bei deiner Aussage. Halt irgendwann anders nach Shay suchen am Haus, wenn er nicht da ist. Ja, weiß ich wahrscheinlich auch nicht, wo er ist, ne? Insofern. Ich beteilige mich. Ich beteilige mich an der Suche nach der Tochter. Ja, dann würde man nämlich, wenn man die anfängt, jetzt die Insel zu durchkämmen, würde man irgendwann dann auf Shay stoßen, der sich in der Ruine verbarrikadiert. Würdest du irgendwas tun wollen, wenn du merkst, dass da die Leute kommen? Um.
Wer kommt denn da? Ist die Frage. Also wer kommt? Du hast quasi Glück, dass es Galis ist, die oben an der Burgruine die erste ist. Die einzige und erste. Die erste. Die anderen sind noch weiter weg. Aber du kriegst die Rufe über die Insel halt auch mit. Wenn man jetzt das Mädchen sucht. Geh weg, Captain. Rufe ich dann so. Shay, was tust du hier? Es ist ganz egal, was ich sage. Die wollen mich jetzt holen. Also geh weg. Nein, sie wollen dich nicht holen. Wir suchen das Mädchen. Welches Mädchen? Vika ist verschwunden. Oh. Damit habe ich nichts zu tun. Lass mich in Ruhe. Komm mit mir mit. Komm, wir bringen dich zu Davy. Die hängen mich auf. Scheiß Schafe. Ich kann mich an nichts erinnern. Warst du das? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich glaube, du solltest dir ein Boot nehmen und zum nächsten Hafen fahren. Und dort warten, bis wir wieder ablegen können. Ich hole dich ab. Wenn du das sagst, Captain. Hast du Geld? Ein bisschen. Reicht es? Für ein Jahr? Ich komme schon klar. Ja, dann würde ich irgendwie mit ihm noch besprechen, welcher Hafen das wäre. Und würde ihn dann irgendwie so an der Steilküste entlang führen, dass er da irgendwie auch ungesehen tatsächlich von den Leuten wegkommt. Ja, das kriegt ihr hin. Aber Captain, was mache ich denn mit Davy? Wie meinst du das? Ich bin dann einfach weg. Ich kann ihm das ja sagen, wo du bist. Aber die werden dann denken, dass ich das... Also jetzt... Also, falls dem Mädchen was passiert ist, dann werden die denken, das war ich auch. Ja, was willst du? Willst du jetzt verschwinden oder willst du jetzt den Kopf gerade hinhalten und sagen, dass du es nicht warst? Weiß ich nicht. Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Ich will einfach hierbleiben. Okay. Sag den anderen, sie sollen weggehen. Hier ist niemand. Ja, das kann ich machen. Danke, Captain. Ja, also ich gehe dann den Pfad halt zurück, ne? Und versuche die Leute wieder in die andere Richtung zu bringen. Mhm. Ja, kriegst du hin. Die glauben dir natürlich, wenn du sagst, da ist niemand. Du hast die Ruine durchkämmt. Wie wollt ihr diese Situation auflösen? Wird das Mädchen gefunden? Nein. Sie bleibt verschwunden. Wenn ich da meinen Rausch ausgeschlafen habe, weißt du, vorher kann ich ja nicht wirklich mit irgendwelchen Leuten reden, so. Aber wie gesagt, ich bleib bei meiner Geschichte, aber ich würde halt wirklich alle Orte abklappern auf der Insel, also zum Beispiel auch die Grotte, die halt so schwer zu erreichen ist und so weiter und so fort. Wer weiß wo, ne? Also man muss halt, vielleicht ist es eine Mutprobe. Mädchen machen die auch. Okay. Ah, das ist doch dann ein guter Punkt, um zu cutten. Dann. Unangenehm. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ach ja.
Das ist gut, wenn man aufhört und alle so. Ich hoffe ja, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr, das war voll super. Vielen Dank. Das ist gut. Ich finde es krass, ich bin schon wieder überrascht, wie halt, das, so ging es mir, ich erinnere mich, so ging es mir beim ersten Mal auch, wie viel Potenzial das hat für so eine beklemmende Atmosphäre, ne? Wenn du halt irgendwie so, das ist halt wie so ein Kammerspiel irgendwie auf so einer Insel, du hast irgendwie, keine Ahnung, 20 Protagonisten, du hast echt Kacke am Dampfen so und weißt du, und diese Ungewissheit dabei, was das halt für Cocktail ist, wie der für Stimmung und für Spannung sorgt, das ist echt geil. Dann ist halt gut, wie sehr sich halt auch Dinge verändern halt, also oder ungeplant sind. Also zum Beispiel das mit meinem Bruder war überhaupt nicht irgendwie meine Intention eigentlich, aber es. Ja. Mal gucken. Ich bin gespannt. Aber das heißt, wir werden Kapitel 2 nicht im Sommer anfangen, sondern wir schließen Kapitel 2 nahtlos hier an. Vielleicht schaffen wir es ja in einer Saison durch. Wer weiß. Wir gucken mal. Aber dann sagen wir einmal gute Nacht und vielen Dank an alle, die tapfer durchgehalten haben bis jetzt 1 Uhr. Deswegen. Tschüss. Quasi schon 2. Ja, genau. Ja, einfach zuschauen.